Hallo Freunde analoger Unterhaltung, Hallo. willkommen hier zu unserer ersten Community-Folge des Brettspielclubs, den es dank euch wieder gibt. Dank euch gibt es das Studio und unser Dank an euch war das Versprechen, jetzt zum ersten Mal Community-Folgen zu machen. Ein Wunsch, der ja schon oft an uns herangetragen wurde. Und wir haben jetzt ja so eine Art Hybrid-Modell. Das heißt, wir haben einen Teil der Folgen sind Community-Folgen und einen Teil der Folgen machen wir weiterhin in Kooperation mit den Verlagen, die uns dann helfen, halt hier noch laufende Kosten zu decken, weil natürlich so ein Studio auch Miete kostet und so weiter und so fort. Wir haben ja jetzt auch hinter der Kamera immer noch Leute, die uns helfen. Auch das kostet Geld. Aber dank euch, ihr habt 4 Community-Folgen finanziert, wobei es sehr seltsam ist, dass wir sind Punkt 10.000 gelandet auf der Spielschmiede und danach, also da war die Kampagne abgeschlossen, sind wir wieder auf 9.999 zurückgefallen. Der zylonische Euro, wie wir ihn inzwischen nennen. Ja, er ist einfach verschwunden, er wurde assimiliert. Ist uns natürlich egal. Ihr habt 4 Folgen finanziert und 4 Folgen werdet ihr bekommen. Battlestar Galactica haben wir euch voten lassen. Das hat gewonnen. Übrigens Platz 2, Berge des Wahnsinns, werden wir auch machen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wir hatten ja eigentlich auch versprochen, dass ein Platz verlost wird an euch, als damit sozusagen aus der Community ein Gast mitspielen kann. Und das wird auch kommen. Diese 4 Folgen kommen quasi noch, die ihr finanziert habt. Das hier immer noch so eine Art Testlauf. Mit einem Community-Mitglied. Ja, wenn wir das jetzt hätten noch auslosen müssen und so, das hätten wir dieses Jahr nicht mehr geschafft. Dann war die Frage, jetzt trotzdem noch eine erste Community-Folge machen. Ja, klar, es gibt eigentlich eine Community-Folge mehr. Das ist sowas wie die Generalprobe. Noch so ein bisschen Generalprobe. Ja, eine heiße Probe. Eine heiße Probe. Und nicht wundern, da sind immer noch so ein paar Sachen, da denkt ihr jetzt wahrscheinlich, das habt ihr doch bei Forbidden Sky schon besser gemacht. Ja, wir haben Forbidden Sky nach Battlestar gedreht und dieses Intro drehen wir jetzt auch nach, sozusagen, könnt ihr euch daran schon erkennen. Einfach, wir sind noch ein bisschen im Lernprozess, trotzdem, es war eine sehr spannende Partie, so viel darf ich schon mal spoilern. Wir spielen Battlestar, das Brettspiel, 3 bis 6 Spieler ab 14 Jahren, Cory Konietzka und nur scheinbar ziehen wir hier alle an einem Strang. Ja, das Ganze orientiert sich natürlich an der berühmten Science-Fiction-Serie Battlestar Galactica, die man nicht kennen muss, um hier Spaß an diesem Spiel zu haben. Was Battlestar Galactica einfach hat, es ist ein nur scheinbar kooperatives Spiel, wo nur scheinbar alle Spieler an einem Strang ziehen, weil irgendjemand an diesem Tisch ist in Wahrheit ein Zylon, mindestens einer, das ist auch im Spiel zu viert. Es gibt dann sogar noch eine Art entschleichenden Verrätermechanismus, wie sich das Ganze nennt, nämlich nach der Hälfte des Spiels ungefähr wird nochmal neu sozusagen eine zweite Verräter, die Karten neu gemischt und dann stellt sich raus, vielleicht ist einer doch noch böse, der davor nett war und so. All das bietet Battlestar Galactica. Das heißt, da könnt ihr auch wirklich mitfiebern, auch wenn ihr keine einzige Folge der Serie gesehen habt. Es geht darum, es sind scheinbar 4 Menschen auf einem Raumschiff, die zur Erde fliegen wollen, Richtung Kobol. Aber einer von ihnen, mindestens einer von ihnen, ist nicht das, was er scheint. Nämlich er ist ein fieser, hinterhältiger Zylon und gehört eigentlich ins Weltall rausgeschossen. In die Brick, ganz genau. In die Brick mit ihm, sage ich dazu nur. Ja. Das Ganze, das war ganz in der frühen Zeit, wo wir unsere Brettspielrunde hatten, eins der meistgespielten, abendfüllenden Spiele, die wir hatten. Das ist jetzt wirklich einige Jahre schon her. Deswegen danken wir an der Stelle auch vielmals für sozusagen dieses Wühlen in unseren spielerischen Erinnerungen. Schön, und tatsächlich waren wir nach all den Jahren gar nicht mehr so regelsicher. Ich hoffe, wir haben keine groben Schnitzer in dem Ganzen gemacht, aber auf jeden Fall hatten wir Spaß und Spannung am Tisch und hoffen, dass sich die auf euch jetzt überträgt. Genau. Viel Spaß bei Battlestar. Viel Spaß. Battlestar Galactica ist ein semi-kooperatives Spiel. Die Menschen verkörpern hier Charaktere aus der bekannten Fernsehserie Battlestar Galactica und versuchen gemeinsam den Zylonen zu entkommen, zum rettenden Planeten Kobol zu gelangen, bevor eine ihrer 4 Ressourcen, Treibstoff, Nahrung, Moral oder Bevölkerung auf Null fällt. Dann hätten die Menschen gemeinsam verloren. Aber manche am Tisch möglicherweise gewonnen, denn mindestens einer am Tisch ist hier ein Verräter, der in Wahrheit gar kein Mensch ist, sondern ein Zylon. Und der möchte, dass die Menschen hier scheitern, der möchte, dass mindestens eine Ressource auf Null fällt oder die Galactica zerstört wird oder ein Enterkommando die Galactica erobert. In all diesen Fällen hätte dann nämlich der Zylon-Spieler gewonnen und die Menschen gemeinsam
verloren. Hauptsächlich vorangetrieben wird das Spiel dabei durch die sogenannten Krisenkarten. Da gibt es einen großen Stapel. Am Ende jedes Spielerzugs wird eine dieser Krisenkarten gezogen und muss abgehandelt werden. Normalerweise ist es so, dass die Krisen einen bestimmten Test erfordern. Hier oben ist immer so eine Zahl dann abgedruckt, 7, und eine bestimmte Anzahl an Farbkombinationen, in dem Fall Blau und Violett. Und die Spieler müssen jetzt gemeinsam versuchen, mit ihren Handkarten verdeckt den Wert 7 zu erreichen. Dabei zählen nur die blauen und die violetten Karten dazu, positiv sozusagen. Dann spielt auch das Schicksal so eine kleine Rolle. Da werden noch zwei zufällige Karten mit hineingelegt und mögliche Verräter, mögliche Zylonen. Spieler können den Test auch noch sabotieren. Naja, und dann wird geguckt, ob eben dieser Test bestanden ist, und dann gibt es entweder einen Erfolg oder einen Misserfolg. Der Erfolg ganz oft hat einfach keine Auswirkung, weil die Krise einfach nur abgewendet wurde. Der Misserfolg führt meistens zum Verlust von bestimmten wichtigen, überlebenswichtigen Ressourcen. Ansonsten gibt es aber auch noch Krisen, die nur eine Entscheidung erfordern, wie zum Beispiel hier diese Rettungsmission. Hier gibt es jetzt keinen Test, sondern hier steht nur, Admiral entscheidet, und dann muss halt der Spieler, der den Admiral gerade, den Admiralstitel hat, einfach entscheiden, möchte er Variante 1 oder Variante 2. Meistens ist es einfach so ein bisschen Pest oder Cholera, und je nachdem, wie sich dieser eine Spieler dann entscheidet, wird eben das eine oder das andere ausgeführt. Außerdem gibt es hier unten noch Symbole, hier links werden immer die Gegnerschiffe gesteuert, je nachdem, was hier für Symbole sind. Zum Beispiel werden die aktiviert oder schießen die auf die Galaktika oder sowas. Und hier rechts, das sind eigentlich die Symbole, auf die die Menschen hoffen, weil das bedeutet, dass hier der Sprunganzeiger eins vorrückt und uns damit dem Spielziel näher bringt. Immer wenn der Sprunganzeiger hier ganz nach außen gezogen wird, dann gibt es einen automatischen Sprung. Die Flotte springt durch den Hyperraum und wir dürfen eine weitere Wegstreckenkarte Richtung Kobol aufdecken. Und wenn wir eben oft genug gesprungen sind, dann haben wir es irgendwann geschafft. Es ist also im Prinzip so ein Wettlauf gegen die Uhr. Und zuletzt gibt es noch Krisenkarten wie diesen hier, schwerer Angriff. Da kommen dann neue Gegnerschiffe aufs Spielbrett. Und ja, wir müssen natürlich versuchen, uns da zu verteidigen. Ein Hyperraumsprung hat den Vorteil, dass dann immer sozusagen alle Gegnerschiffe auch wieder entfernt werden. Das heißt, wenn dann der Druck zu groß wird hier, zu viele feindliche Schiffe machen uns hier das Leben schwer, dann wäre es eine gute Idee, möglichst in den Hyperraum sich zu verabschieden. Bevor diese Krisen abgehandelt werden, können die Spieler aber in ihrem Zug auch noch Aktionen ausführen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann hier zum Beispiel auf dem Spielbrett auf der Galaktika zu verschiedenen Orten wechseln, um dort entsprechende Aktionen durchzuführen. Man kann zum Beispiel Waffen abfeuern, man kann zusätzliche Viperjäger starten, man kann diese Viperjäger auch aktivieren, um gegen feindliche Schiffe zu kämpfen. Man kann selber hier, das sieht man hier, eine Viper bemannen, um dann selber mit einer Viper rumzufliegen. Das eignet sich vor allem für Charaktere, die da besonders spezialisiert sind. Es gibt eine Krankenstation, auf die verletzte Charaktere kommen. Und es gibt die Brig, ein Gefängnis sozusagen. Dort können die Spieler versuchen, ja, verdächtige Zylonen-Mitspieler möglichst einzusperren. Und dort können sie dann, wenn es sich wirklich um die Zylonen handelt, weniger Schaden anrichten. Hier sehen wir vier Charaktere, die wir jetzt im Spiel benutzen werden. Es sind aber natürlich noch mehr Charaktere im Spiel enthalten. Hier der William, Adama, der Admiral, Laura Roslin, die Präsidentin, der Chief Galen Tyrell, das ist eben der Mechaniker der Galactica, und der Lee Apollo Adama ist ein Kampfpilot. Diese Charaktere haben sowohl verschiedene Spezialfähigkeiten, sie können unterschiedliche Arten von Karten ziehen. Das sieht man hier. Diese Karten haben auch Aktionen, sie werden aber vor allem eben für diese Tests bei den Krisenkarten verwendet. Und es ist auch festgelegt, wer am Anfang des Spiels hier den Admiralsposten und den Präsidentenposten übernimmt. Wenn eben Laura Roslin mitspielt, dann ist sie auf jeden Fall die Präsidentin, spielt William Adama mit, ist er auf jeden Fall der Admiral, aber tatsächlich können diese Positionen auch wechseln. Präsidenten können abgesetzt werden, oder wenn sich jetzt einer von den beiden zum Beispiel als Zylon enttarnt, auch dann würde dieser Titel und damit die Aufgaben des Präsidenten
oder des Admirals in einen anderen Spieler wechseln. Eine weitere wichtige Funktion des Admirals ist, dass er jedes Mal, wenn die Galaktika durch den Hyperraum springt, zwei dieser Zielkarten zieht und eine geheim auswählt. Die eigentliche Zielkarte Kobol wird am Anfang aufgedeckt. Hier steht, dass bei Entfernung 4 die sogenannte Schläferphase beginnt. Dazu komme ich gleich. Und bei Entfernung 8, wenn schon 8 Entfernungen zurückgelegt wurde, dann muss die Flotte nur noch einmal springen und dann hätten die Menschen gewonnen. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Der Admiral würde bei einem Hyperraumsprung eben zwei Karten ziehen, geheim. Und man sieht hier unten, er hat jetzt eine Entfernung 2 Karte gezogen und eine Entfernung 3 Karte. Das heißt, entscheidet er sich für diese Karte, haben wir schon mal 2 Entfernungen zurückgelegt von 8. Entscheidet er sich für die, haben wir schon 3 Entfernungen zurückgelegt. Aber es gibt eben auch noch einen Effekt. Wir verbrauchen für diese Karte 2 Treibstoff. Auch für diese Karte verbrauchen wir 2 Treibstoff. Aber dann wird zusätzlich noch ein Zivilschiff gezogen und zerstört. Zivilschiffe sind diese Plättchen hier, die auch von den feindlichen Jägern gern angegriffen werden und zerstört werden. Das kann sehr schmerzhaft sein, weil wir sehen hier, da wird es umgedreht, wenn sowas zerstört wird und dann verlieren die Menschen eine weitere Bevölkerung, auch eine von diesen Ressourcen, die nicht auf Rot sinken dürfen. Naja, und dann würde der Admiral eben eins auswählen, zum Beispiel das, und dann hätte man jetzt schon Entfernung 2 zurückgelegt, vielleicht im nächsten Zug würde er das hier auswählen. Jetzt wären wir schon bei Entfernung 5. Und dann tatsächlich passiert hier schon was, weil sobald man 4 erreicht und überschreitet, gibt es die sogenannte Schläferphase. Und die Schläferphase ist sehr gefährlich für die Menschen, denn dann werden nochmal sogenannte Loyalitätskarten verteilt und es könnte sein, dass dann noch ein weiterer Zylon ins Spiel kommt. Denn der eigentliche Reiz des Spiels, hatte ich ja schon gesagt, besteht ja darin, dass man nicht weiß, wer hier überhaupt für die Menschen arbeitet und wer eigentlich in ihrem Untergang interessiert ist. Und das wird hier über diese Loyalitätskarten gesteuert. Am Anfang vom Spiel wird dieser Stapel nach Spieleranzahl zurechtgemacht und dann kriegt jeder Spieler schon mal eine Karte ausgeteilt, über dessen Inhalt er auf gar keinen Fall irgendwas verraten darf. Am Anfang gibt es da nur zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es so eine Karte, da steht einfach drauf, sie sind kein Zylon. Das bedeutet, man spielt mit den Menschen zusammen und versucht hier wirklich zu entkommen, nach Kobol zu gelangen, ohne vernichtet zu werden. Oder man bekommt so eine Karte, sie sind ein Zylon. Und das bedeutet, man ist ein Verräter. Man versucht jetzt, möglichst am Anfang unentdeckt zu bleiben. Man versucht vielleicht im Geheimen bestimmte Krisen zum Scheitern zu bringen, indem man da falsche Karten einschmuggelt, die nämlich sogar negativ zählen bei der Auswertung. Man könnte auch sonst versuchen, vielleicht die Menschen anderweitig zu zerrütten, den Verdacht auf andere Leute zu lenken. Hier ist wirklich der Kreativität der Spieler keine Grenzen gesetzt und man hat die Möglichkeit, sich jederzeit zu enttarnen. Dann hat man hier noch einen starken Effekt, der allerdings nicht triggert, wenn es die Menschen davor geschafft haben, den Verräter am Tisch vielleicht zu identifizieren und ihn vorsichtshalber in die Brick zu befördern, weil dann kann man seine Enttarnungsfähigkeit als Zylon tatsächlich nicht mehr nutzen. Wenn, wie eben gesehen, man dann aber die Schläferphase erreicht, also mindestens die Entfernung 4 zurückgelegt hat, dann wird eine weitere Karte gezogen. Im Spielzug 4 wird außerdem in den Stapel dann noch die Sympathisantenkarte hinzugefügt. Da steht drauf, dass dann man entweder zum Zylon wird oder nicht. Das hängt davon ab, wie die Ressourcen der Menschen gerade stehen. Wenn sie schon im roten Bereich sind, dann wird man kein Zylon. Ansonsten wird man ein Zylon. Da versucht das Spiel ein bisschen zu balancieren, weil zu viert hätten einfach die Menschen 2 gegen 2 kaum eine Chance, wenn eine von ihren Ressourcen schon im roten Bereich ist. In anderen Spieleranzahlen gibt es dann einfach 2 Zylonen. Und es kann eben dazu führen, dass auch diese Sie sind ein Zylon-Karte erst in der Schläferphase verteilt wird, sodass sozusagen am Anfang alle Menschen sind, obwohl natürlich trotzdem Misstrauen am Tisch herrscht. Und das macht wirklich den besonderen Reiz von Battlestar Galactica aus. So, Freunde der analogen Unterhaltung, hier sind wir und wir haben natürlich zwei Gäste auch dabei hier. Zu zweit wäre vielleicht Battlestar. Genau, zu zweit Battlestar, bitte nicht, ja. Den Sebastian ist ein Patreon von uns und dazu wollte ich nochmal kurz sagen, ja, natürlich. Du ja, bist der Zylon, nein du. Das ist ja eine Community-Folge, Brettspielclub, ihr habt das Spiel gewählt und wir haben ja auch versprochen, dass wir noch 4 Plätze auch verlosen. Hier quasi so wie Sebastian und Sophia. Das haben wir jetzt aber nur kurz vor Weihnachten nicht mehr geschafft.
Deswegen, also das haben wir aber auf dem Schirm. Es kommen noch 4 Folgen, wo wir jeweils einen Platz verlosen und wir euch dann einladen, wie ihr mit uns hier spielt. Und natürlich, ja, Sophia kennt ihr ja hoffentlich schon. Sophia hey. Wagner, entweder weil ihr ihre Spiele kennt oder weil ihr unsere Videos kennt. Den Brettspielclub und vergessen als Geist als bei Mysterium. Ja. Ja, ja. Da hast du ja auf unserer Seite gespielt. Mal gucken, wie das offiziell heute. Ja. Wir haben ja verloren. Also. Inzwischen natürlich schwierig genau. zu bekommen, weil viel beschäftigte Spieleautorin. Ja, zahlreiche Werke schon erschienen. Genau, Noria und Boldest und die neuesten Sachen sind wahrscheinlich genau. schon. Es sind schon welche in der Mache. Ja. Wie lange müssen wir denn noch warten? Wir wollen nicht ins Bis Essen, da ja. sollten 2 eigentlich wieder kommen. Zwei! Zwei bis Essen. Ihr habt sie gehört. Ja, aber das wird nur passieren, wenn wir jetzt hier überleben und nach Kobol kommen oder zur Erde besser gesagt. Ja? Weil ja, sozusagen die eigentliche Story ist, wir müssen Kobol erreichen zusammen als Menschen und dann nochmal springen. Ich glaube, die eigentliche Story ist, auf Kobol finden wir die Koordinaten für die Erde und dann springen wir weiter. So ist, glaube ich, die Story, glaube ich, bei Battlestar wirklich in der Serie. Wir können ja mal kurz trotzdem natürlich vorstellen, welche Charaktere wir jetzt hier genau. spielen. Ich zum Beispiel bin Lee Apollo Adama Pilot. Meine Spezialfähigkeiten, die lese ich dann ja. vor, wenn es soweit ist. Ja, ich bin ein Dickkopf, und aber auch geistesgegenwärtiger ja. Viper-Pilot. Das ja. ist so mal kurz zusammengefasst. Also ich glaube, ich habe in meiner... genau, es passt sehr gut. Ich bin der Han Solo des Battlestar-Universums. Genau. Also ich bin der William Adama, ich bin der Admiral. Ich glaube, ich habe gefühlt am gefühlt habe ich schon echt am meisten Admiral ich glaub, du hast gespielt noch bei Battlestar. Nie jemand anders gespielt. Das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt. Vielleicht aber, mal Präsident. Mitreißende Führerschaft und ich bin emotional befangen. Das bedeutet halt, ich kann niemanden in die Brücke schicken, obwohl ich genau weiß, der Kron, das ist so ein Zylon, ja, aber ich bin einfach emotional gefangen und kann meinen Kumpel einfach nicht in die Brücke schicken. Das passt auch, finde ich. Wir haben bisher noch keine Loyalitätskarten verteilt, deswegen das sind alles rein theoretische Anschuldigungen. Ja, die werden sehr bald sehr gut. Ja. Herr Adama, wir haben uns ja schon öfter als ja. Jedes zweite Mal waren sie auch Zylon. Die sind alles. Ja, und Sebastian, du bist? Ich bin Galen, the Chief Tyrol, ein Supporter. Ich kann besonders gut reparieren. Ich kenne mich mit Technik aus. Das ist dann, wenn er Mist baut, mit seiner Viper mal wieder nur einen Schrotthaufen zurückbringt. Kannst dann die Sache wieder ausbügeln. Kannst du auch seinen kranken Verstand reparieren? Nee, kann ich nicht, denn ich bin unbesonnen und mein Handkartenlimit ist reduziert. Oh, auf? Oh nein. 8. Ja. Statt 10. Das Gute ist auch, ihr habt mir 2 Nuklearwaffen anvertraut, ja, ja. die ich jederzeit abfeuern kann. Du solltest da Rücksprache halten mit der politischen Führerin, das bin nämlich ich. Ich bin Laura Roslin und ich habe religiöse Visionen, also ich weiß immer das so ein bisschen mehr, was abgeht. Ne? Ja, das ist irgendwie hängen geblieben. Gute Besserung, also, Hinsicht, ja, weil ja. Nicht nur, dass du Visionen hast, krank bist ja auch noch. Ja, genau. Das heißt, wenn ich einen Ort aktivieren will hier, dann muss ich da erstmal 2 Karten abgeben, was ziemlich doof ist. Bleib einfach im Bett. Aber genau, ich bleibe im Bett oder im Büro des Präsidenten. Und ich von da. Genau, da habe ich auch so ein Bett hingestellt. Herr Adama, eine Limonade bitte. Ja, also ich habe hier noch so 12er Ratskarten, die kann ich aktivieren. Oder die gleich eine am Spielbeginn. Ganz ja? genau. Die darfst du ja geheim halten. Das sind so Spezialfähigkeiten, die nur der Präsident machen kann, so würdes Zeug. Ja. Natürlich, klar. Und ich kann übrigens. Ja, jetzt geht es aber hier in die richtige entscheidende Phase. Nämlich, ja, das ist ein Stapel aus 7 Karten. Da ist einmal... Sie sind ein Zylon und 6-mal, sie sind kein Zylon dabei. Es kann also auch durchaus passieren, dass wir tatsächlich am Anfang des Spiels alle kein Zylon sind. Aber Battlestar wäre ja nicht Battlestar, wenn es nicht Battlestar wäre. Und es ist berühmt geworden durch die, nicht abhalten, nicht trotzdem zu durch die schleichende, schlafende Schläferphase, wie auch immer es jetzt genau heißt. Aber es bedeutet, ungefähr zur Hälfte des Spiels werden wir nochmal Loyalitätskarten draften und spätestens dann werden wir einen Zylon haben und auch noch einen Sympathisanten der Zylonen, aber dazu dann, wenn ja. wir soweit sind. Jetzt stellt sich erstmal raus, fangen wir das Spiel hier alle reinen Herzens an, oh. na, oder ist einer schon korrumpiert und innerlich verdorrt? Also ja. ich ja nicht, sonst hättet ihr mich nicht gewählt zur politischen Führerin. Also ich kann es auch nicht sein, ich bin euer militärischer Anführer. Drei Menschen, ein Etwas.
Ich zähle jetzt hier die ersten vier, die anderen legen wir schön, die lassen wir hier schön, die lassen wir einfach hier liegen. Ja, da können wir jetzt auch die Sympathisanten gleich dazu. Die müssen wir aber noch mischen, die müssen wir nachher mischen. Ja. Die müssen wir nachher noch mal mischen. Oh. Noch nichts gesehen, oder? Und wenn wir sie angucken, dann lange drauf gucken. Da hat eben die Zuschauer was gesehen, ne? Oder? Ja, einfach sozusagen, ja. Also auf der Zylon- man schaut alle lange an einfach. Schaut sie einfach. Die steht halt ein bisschen mehr, weil die halt noch so eine Spezialfähigkeit hat. Ja. Die Illusion der freien Wahl. Das wird. Wir achten einfach nicht auf die anderen. Ich nehme einfach den Rest. Bitte. Bitte? Ich finde auch, das ist, es gibt kaum bitte? kaum eine Karte in einem Brettspiel, die so viel Bedeutung hat wie die Loyalitätskarte. Ja. In der ersten Drafting-Phase von Battlestar. Und damit geht es aber auch schon los. Wir haben uns durch Würfeln dummerweise dafür entschieden, dass wir den Startspieler bestimmen. Und das ist der Herr Adama. Das bedeutet, ich bin der Allerletzte in der Runde. Bei dir geht's los. Ja, und es geht der Spielaufbau sieht so aus. Das heißt, hier ist unsere Battlestar. Das ist ein großes Schiff. Wir haben noch einen Konvoi mit einem anderen Schiff. Hier sind zwei kleine Zivilschiffe. Die sind gut. Hier haben wir aber auch schon einen bösen Zylonenstern und böse zylonische Raumschiffe und einen Haufen Ärgerkram. Aber wir haben immerhin schon zwei Viper, in denen einen sitzt. Und in einer von der, genau, das haben wir noch nicht gesagt. Ich bin ja als Pilot. Ich fange quasi hier in der Viper an. Die anderen haben ja noch einen auf dem Hangardeck. Wer ist der Herr auf dem Hangardeck? Das bist doch bestimmt du. Ja, ich muss ja, du bist natürlich im Admiralsquartier und du hast schon gesagt, dass du da krank in deinem Büro des Präsidenten rumhängst. Ja. Ich entscheide wichtige Dinge. Ich hänge da nicht nur rum. Okay. Ich bin dran. Als erstes kommt immer der Fertigkeitsschritt. Der ist ganz simpel. Jeder hat halt so bestimmte Karten. Ich habe doch so einen Zusatz. Wenn ich dran bin, ich darf einen Viper-Schritt. Da gab es doch das. Ja, das ist quasi dein Bewegungsschritt. Darfst du quasi eins fliegen. Aber du bist ja noch gar nicht dran. Ich darf jetzt erstmal meine Karten sehen. Das ist immer das Erste, was passiert. Ich darf grün und violett ziehen. Und zwar darf ich dreimal grün ziehen und zweimal violett. Das darf nur der aktive Spieler. Und ich muss quasi, also muss er quasi immer mit seinen Karten haushalten, bis man wieder dran ist. Weil man währenddessen keine mehr ziehen darf. Drei hatten wir schon am Anfang. Jetzt habe ich ordentlich Karten, das ist schon mal gut. Und jetzt kann ich eine Aktion machen, beziehungsweise jetzt darf ich mich erst bewegen und ich muss mich auf jeden Fall bewegen, weil meine Schwäche ist ja, dass ich den Admiralsquartier überhaupt nicht aktivieren kann. Aber gut, ich will auch jetzt, ich könnte natürlich prophylaktisch einfach Kronen in die Brick schicken, aber so verrückt bin ich jetzt auch nicht. Das heißt, ich laufe erst. Ja, natürlich. Ich laufe jetzt einfach mal. Ich werde jetzt einfach mal im Kommandostand laufen, auch wenn ich, da könnte ich jetzt weitere Viper aktivieren, also entweder mit den Vipern fliegen. Die Sache ist jetzt die, ich könnte einfach prophylaktisch schon mal den Stern zerstören mit einfach, wir könnten sagen, einfach Druff. Nee, da musst du hier heute Waffensteuer. Nee, mit der Waffensteuer könnte ich angreifen. Ich könnte natürlich einfach schon mal, aber auf der anderen Seite, vielleicht machen wir das wirklich, wenn wir kurz vom Ende sind. Nee, deswegen klar, schieß doch einfach hier rein vielleicht. Das bedarf nicht auf die Menschen. Nee. Als Mensch darf man nicht einfach die Menschen angreifen. Einfach gleich mal am Anfang noch keinerlei Gefahr droht, bist du dann in Nuklearwaffen Nein. Das ist keinerlei. Ja, besser als ich dann in der Brick sitze und es nicht mehr machen kann, weil ihr denkt, ich wäre ein Zylon, oder? Also ich denke es tatsächlich schon. Schon bei Spielaufbau. Okay. Also ich werde jetzt. Vipers da raus. Ja, das heißt, das einzig Dumme ist halt. Ich kann eine zweimal aktivieren. Das heißt, ich könnte mit der fliegen. Und dann angreifen, genau. Und das ist auch besser, weil sozusagen, wenn jetzt die aktiviert werden, würden die halt die Viper angreifen. Aber so ist halt. Ne? Also ich aktiviere. Das ist das Einzige, wo wir immer. Das muss man halt leider. Es gibt leider keine so eine Übersichtskarte. Es gibt so eine Angriffstabelle. Ist ziemlich einfach. Man guckt einfach, was greife ich an. Ja, schieß mal bei 3 bis 8. Bei 3 bis 8 ist es einfach zerstört. Also es ist schon ziemlich easy eigentlich. Ich darf nur keine 1 und keine 2 würfeln. Das könnte man so zusammenfassen. Ich wusste es. Er ist Zylon, oder? Also wie er den Würfel hier genommen hat und reingelassen hat. Hast du das gesehen? Dann hat man gesehen, der fällt und dann hat er noch so, dann hat er noch schnell so gepustet, dass er auf jeden Fall... Ist ja eigentlich ganz einfach, ganz genau, ich hab's auch. Also ich hätte natürlich auch irgendwie hier was machen können, aber leider war's schon. Und jetzt kommt schon die Krise, ja. Also ich konnte nicht mehr machen. So ist es nämlich, man bewegt sich, man macht eine Aktion. Ja, ich habe es gemischt, gründlich. So. Ja, alles klar. Dann heißt es, jetzt kommt die Krise. Nahrungsmangel. Der Präsident entscheidet. Ja, und das ist typisch für so eine Karten. Du darfst entscheiden. Die Präsidentin. Gib's Entschuldigung. Ja. Präsidentin entscheidet. Ja, bitteschön, du darfst entscheiden. Ich entscheide. Ah,
Entweder minus zwei Nahrung oder minus eine Nahrung. Der Präsident wirft zwei Fertigkeitskarten ab, dann wirft der aktive Spieler drei Fertigkeitskarten ab. What? Das wäre gut. Also dass jetzt nur weniger Karten hat. Schlecht und schlecht. Also ich habe ziemlich viele Karten. Wieso hast du denn so viele? Ja, weil ich war ja gerade dran und ich habe halt, aber... Schon viele Karten. Aber ich zwei... Okay, aber zwei Nahrung drei. Ist auch viel, ne? Wir haben nur acht. Ja, wir geben wir auch so eine ab. Also die... Ja. Ja. Wir haben auch viel, also kannst du auch die Nahrung, ich würde sagen... Nee, wir haben acht Nahrung, das ist nicht so viel. Also ich... Schmeiß das Essen doch einfach raus, im Raumschiff raus. Also acht ist nicht... Wir sperren jetzt meine Blick. Ich weiß es nicht. Es ist beides scheiße, aber ich würde sagen, wir machen das zweite. Du gibst einfach mal drei. Es ist hier keine Demokratie, also... Ja, aber ich muss so tun. Ich will ja volksnah bleiben. Genau. Also du halt schon... Hier, Admiral, bitte werfen Sie drei Fertigkeitskarten ab. Ja, ist dieselbe, aber zwei, oder? Ich als gute politische Führerin muss hier leider zwei... Oh. Ist mit gutem Beispiel. Und außerdem passen jetzt noch andere Dinge. Nämlich hier, Sprung. Ah, ja. Ich glaube, ich lasse erstmal ihre Karten ab. Ja, ganz kurz. Nahrungsmangel. Gibt es hier einen Abwurfstapel? Oder? Ja, ich hätte das machen sollen, ich Idiot. Naja, egal, wir müssen gleich nochmal rein. Dann machen wir mal da drüben, wo der... Du kannst mal da neben dem Markt sich machen. Machen wir auch verdeckt vielleicht... Bestimmt entscheidend. Wer hat sich hier in die Vorratskammer geschlichen? Drei muss ich abgeben. Ne? Los, Herr Admiral, das kann ich nicht so lange dauern, Karten abzuwerfen. Ja. Nahrungsmangel, außerdem haben wir hier unten dieses Symbol, dass die Schiffe aktiviert werden. Das heißt, wir greifen erstmal an. Der erste fängt an. Ich würde sagen, es ist noch dein Zug, deswegen darfst du mal würfeln. Jetzt werden die Viper... 5-7 beschädigt, 8 zerstört. Ja, siehst du, ich würfel auch für uns. Cool, ja. Ich würfel immer die zwei. Genau. Also den gleichen Trick nochmal gemacht, um sich wieder. Ja, um wieder so zu tun. Der zweite. Okay. Und jetzt gleich mal komplett rausgewuscht. Zerstört ist die. Richtig. Ja. Okay, das heißt, die war dran und jetzt der hier, der fliegt jetzt einfach Richtung. Die sind gleich entfernt und dann im Uhrzeigersinn. Oh, so, darf man nicht vergessen. Gleich weit Entfernung, so oder so, und dann fliegt der mit dem Uhrzeigersinn. Das ist natürlich auch schlecht für uns. Ne? Ich hatte mich so gefreut, was zu reparieren, wenn ich dran komme. Ja, leider. Ja. Das ist zerstört, das darf ich nicht reparieren. So, außerdem hier Sprungvorbereitung 1, richtig? Ja, das ist prinzipiell gut. Zack, 1 weiter. Wir können noch nicht springen. Hier ist also eine kleine Leiste. Wir können noch nicht springen. Es hat sich jetzt 1 bewegt. Ja. Und hier können wir auch noch nicht springen. Sobald es dann hier ist, können wir springen, riskieren aber einen großen Bevölkerungsverlust. Hier können wir dann mit einem geringen Bevölkerungsverlust springen. Und ab hier können wir dann ziemlich sicher springen. Mhm. Und springen ist das, was wir tun wollen. Wenn wir oft genug gesprungen sind, dann haben wir gewonnen. Es war jetzt nicht so ein super Zug von mir, aber immerhin sind wir noch nicht tot. Ja, und jetzt ist Chief dran. Du kriegst deine Karten. Was wandert das Token weiter? Ja, das, damit wir wissen, wer dran ist. Du kriegst einmal gelb, ich gebe dir mal zweimal. Einmal gelb, zweimal grün, zweimal blau. Ja. Damit habe ich dann auch schon mein Handkarten. Er will alles anfassen. Ich glaube, man muss, nachdem man dran ist, immer gucken, dass man aber nicht mehr die, als 10 Karten. Ach, Sophia, es tut mir leid, dir traue ich auch nicht. Wieso? Ich habe noch gar nichts gemacht, außer zu sagen, wir. Du guckst so ziemlich. Du musst ab. Ich gucke immer so, als wäre ich schuldig. Ich wollte ja einfach diesen Stern zerstören, hier den Gegner. Apropos Handkartenlimit, wann wird das überprüft? Ich glaube, am Ende deines Zuges. Am Ende meines Zuges. Ja, du darfst währenddessen mehr haben. Während meines okay. Das heißt, ich darf mich jetzt bewegen. Jawohl, Chief. Also ich habe tatsächlich den Fehler gemacht, übrigens, ich hätte tatsächlich doch was Gutes. Man kann ja auch eine Kartenaktion machen, das wäre gar nicht so schlecht gewesen bei mir. Aber wenn da steht da meistens ja auch so Aktionen. Da stehen so Aktionen drauf. Je meine nachdem, Sachen es hängt sind, halt davon ab, was es für Karten sind. Ne? Die roten Karten, deine sind halt meistens nur gut, wenn du halt in der Viper sitzt, irgendwas machst. Aber gut, du kannst ja mal gucken. Aber es gibt halt, vielleicht schickst du einfach noch ein paar Viper raus. Das. Oder du kannst natürlich auch mit der Waffensteuerung versuchen, einfach den da anzugreifen. Ja, ich bin mir überlegen, ob ich einen angreife oder neue Viper rausschicke. Neue Viper. Das Problem ist halt, die kommen halt hier raus. Ja. Um dahin zu kommen, ist halt so ein bisschen. Ne? Aber er kann natürlich versuchen, die abzufangen. Aber du könntest halt einfach mit der Waffensteuerung den abballern. Ne? Ja, aber wenn hier einer wäre, dann müssten die ja zu dem gehen, ne? Die Achso, für die nur die Zivilschiffe. Ja, aber nur wenn ich sage, das ist moralisch in Ordnung. Ja, ich glaube schon, dass wir mehr Viper draußen bräuchten. Ja, das kann sein, ja. Ja, haut Dinger raus. Das wäre hier, ne? Ich will nicht der einzige sein, der hier die ganzen Laserstrahlen kommt. Dann gehe ich in den Kommandostand und aktiviere zwei Viper. Und setze einen hier hin und einen hier hin. Genau, also zwei aktivieren, das war's dann schon. Genau. Ja, für Soundeffekte ist er zuständig. Ich mache die ganze Außen. Tja, das war's schon, ne? Das war's schon.
Jetzt gibt es eine Krise. Nein, das geht fix. Verratsbezichtigung. Ja, das sind, nee, die sind nicht geheim, die Krise. Der aktive Spieler entscheidet. So spannend. Bei Erfolg gibt es keine Auswirkung. Beim Misserfolg schickt der aktive Spieler einen Charakter in die Brick. Oh nein. Ah, ja. Völlig grundlos. Oder der aktive Spieler wirft 5 Fertigkeitskarten ab. Also muss dann einen in die Brick schmeißen oder halt 5 Fertigkeitskarten. Das ist ja fies. Aber wenn, dann wissen wir schon wen. Ne? So. Aber ich meine, bei Erfolg, wir müssen es einfach. Also ja. Wir müssen das einfach schaffen. Wir müssen es einfach schaffen, dann ist da nichts. Ansonsten wenn wir es nicht schaffen, muss ich entscheiden, was für ein schlimmes Ding passiert. Und wie schaffen wir das jetzt? Das ist halt so ein typischer, einmal haben wir unser erster Fertigkeitscheck jetzt. Ja? Das heißt, wir müssen einen Wert von 8 erreichen mit Gelb und Grün. Da können fast alle mitmachen. Ne? Gelb und Grün haben fast alle. Ja, natürlich könnte es sein, wenn jetzt hier ein Zylon. Wir waren ja aber noch nicht dran. Stimmt ja, ihr habt ja nur, du hast ja nur. Ich habe eine, ich musste jetzt 2 abgeben. Ja, ja, aber ich kann einiges tun. Und auch ich habe ja, wenn ihr es seht, ja. Du hast nicht so viel Grün und Gelb. Nee. Ja. Also ich kann, du kannst aber auch was machen, ne? Ich kann auch was machen. Also ich kann ordentlich was machen, habe dann halt keine Karten mehr, ja, also bis ist, auf die, die ich nachziehe. Also wenn ihr das alleine regeln könnt, ist... Also ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt nicht so ganz wenig machst, ich kann vielleicht hinterher was machen. Dann kriegen wir das zusammen hin. Sie kann ordentlich was machen. Ich könnte entweder ordentlich was machen oder nichts. Thematisch bin ich auch gar nicht auf dem Schiff und kriege gar nicht mit, was los ist. Ich fliege nicht. Also, ich glaube, wir kriegen das alleine hin. Du musst nur ein bisschen noch helfen. Okay. Es kommen aber auf jeden Fall auch 2 Schicksalskarten hin. Achso, ja, die kommen ja noch 2 Schicksalskarten. Achso, aber die kommen doch immer. Die kommen doch auch bei so einem Check. Die kommen immer und das heißt, die können uns natürlich auch negativ unterweisen. Deswegen macht mal richtig was. Die kommen zuerst oder? Die werden einfach reingemischt. Die werden dann einfach reingemischt. Also jetzt einmal, dieser Stapel ist halt 2 Karten aus jeder Sorte. Da müssen wir 2 nehmen, genau. Ist gemischt und die können halt natürlich positiv oder die können da dazu zählen oder du hast eine Karte gelegt. Wie viele Karten? Du hast eine Karte gelegt. Was für Werte sind da ungefähr drauf? Ich weiß es gerade gar nicht so richtig. Okay. 1 bis. Mal mindestens 4. Ach ja, ich meine, ich bin ja dann auch gleich wieder dran. Was soll's? Komm. Also, ihr löst das unter euch? Ja, wir lösen das. Ich mische das. Macht jetzt dann mal wird es gemischt, Mist, um natürlich nachher später, falls jetzt ein Zylon da wäre, dass man nicht weiß, wo sind die, wer war jetzt, hat Schicksalskarten gelegt. Pass auf, das ist deine Karte nicht. Wir schauen mal. Gelb und Grün ist positiv. Ja, können wir hier gucken. Kann man es dann noch sehen. So, ich lege mal alle Guten hier hin, alle Schlechten hier hin. Ihr braucht 8, das sind schon mal 3 Gute. Nochmal 3 sind wir bei 6 auf der positiven Seite, sind wir bei 9 auf der positiven Seite, sind wir bei 10 auf der positiven Seite, minus 3 sind wir bei 7 auf der positiven Seite, nochmal plus 1. Sind 8 und genau, haben wir es geschafft. Gleich gerade so geschafft, aber da hat das Schicksal tatsächlich noch geholfen. Das war das Schicksal. Das war, Schicksal. Ja. Das war eine knappe Kiste. Aber kann da auch sagen. Der Techniker, der hier war. Nein, glaube ich nicht. Sieht ja ganz okay aus. Aber ist ja auch nicht so wild hier. Wir haben's geschafft. Das bedeutet, es muss nichts von dem bösen Zeug getan werden. Keine Auswirkung, aber natürlich passiert das hier unten kommt noch. Das heißt, hier, oder? Eine Sprungvorbereitung. Eine Sprungvorbereitung geht weiter. Oder macht man für jeden einen eigenen Ablagestapel? Tun wir das dann am Ende durchsortieren? Oder? Ja, das kann man nachher wieder sortieren. Das geht schnell, glaube ich. Aber dummerweise werden die nochmal aktiviert. Ja? Genau, das darf man nicht vergessen. Und die fliegen alle darum. Ja? Die wollen alle zu den... Das heißt, du musst einfach... Sprung ist aber auch eins. Das hast du ja, haben schon. Wir schon gemacht. Ja. Zack. Ah, Leute, ihr wisst schon, dass ich im Büro des Präsidenten sitze und hier nicht so viel machen kann auf dem Schiff. Ne? An der Stelle machen wir jetzt tatsächlich eine ganz kurze Pause und verraten mal zumindest der Community da draußen. Dass ich kein Zylon bin. Wer ist der Zylon? Ist er schon da? Wo ist er? Das heißt, wer es gar nicht wissen will, der spult jetzt mal gefühlt 5 Minuten vor. Ja, oder macht einfach den Ton aus, das geht auch. Ja, ich glaube, der wird ja auch die Karte bestimmt in die Kamera zeigen. So. Geht halt einfach kurz eine Cola holen, wenn ihr es nicht wissen wollt. Ansonsten, jetzt kommen die Loyalitätsinterviews. Es wird nicht gelogen. So, die Loyalitätskarten wurden gezogen und jetzt, jetzt liegen die Karten auf dem Tisch. Tja. Ich weiß ja, was ihr alle denkt. Es ist mir jedes Mal bei Battlestar, werde ich voll verdächtigt. Sind wir alle Menschen? Haben wir schon einen Zylon unter uns? Ich kann so viel verraten. Ich bin Mensch. Liegt es daran, dass ich immer so tue, als wäre ich es? Oder bin ich einfach so extrem unvertrauenswürdig? Ich bin hier ja die politische Führerin. Und natürlich und zum Glück bin ich ein Mensch. Ja. Ich bin der Zylon. Ich werde jedes Mal verdächtigt, aber ich kann sagen, ich bin's nicht. Und ich
weiß, es könnte sein, dass noch keiner an Bord ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, obwohl man wirklich noch ganz wenig sagen kann, dass da schon einer da sein könnte. Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich tippe natürlich erstmal sowieso auf Hunter, so Stegreif raus. Aber bei Kron weiß man nicht, ne? Der könnte natürlich tatsächlich einfach ein Zylon sein. Ich schaue mal, solange die mich nicht absetzen als politische Führerin, vertraue ich ihnen erstmal noch ein bisschen. Aber ich versuche das Beste daraus zu machen und die anderen so lange wie möglich hinters Licht zu führen. Und wenn sie mich enttarnt haben, dann werde ich sie alle vernichten. So, da sind wir zurück. Ihr wisst Bescheid. Loyalitätsinterviews. Ein bisschen so schlau wie zuvor, aber ihr wisst mehr. Wenn ihr jetzt nicht auch die letzten 5 Minuten einfach kurz mal weggesappt habt. Und bei dir geht's weiter, liebe Präsidentin Laura Roslin. Ja. Oder auch nicht, liebe, man weiß es nicht. Mal schauen. Ja. Ja. Man zeichnet sich durch seine Handlungen aus. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal schauen, was du so tust. Ansonsten wird sie abgewählt. Leute, ganz ruhig, keine Panik, alles ist gut. Ich habe mal geguckt, wer tatsächlich, ich lieb Apollo Adama, wäre der Nächste in der politischen... In die Brig, sofort in die Brig. Also das sind so komische Figuren. Ja, es gibt so ein, die Anleitung, ja, sie können ja auch sterben, auch das kann ja passieren. Also erstmal kriege ich Politik und Führerschaftskarten. Also sie können die Brig legen, halt. Also als sterben meine ich, damit sie Zylonen Zylon haben. Werden, ja. Ja, und dann wird halt automatisch eben... Zweimal Führerschaft, dreimal Politik. Dreimal das Politik. Das ist das, was du sagen natürlich. Karten hast. Gelb ist und Politik, von vorhin noch grün eine. Ist Führerschaft, dass ich das mal gefragt hat. Lila Taktik, Rot Raumkampf und Blau Technik. Ja. Rot kann es halt Raumkampf, kann es nur du ziehen. Ja. Blau kann, glaube ich, nur der Chief ziehen. Und wir beide haben halt so, ja gut, ich habe halt Violett. Du hast auch Violett. Hm. Ich habe ein bisschen mehr Violett als du. Das Violett ist halt so militärische Führerschaft. Und ja. Nee, Violett ist Taktik. Ja, Taktik, ich weiß, aber halt, genau, ja. Grün ist Führerschaft, aber Taktik ist auch so, das haben auch nur die militärischen Führer und die, ja, also du bist halt ja auch Führerschaft. Ne? Das ja, heißt, aber keine Taktik. Ja, genau, das ist halt so. Nur für eher so, ja, eher die Präsidentin. So, Präsidentin, du kannst natürlich auch einfach deine 12er Ratskarte machen oder du machst eine Kartenaktion. Ne? Ich mache, oder ich mache das Büro des Präsidenten, denn da kann ich... eine. Du ziehst eine 12er-Ratskarte. Ja, dann kannst du noch eine ziehen. Dann kannst du noch eine ziehen oder eine spielen. Oder eine spielen. Und das mache ich mal. Dafür muss ich leider, weil ich einen Ort aktiviere, 2 Karten abgeben. Das ist deine Medizin, die dich aufrecht hält. Das genau, ist ihre tödliche Erkrankung sozusagen. Und das mache ich mal, aber dafür heißt es jetzt. Hier. Das sind die, da darfst du jetzt eine ziehen, die darfst du angucken und entweder gleich spielen oder sagst du, ich ziehe lieber nochmal eine. Ja, du kannst aber auch die andere ziehen, ne? Also oder einen aus der Hand spielen. Also genau, aber ich zieh noch eine. Genau. Also das noch macht gerade keinen Sinn. Ja. Das heißt, Krise kommt gleich. Aber halt, ja, okay. Ja, genau, das kann ich ja dann gucken. Kann ich dann Präsidentin, alles aber es wartet eine Krise vor der Tür. Fühlen Sie sich nicht unter Druck gesetzt? Sie lügen zwei von uns an. Also, es kommt die Krise und... Wirken die Tabletten? Und ich als Präsidentin kann diese Krise vielleicht schon im Vornherein etwas abmildern, ja, denn ich kann 2 zielen und einen davon wählen. Tatsächlich. Hoffen wir mal. Das waren ja keine Floskeln, die du getroschen hast. Nein! Ja, stimmt. Beides, beides nicht gut. Mhm. Ja, das ist meistens das Problem. Wie oft die Wahl zwischen Scheiße und Scheiße. Ich meine, das ist so, ja, ich meine, Krise. Ich meine, was soll's sein? Ich rede so, ich bin Pilot, ja. Ich darf fluchen hier als Einziger. Ihr müsst euch förmlich ausdrücken. Hier bei mir ist mal wieder, hier, was ihr da knarzt, mein Raumschiff, ist ja eine Scheiße. Also ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, die ist richtig. Language. Kannst du da nicht mal irgendwie... Ich tue das gleich Hauptsache es fliegt. Ich würde euch ja gern zeigen, was da noch ist, aber ich darf ja das nicht. Das kommt nach da unten. Vielleicht hier in die Kamera zu nehmen, dass die Leute wissen, wie aufrecht und ehrlich ich bin, wenn ich sage, die kommt nach unten. Und die hier, die können wir schon schaffen. Und zwar angeklagt als Zylon. Laura, ich muss Ihnen etwas sagen. Commander Adama ist ein Zylon. Nein, ist er nicht. Ja, ich bin mir so sicher, dass es stimmt. Nein, ich bin mir noch nicht sicher, aber ich habe so das Gefühl, es ist vielleicht nicht unbedingt falsch. Also wenn, dann weiß ich schon, wer in die Brig kommt. Also, wir müssen eine 10er. Aber ich glaube, eine 10. 10. Aber da haben 3 Farben. Mit Politik, Führerschaft und Taktik. Genau, mit Politik, Führerschaft und Taktik. Und das hast du ausgewählt als gut. Wir kriegen hier keinen Sprung. Ist dir das eigentlich bewusst? Ja.
Aber bei dem anderen kriegten wir auch keinen Sprung. Ja, natürlich. Das heißt, wenn ihr, also ich darf ja reden, was ich will. Oder ich kann euch sagen, was da drauf ist, theoretisch. Wenn es schief geht, dann musst du in die Brick. Weil das war nämlich echt. Du musst in die Brick, oder wie? Wenn es schief geht, der aktive Spieler. Ja, aber ihr kommt auch eine Runde ohne mich aus, Leute. Und wir schaffen das ja wohl. Weil du keine Orte aktivieren kannst. Und ich war ja auch nicht dran. Wir schaffen das. Das Ding ist, wir könnten natürlich auch einfach sagen, aber gut, du verlierst halten. Ja, das ist blöd. Nee, holt mich da raus, Leute. Also. Ja. Ja, komm, das schon. Also ich habe natürlich mein Pulver schon ein bisschen verschossen, ne? Das wisst ihr, ne? Weil ich ich habe das alles allein gemacht. Das die letztes Mal habe ich alleine fast gemacht, ja? Also das war mein Loyalitätsbeweis. Davor habe ich dir gesagt, mehr 3 Karten. Schien. Aber ich habe auch nicht so viel. Also ich kann natürlich ein bisschen was machen, aber dann, gut, ich meine, ich bin dann 2 Zügen, bin ich wieder dran, aber dann habe ich gar nichts mehr in der nächsten Krise, kann ich dann nichts mehr machen. Ja, ich hatte gerade auch nur eine Karte, jetzt habe ich ja schon nachgezogen. Ja. Und musste sogar noch 2 abspielen. Ich weiß halt aber nicht, ob ich dir trauen kann. Natürlich kannst du mir trauen. Gut, also, ja, du musst wir müssen eigentlich in der Reihenfolge, du musst als erstes. Okay, ich tu was. Du machst was? Ja. Ja, komm, also es ist so, ich will nicht, dass der Präsident gleich in die Brücke geht. Ja, ich auch nicht. Also, Leute, ich guck ganz genau hin. Nehmen wir noch also, 2 hiervon, vom Schicksalsstapel, vom Arztwahl. Also, was habt ihr denn für Farben? Auch noch Karten zu bieten. Lila, grün und gelb, das heißt rot und blau wäre doof. Mhm. Das heißt, ja, da hast du ja natürlich gar nicht so Zugriff. Also eigentlich kann nur der Herr Apollo uns da Ärger machen. Naja, oder der Chief, weil der hat blau, aber der Chief hat da keine blauen reingetan. Die kommen, die kommen dann halt da aus dem Schicksal. Ich habe keine blauen. Okay, Präsidentin, aber rot. Präsidentin spielt auch. Diesmal darf ich mal mischen. Und ich werde hier das wieder, hier für die Kamera kann man es vielleicht ein bisschen so sehen. Also hier kommen wieder die Positiven hin und hier die Negativen, aber das wird nur positiv sein. Na gut, vom Schicksal natürlich, weiß man es nicht. Ne? Okay, ich was haben wir denn hier? +2. +3 sind 5. +3 sind 8. 9. Oh Gott, wer hat denn hier? 9. 14. Wir verpulvern unsere Karten. 15. Aber hier -2 sind wieder 13. +2 sind wieder 15. Oh, okay, wir haben völlig überbezahlt. 20. Aber das ist typisch, ne? Daran merken wir, dazu muss man eigentlich. Ich danke euch, Ich werde mich würdig erweisen in meinem Amt. Überbezahlen ist eigentlich auch nicht gut, ja. Ablagestapel nachher machen. Aber wir haben diese Krise geschafft. Allerdings, die Dinger werden wieder aktiviert und der Pilot muss gleich mal was machen, weil sonst werden hier nämlich unsere. Bei der nächsten Aktivierung. Ja. Du bist ja dran jetzt. Ich bin dran jetzt. Ich darf erstmal Karten ziehen. Eine Taktikkarte, 2 Raumkampfkarten. Ja, das war natürlich blöd. Wir hätten unsere Karten behalten sollen. Naja. 2 Raumkampfkarten. Ja, aber vielleicht war und zweimal eine der hohen auch. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht war eine 5er einfach aus dem. Es kann sein, dass eine 5er einfach aus dem Stapel kam. Und die hätte ja doch eine andere Karte sein können. Also, man weiß es nicht. Ach, ich wollte noch mit reißen. So, also wenn du jetzt in die Richtung fliegst, dann weiß ich, dass du nicht zu uns gehörst. Ich habe erstmal eine Gratisbewegung. Das ist ja so, wenn ich hier in der Viper bin. Und jetzt kommt mein eigentlicher Zug, aber jetzt muss ich mich ja gar nicht mehr bewegen. Das heißt, jetzt kann ich mit meiner Aktivierung, also ich aktiviere und greife hier diese Viper an. Und kannst du nicht auch noch irgendwie mit, kannst du nicht irgendwie so, dann, wenn du so eine Karte hast, kannst du doch noch so mehr Aktivierungen haben. Ja, aber das ist eher, ist nicht so gut. Nach dem und so. 2. Ja, 3 bis 8 zerstört. Ist das jetzt alles, was ich machen kann? Wie viele Aktionen habe ich? Habe ich nur eine Aktion? Ja, du hast tatsächlich nur eine Aktion. Ja. Ja, bewegen und. Wobei du, glaube ich, du kannst dann. Kann verhindern, dass ich kaputt gehe, aber sonst gar nichts machen. Ja. Ja gut, du blockierst natürlich auch, der greift es dich an als nächstes. Ja, ne? Du schützt schon die Schiffe. Ich kann auch eine Weile durchhalten, schätze ich da draußen. Naja, genau. Du kannst eine Weile dann. Proviant. Ja, wir helfen dir gleich. Wir schicken, okay, das war's tatsächlich wir schon schicken wieder. Weitere. Jetzt geht's richtig los. Das sieht nicht so gut aus. Schwerer Angriff. Hier kommen Sterne hin. Ja, okay, da ist schon einer. Das heißt, also man sieht es hier, vielleicht kann die Kamera das einmal kurz einfangen. Das ist halt jetzt quasi keine Krise, sondern es war, ja, wir müssen es gleich wieder umdrehen, damit wir es irgendwie checken. Aber man sieht ja halt, da waren neue Sachen aufgestellt. Du müsst es nochmal wieder so hinmachen, damit. Aber es gibt hier auch neue Wipe. Es kommt jetzt neu hin. Ja, genau, es kommt alles neu hin. Zack.
Und es gibt eine zusätzliche Viper. So, es gibt eine zusätzliche Viper. Das Problem ist, aber jetzt wird das hier noch, diese Akt, das wird noch umgemacht. Achso, nee, erstmal, erst wird aktiviert, dann aufgestellt. Wir waren ein bisschen zu schnell. Das macht aber nichts. Die werden aktiviert. Das heißt, der greift dich an. Das mache ich mal. Das ist 5. Warte mal. 5 bis 7 wäre beschädigt, richtig? Spiele ich jetzt ein Ausweichmanöver. Das wäre gut. Jetzt musst du nochmal würfeln und es wird 2 vom neuen Wurf abgezogen. Okay, damit bist du sozusagen... Halt das ist gut, dass ihr das macht. Ich, also es hat jetzt geklappt. Soll ich jetzt nicht mal anfangen, hier Ablagestapel zu bilden? Können wir auch machen, dann müssen wir das nachher nicht sortieren. Die werden leider auch aktiviert und die fliegen jetzt auch zu dir. Aber die greifen natürlich noch nicht an. Jetzt müssen wir aufstellen, 2 Basissterne, 1 Viper, 3 Zivilschiffe. Mhm. Und jetzt ist noch eine Spezialregel. Jetzt kommt schwerer Beschuss. Jeder Basisstern, also beide Basissterne, greifen die Galaktika sofort an. Das bedeutet, auch hier müssen wir jetzt würfeln. Ich bin mal Basisstern 4 bis 8 beschädigt. Genau, das heißt 4 bis 8 kriegen wir jetzt eine Bestätigung. Oh, das ist natürlich eine Hardcore-Karte. Und? Beschädigt. Das bedeutet, wir müssen eine Beschädigungschip ziehen. Und beschädigt wird die FTL-Kontrolle. Jetzt können wir nicht mehr springen. Jetzt kannst du was reparieren. Da hast du was reparieren. Das darf ich reparieren, sehr das gut. Ist schön. Und das zweite schießt auch, ne? Der zweite Stern schießt auch. Nein! Das ist auch beschädigt. Aber ihr habt gesehen, er hat sich gedreht und also wenn wir 6 Beschädigungen haben, sind wir schon tot. Das ist leider das Hangar-Deck. Das sieht man dann an einem Icon hinten drauf, also man sieht einfach so einen Chip. Da ist einfach ein Symbol von dem Ort, der halt getroffen ist. Katastrophal. Aber du kannst es wirklich reparieren, ne? Du kannst starten, aber solange du rumfliegen kannst du ja nicht. Naja, ich habe mir ja ein bisschen Schnaps mit in meinen Raumschiff genommen. Genau. Du kannst das reparieren, hoffe ich. Also vor allem die FTL-Kontrolle müssen wir reparieren. Weil jetzt, so wie es jetzt aussieht, müssen wir springen. Bald. Ja. Du kannst ja mal ein paar Atomwaffen abfeuern. Ja, das Dumme ist nur... Wir sind halt alle nicht in einen Quadranten. Das war auf jeden Fall mein Zug. Und jetzt bist du dran. Mhm. Danke. Danke, das war ein sehr guter Zug. Ja, Herr Adama, tun Sie doch mal was. Herr Adama, nehmen Sie sich das Token. Ich will auch mal was Positives beitragen. Ja. Leute, wir schaffen das. Ja. Das sind die Politiker. Die schwingen immer die Reden und ich muss es ausbaden. So, also ich kriege jedenfalls 3-mal Führerschaft und 2-mal Taktik. Und ich weiß, diesmal mach ich es besser. So. Und jetzt kommt Folgendes. Hier. Stille. Ja, jetzt ist plötzlich Anweisung. Also das Ding ist halt, beide Basis, wenn wir dadurch, dass wir 2 Sterne haben, bringt es nicht so viel, finde ich, die anzugreifen, weil ich könnte höchstens einen zerstören. Und ja, wir müssen halt hier. Ja, wir müssen jetzt einfach bald springen und wir müssen gucken, dass du da ein bisschen was. Und das war's mal auf. Hier, Anweisung von oben. Herr Apollo, machen Sie mal was hier. Ich wähle dich, ich kann einen beliebigen Spieler wählen. Dieser darf seinen Charakter bewegen und hat eine Aktion oder er bleibt stehen und hat sofort 2 Aktionen. Alles klar, dann zerstöre ich jetzt hoffentlich 2 von diesen Zylonenschiffen. 3 bis 8, wie gesagt, ist zerstört. Das ist schon mal das erste Schiff, natürlich das mich gerade angegriffen hat. Und dann probieren wir nochmal. Aber immerhin einer weniger. Es ist einer weniger, der dich jetzt vielleicht zerstört. Ja, achso, die werden erstmal mich angreifen. Ich kann, wie gesagt, auch noch ein bisschen den Beschuss starten. Hast du nichts, wo du angreifen kannst? Nee, ich kann aber deswegen schütze ich sie ja indirekt auch eine Weile, weil ich weiß, weich einfach eine Weile aus. Gut. Finde ich ja irgendwie gut. Das war's. Es geht weiter mit der Krise. Wenn du mit meinem Fluggerät umgehst. Ja. Haben wir das eigentlich gemischt? Ja. Taktischer Schlag. Das ist kräftig gemischt worden. Naja, immerhin. Es kam ja jetzt auch ein paar. Wir müssen springen, Leute. Es gibt keinen neuen Stern. Also erstmal werden die hier aktiviert. Das Gute ist, wir haben nur 2. Das ist die einzige gute Nachricht, die wir haben. Der erste greift den guten... Kein Problem. Kein Problem. Der zweite greift nochmal an. Eine 8, da spiele ich ein Ausweichmanöver. Sehr schön. Und du musst nochmal würfeln und 2 vom Ergebnis abziehen. Da. Und das reicht dann, 4 minus 2 ist 2 und damit kein Treffer. Kein Treffer, aber jetzt. Davon habe ich nämlich die Taschen voll, ja. Jetzt. Ausweichmanöver ohne Ende. Nochmal ein Basis und geht nicht, weil weiß ich nicht. Aber ein schwerer Jäger kommt hier hin. Das sind die dann zu unserem, diese schweren Jäger, die greifen nicht an, die wollen hier zu unseren Decks oder zum Hangar und dann uns entern. Die Hülle sich
bohren. Ja, und uns entern. Damit können wir auch Spiel verlieren, falls sie dann das Enter-Kommando dann uns besiegt. 5 Jäger hierhin. Aber das ist ganz gut. Da haben wir schon, Vipern, die rumbringen. Aber immerhin kriegen wir 2 Vipern hier. 2 neue. Ist auch gut. Und jede Menge Zivilschiffe. Oh mein Gott, ist alles voll mit Zivilschiffen. Hier, hier. Und bei den Zivilschiffen ist halt so, auf der Rückseite steht halt, was wir verlieren, wenn die zerstört werden. Deswegen, aber wie voll es hier ist. Aber das ist gut, ich meine, wir sind jetzt auch nicht, ne, wir sind nicht schlecht aufgestellt. Das Problem ist nur, wir werden wahrscheinlich jetzt jede Menge Vipern verlieren. Da hast du ja immer, dass ich beschwert die ganze Zeit. Ich habe nichts zu reparieren. Ja. Und jetzt schaust du dir an. Ja. Na gut, aber was die Spezialregel, gibt es keine? Doch, Hangarangriff. 2 Vipern in der Reserve werden beschädigt. Ja. Noch nicht zu reparieren. Halt, wenn wir keine. Ich frage mich eigentlich, kaputte Vipern, kommen die überhaupt in die Reserve zurück? Zerstörte meinst du? Zerstörte Vipern? Das ist eine Technik, das ist eine Regelfrage, die wir kurz vielleicht nochmal klären müssen, bevor es weitergeht. Weil es kann sein, dass nämlich dann eine ist ja schon zerstört worden. Dass wir schon eine weniger haben. Das müssen wir tatsächlich kurz mal klären. Also, ja, haha. Richtig. Also eine Viper, wir hatten ja vorhin schon eine zerstörte. Die kommt einfach weg aus dem Spiel. Das heißt, wir hatten hier nur noch eine. Ja, die beschädigt werden kann. Ganz weil genau. Wenn nämlich. Die ist, ja, die legen wir einfach tatsächlich neben das Brett, weil die, ja, die nehmen. Die kommen hier, die kommen einfach nicht mehr zurück. Ja, für die Zylonenschiffe gilt es leider nicht. Ich tue es mal hier. Die sind unendlich sozusagen. Wir können sie selbst reparieren. Alles klar. Also wir hatten echt 2 von diesen. Also das Ding ist halt, auf der anderen Seite muss es positiv sehen. Wir haben jetzt 2 von diesen Karten raus. Wenn wir jetzt springen und das hier überleben, sind diese Sachen weg und kommen auch nicht wieder. Ja? Das muss man positiv sehen. Aber wir können leider noch nicht springen, weil die FTL ist kaputt und wir haben keinen Schritt bekommen. Aber es kommt ja jetzt der Techniker dran. Ich kann aber nur eins reparieren. Ja, die FTL. Das ist egal. Ja, ist egal. Das ist das Gut, du bist dran und du darfst erstmal Karten ziehen. Was kriegst du denn? Ich krieg 1 Politik, 2 Führerschaft und 2 Technik. Führerschaft müssen wir gleich schon mal wieder neu mischen. Ja. Und. Spielermarker? Achso, ja. Alle. Oh mein Gott, oh mein Gott. Abstimmung echt alles. Ja, das ist gar nicht mal so übel. Damit kann man was machen. So, ja, ich habe. Du musst jetzt reparieren. Ich habe meine Karten. Ich bewege mich einmal, gehe in die FTL-Kontrolle. Ja, stimmt, hätte ich mich auch bewegen können, aber ich wollte mich nicht bewegen. Kommandostand bin ich ganz gut aufgehoben. Ich repariere. Jawohl, ich bitte darum. Reparieren Sie Ihren Standort. Mhm. Jawohl, das ist doch idealst. So, jetzt bin ich aber hier Instandhaltungsmechaniker. Wenn Sie in Ihrem Zug eine Fertigkeitskarte Reparatur verwendet haben, habe ich, dürfen Sie eine zusätzliche Aktion ausführen. Tja, das heißt aber, die FDL-Kontrolle kannst du jetzt leider noch nicht. Kann ich jetzt nicht, das wäre noch eine Karte spielen. Ja, oder ich hätte halt, wenn ich bei den Vipern gewesen wäre im Hangardeck, um die zu reparieren, dann hätte ich jetzt noch eine reparieren können. Ja, ja. Außer, dass noch irgendeine Karte Sinn macht. Habe ich nicht. Alles reparieren. Alles reparieren? Mehr oder weniger, ja. Dann, Krise. Auf dem blauen Ablagestapel. Wir auch nicht. Krise. Krise. Jetzt bitte mal das sieht schlecht aus. Wie immer. Es sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Also gibt's schlechter als schlecht kann es nicht werden. Ich meine, das Wort Krise. Also immerhin haben wir einen Sprung. Das ist doch gut. Das ist doch super. Treibstoffsuchtrupp. Wir brauchen einen Treibstoffsuchtrupp. Und wir brauchen eine 12 mit Taktik und Raumkampf. Oh Gott. Oh ja, toll, das hat ja. Und bei Erfolg kriegen wir plus einen Treibstoff. Aber das Ding ist, passt mal auf. Ah doch, wir kann auch mehr haben. Ja. Kann mehr haben. Ja, und beim Misserfolg minus ein und eine Raptor. Wir haben eh noch keine. Ja. Doch, eine Raptor aus der Reserve wird halt zerstört. Ja. Habt ihr ein bisschen Taktik, müsst ihr ja haben, oder? Aber guck mal, du kannst, der Punkt ist, du kannst entscheiden, ob wir diesen, du kannst ja entscheiden, ob wir den Test überhaupt machen wollen. Oder sofort würfeln bei 4 oder weniger minus 1 Treibstoff. Das heißt,
da wir das, wenn du sagst, wir schaffen das eh nicht. Ah, ich dachte, das wäre gewesen, falls okay, dann. Du darfst entscheiden. Eben hatten wir es anders. Ich habe zwar ein paar Karten, aber ich bräuchte, die roten brauche ich eigentlich, also ich kann, überleben da draußen. Nee, ich glaube, wir schaffen das nicht. Ich könnte meine lilanen Karten, aber das sind nur wir beide. Dann lass uns lieber gleich das Würfel nehmen. Das kann immer noch gut gehen. Die Karte bei Misserfolg entscheidet der aktive Spieler. Genau, und hier ist es sozusagen grundsätzlich. Ja, ich entscheide, dass... Das überhaupt mit Würfeln zu versuchen. Mit Würfeln zu versuchen. Also nochmal hier, wenn man es hier nochmal sieht. Also es ist quasi, wir hätten diesen 12er-Test machen können, der aktive Spieler entscheidet es und dann gibt es halt Erfolg oder Misserfolg. Erfolg ist schon gut, wenn du unbedingt Treibstoff brauchst, dann versuchst du das natürlich. Das ist ein Risiko, ne? Ja, man könnte ja natürlich sagen, der Schicksalsstapel bringt 10 Punkte plus, kann ja passieren. Aber wir schaffen es eh nicht, deswegen entscheiden wir uns jetzt für das andere. Da würfelst du einfach bei einer 4 oder weniger, verlieren wir einen Treibstoff. Vielleicht haben wir einfach Glück und es passiert nichts. Eine 6 würde ich jetzt machen. Oh. Einen Treibstoff verloren. Hat nicht jemand Würfel wiederholt? Aber man kann Treibstoff finden irgendwo, ist nicht so. Acht. Ja, beispielsweise mit einem Treibstoffsucht. Ja, aber jetzt ist es... Und jetzt? Sieben. Tja, und jetzt werden natürlich diese 1000 Schiffe aktiviert. Das ist nämlich der Nachteil an der Geschichte hier. Jäger werden aktiviert. Fangen wir einfach mal hier an. Darf ich wieder würfeln? Wie ist da die strikte Reihenfolge? Es gibt doch auch eigentlich, wie ist das nochmal, weiß das jemand? Da gibt es eigentlich auch, Ende der Fängt. Wo man anfängt bei den Jägern. Macht natürlich schon einen Unterschied. Aber das klären wir kurz. Also der aktive Spieler entscheidet. Okay, ist auch egal, ich stecke es. Wir müssen da anfangen. Also es sieht noch nicht so übel aus, weil wir haben halt noch ein paar. Aber das Problem ist, wenn jetzt die alle so weggeballert werden, dann ist es natürlich vorbei. Du darfst auch würfeln. Ja, du darfst würfeln. Also keine Achten. Keine Achten. Das ist sehr gut, passiert nichts. Also den haben wir, der muss nur noch eine Übersicht behalten. Das ist eine 6. Nochmal würfeln und minus 2 wieder. Nochmal ein Ausweichmanöver, was ich schon zweimal gespielt habe. Hat geklappt. Die beiden sind weg. Ja. Ja, alles gut. 5 bis 7. Alles gut, alles gut. Das heißt, das hat geklappt, aber jetzt hier kann leider kein, die greifen alle halt die Raptoren hier an. Und das Problem ist, wenn die weg sind, Viper, Entschuldigung. Ja, fangen wir dem ersten an. Wenn die weg sind, dann kommt das erste Schiff beschädigt. Jetzt hier, guck mal, für dich extra. Jetzt schafft er sich hier Arbeit. Wenn ich das nächste Mal dran bin, gehe ich halt in den Hangar, weil muss ich den Hangar reparieren. Stimmt, das ist ja auch kaputt. Ich muss erst den Hangar reparieren, kaputt. Ja, warte, stopp. Da ist ja nichts mehr. Dritte? Ja, jetzt greift er das an. Der musste nicht würfeln. Also das wird einfach zerstört. Das dritte greift quasi das hier an, zerstört dieses Schiff. Und wir verlieren eine Bevölkerung. Wir verlieren Bevölkerung und das müssen wir jetzt gleich nochmal gucken. Ja, das ist Moral. Das ist Moral, ne? Richtig. Ja, ja, Moral. Bevölkerung eine Moral. Die Bevölkerung sinkt. Und die Moral sinkt. Eieiei. Einfach die Bevölkerung zerstört. Ja. Und die anderen bewegen Und die anderen beiden weiter. Zerstören hier, gehen hier weiter. Weniger Bevölkerung ist weniger Moral ja nicht schlimm, oder? Ja, es gleicht sich ungefähr aus, meinst du, oder wie? Das verteilt sich auf die anderen, dann haben also, das sieht nicht so gut aus. Also, die sind weitergeflogen. Ja, die sind weitergeflogen. Ja. Das war's. Das ist jetzt aber wir kriegen einen Schritt. Wir kriegen einen Schritt. Wir könnten jetzt... Wir könnten sofort fliegen, aber dann verlieren wir 3 Bevölkerung. Das tun wir wahrscheinlich auch bald so. Das tun wir nicht, denn die Präsidentin, möchte noch einmal Einfluss nehmen hier auf diese Runde. Hast du Karte schon gezogen? Nein, das macht sie zuerst, genau. Drei Politik, 2 Führerschaft. Dran, ja. Ja, bitte, ich bitte darum. Also ich, wenn ich dran, ich habe mich ja gegen meine Atombomben entschieden, weil ich habe das Gefühl, das mache ich lieber, wenn es uns schlimmer geht als jetzt, aber es geht uns schon ziemlich schlimm. Also wenn diese ganzen Bevölkerungsschiffe alle draufgehen, dann sind wir schon kurz vorm Ende. Je nachdem, was auf der Rückseite drauf ist, ist das dann. Ja. Also wenn ich drankomme, könnte ich aber auch 6 Viper aktivieren. Das solltest du dann in dem Fall machen, ja. Also aber... Wenn wir bis dahin nicht gesprungen sind. Ich muss jetzt, glaube ich, trotzdem noch nichts hier mitmachen, weil ich habe eine coole Sache hier für unseren nächsten Sprung, werde ich jetzt mal meinen Einsatz zeigen und du musst dann mit dem Vipern klarkommen. Ich räume also du, aber wir springen jetzt noch nicht, oder wie? Du willst noch nicht springen. Also 3 Bevölkerung ist auf Dauer schon auch. Also wir müssen halt abwägen, weil, sag ich mal, wenn jetzt das nächste wieder die Jäger aktiviert, dann okay. Aber dass die alle 3, nee, es geht ja gar nicht, die können die nicht platt machen. Nee. Kannst du noch ein bisschen ausweichen? Oder nicht mehr so richtig? Okay. Also das heißt, maximal können wir ein Bevölkerungsschiff verlieren, wenn es ganz schlecht läuft. Das aber heißt, das kostet uns dann vielleicht auch eine Bevölkerung. Ja, das ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Aber das hier würde uns 3 Bevölkerungsschiffe machen. Richtig. Und deswegen mache ich lieber was anderes. Und zwar, ich ernenne einen Missionsspezialist. Und der Missionsspezialist bist... Vertraue in mir. Nein.
Gottes Willen. Ich traue keinen. Du bist der Missionsspezialist, ja, eindeutig. Also erstmal ziehe ich 2 Politikfertigkeitskarten. Und was Und ich gebe diese Karte, an einen anderen Spieler. Und zwar bleibt die im Spiel. Und beim nächsten Sprung der Flotte ziehst du dann 3 Zielorte statt 2 und wählst eine davon anstelle des Admirals. Gute Entscheidung. Würde ich auch. Also ich finde das schon fast, das ist Meuterei. Nein, das ist ein erfahrener Pilot, aber du hättest hier nur 2 ziehen dürfen, er darf dann 3 ziehen. Ich glaube, die Präsidentin hat was mit meinem Sohn angefangen, ja, und die konspirieren so hinter meinem Rücken. Das ist Altersdiskriminierung. Er kennt sich da aus mit diesem Battlestar. Ja, du bist mein Sohn. Ich bin dein Sohn. Hier, Apollo. Adama. Tja, das hat damit gar nichts. Und ich glaube tatsächlich, es ist auch das angespannte Verhältnis. Das ist ein angespanntes Verhältnis. Ja. Gut, aber das war trotzdem, ich muss zugeben, kein so schlechter Ruf. Ja. Trotzdem gibt es eine Krise, du darfst aber wieder 2 ziehen, oder? Und einen ausführen. Das darfst du immer. Ja. Also jetzt bitte einen mit Sprung, weil guck mal, wenn du jetzt mit Sprung, dann machst du das aber. Ich kann leider nicht Sprung, damit kann ich nicht dienen, das kann ich schon mal sagen. What? Aber ich glaube, die Präsidentin. Jetzt muss ich mal lesen. Ja, die ist schon 4 Karten gezogen und nie war ein Sprung dabei. Das ist schon fast unmöglich. Ja, sie liest sie ja auch, wenn sie sich schon entscheidet. Ohne Spruch. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. Das ist aber noch sehr. Die Moral ist noch einigermaßen intakt. War ja auch weniger Bevölkerung, weniger Treibstoff. Na gut. Oh, das klingt nicht gut. Das ist gar nicht so schlimm. Ja. Haben wir noch Karten? Warte mal. Nee, jeder hat noch Karten. Du hast noch Taktik. Was hast du? Du hast ohne Ende Karten. Du hast alles. Du hast. Ich habe Grün und. Politik, Führerschaft und Technik. Führerschaft und Taktik. Technik würde ich ungern ausspielen. Ja, stimmt, die brauchen wir, weil wir. Das kann ich nicht machen. Okay, also dann ist es eindeutig das. Es ist geworden Zylonensuche, eine 9er-Prüfung. Wir sollten die Leute in den entscheidenden Positionen als Erste testen, sagt die Madama. Und der aktive Spieler entscheidet erstmal hier, ob wir es überhaupt machen. Oder jeder wirft einfach 2 Fertigkeitskarten ab. Das könnten wir auch machen. Das wäre eine 9er-Probe in den Bereichen Politik und Führerschaft. Also Politik und Führerschaft sind wir eigentlich echt gut. Beim Erfolg ist keine Auswirkung, aber wenn wir es nicht schaffen, minus 1 Moral und der aktive Spieler zieht sich eine zufällige Loyalitätskarte von Admiral oder Präsident an. Ich meine, das Problem ist halt, also wir müssen halt... Ich könnte 2 abwerfen. Ja, das ist ja auch generell. So. Diese Fertigkeiten sind ja witzigerweise nicht auf die Spielerzahl irgendwie angepasst. Das heißt, hier, wenn jeder 2 abwirft, ist halt die Frage, wie viele Karten brauchen wir, um 9 zu erreichen? Da brauchen wir auch fast mindestens 4 Karten. Und die Frage ist auch, wollen wir das überhaupt oder wollen wir nicht, dass ich weiß, was er ist? Das willst du nicht aber wissen. Aber ich meine, ein Moral verlieren ist auch... Ja, also ich bin fast der Meinung, ich würde es, glaube ich, nicht machen. Lieber 2 Fertigkeiten. Jeder 2, ne? Ja, aber 2 abwerfen, damit können wir auch sagen, wir machen... Wir machen es einfach. 2... Ich habe halt schlechte Sachen. Und okay, ich halt, dann gucken. Machen wir das mit 2 abwerfen. Du darfst es entscheiden. Du darfst entscheiden. Also ich könnte schon was dazu beitragen. Nein, ich habe nicht Angst. Also ich könnte was beitragen, aber wie sieht es bei dir aus, schlecht oder gut für das zu machen? Also ich habe... Ja, das kriegen wir hin, aber ich will das Ganze mal ein bisschen würzen. Was? Und setze ein Untersuchungskomitee ein. Was heißt das denn? Was ist denn jetzt los? Ausspielen, bevor Karten zu einem Fertigkeitscheck hinzugefügt werden. Alle Karten werden bei diesem Check offen ausgelegt, auch die vom Schicksalsstapel. Okay. Aber die kommen als letztes dazu, glaube ich, oder? Wir probieren das jetzt, oder? Ja, aber ich wollte eigentlich aber das zählt so da nicht damit dazu, spielen. Oder? Nee, die habe ich jetzt gespielt. Das vielleicht auch nicht klappt. Okay, verstehe. Okay, also das heißt, wir machen es jetzt, ja? Okay, das hast du es ja auch. Wir haben alle offen gespielt. Naja. Fängt der aktive Spieler an? Ja, der aktive Spieler. Probieren wir es. Ja, das kriegen wir schon hin. Okay. Dadurch können wir es wenigstens auf den Punkt treffen, dann verschwenden wir auch nichts. Das ist vielleicht ganz gut. Naja gut, der Schicksalsstapel, ne? Ja, das war halt mein, ich wollte halt verhindern, dass wir wieder so mit 20 drüber... Ja, das ist auf jeden Fall aber das würde es eh nicht, glaube ich. Das wird es eh nicht, weil ich es auch gar nicht so schlecht fände, zu sehen, wer du eigentlich bist. Ich verstehe es nicht. Ich kämpfe mit meiner ganzen Kraft für euch. Und das ist der Dank. Also von den 9 dazu gebe ich jetzt schon mal einfach mal 3 dazu.
Ich kann leider echt nicht viel geben, weil es sind ja nur Geld. Nee, du hast hier auch nachher Aufgaben. Ich gebe 1. So, ich fürchte keine Untersuchung hier. 2, 4, 5, bei 6. Ja. Aha. 7, 8 sind wir jetzt. 8, 8. Und wann kommen die dazu? Als letztes, glaube ich. Als letzte. Würde ich sagen. Ja. Dann machen wir mal die 9 glatt. Aber wenn jetzt was? Abgezogen wird, dann... Das könnte jetzt was abziehen, das ja, wäre das schon ganz schön. Ja, möchte. Ja. Ach so. Ja. Ja, aber wir wollen das ja eigentlich jetzt, ich meine, jetzt haben wir so viel ausgegeben, das ja. wollen wir es ja eigentlich auch schaffen. Oder nicht? Dann oder nicht? Dann machen wir das so. Ich habe gerade vergessen, ich dass ich auch so Unruhe, kommen. Wenn einer dem anderen seine Loyalitätskarte anguckt. Ich weiß ja gar nicht, welche ich jetzt angucken 10, sollte 12. von euch beiden. Also wir haben 3 drüber, das heißt, jetzt kommen noch 2 Karten. Minus 2 sind noch plus 1. Ah, wir haben es geschafft. Oh, okay. Ja, vor allem, die kommt ja hier. Ich hätte es. Ah, stimmt, die kommt ja da hin, also, genau. Also, wir haben es geschafft, tatsächlich. Das heißt, nichts passiert. Allerdings werden wieder die komischen Typen da aktiviert. Das nächste Mal. Ah, und wir kriegen keinen Sprung. Jetzt habe ich schon 2 Verdächtige hier. Das ist noch nicht zu fassen. Ja, gut, also jetzt Angriff. Angriff, Attacke. Du musst würfeln. Ja, jetzt aktivieren sie mich. Also der erste greift mich an. Genau, aber. Shit. Du machst ein Ausweichmanöver oder so? Nee, ich habe keins. Das heißt, du bist einfach zerstört. Das heißt, du kommst ja auch noch in die Krankenstation. Das ist bis jetzt wieder du hier. So. Und der kommt weg. Der ist wirklich ganz auf dem Spiel. Zerstört. Wir haben schon 3 zerstört. Mein Sohn, du hast wieder, du hast versagt. Okay, aber die werden nur bei 7 und 8, oder? Nein, die werden nicht gewürfelt. An, zerstört und wir verlieren eine Bevölkerung. Als Bevölkerung. Ja, aber bei der Bevölkerung haben wir noch ein bisschen. So, die greifen an. Dann waren es die beiden, jetzt greift hier der hier an. Manix. Passiert nichts. Gut. Manix. Und die fliegen einfach hier rüber. Alle rüber. Und der, oh, den haben wir letztes Mal vergessen. Das heißt, der ist jetzt schon da. Der ist schon hier und damit ändert er nämlich jetzt. Ja. Nee, der würde. Ja. Der war hier. Der war hier und dann kommt er dahin. Dann kommt er dahin. Ah, nee, der wird doch gar nicht aktiviert. Ach, was, Leute. Sorry, halt, stopp. Ne, weil natürlich das. Ihr hättet euch mal die andere Karte angucken sollen. Da unten müsste ja so ein Symbol sein. Der hat einfach noch gar nichts gemacht. Alles gut, alles richtig. Panik und Paranoia machen sich breit. Es war die Krise, kein Dings. Ich bin dran. Ich ziehe endlich wieder Karten. Eine Taktikkarte. Nix, du darfst nur eine Fertigkeitskarte ziehen. Und ansonsten darfst du dann ziehst du zu einem beliebigen Ort. Scheiße. Ja, dass du auch jetzt in die Krankenstation landest, ist natürlich eine Katastrophe. Ich habe noch Karten. Und er kann nicht mal losfliegen, weil das Hangardeck nicht. Aber es wird dann ja auch repariert jetzt sein. Repariere ich gleich. Der Punkt ist, da kann ich sogar Combo machen. Ich kann das du, das Ding ist folgendes: Ich bin der Meinung, wir müssen jetzt springen. Sehr gut. Weil die beiden hier. Wenn die jetzt aktiviert werden in der nächsten Krise, die ballern uns 2 Sachen weg. Da können wir auch gleich Ich springen, oder? Ich würde sagen, du gehst hier hin und springst. Alles klar. Das ist meine Meinung nach. Warte. Das ist ein Sterben. Ja, weil das stimmt, die machen die Platten nach Platt. Und die, guck mal, da werden 3. Lass Ruhe, ich weiß, mir kann ich vertrauen. Ich ziehe jetzt eine Karte nach. Ja. Ich ziehe eine Raumkampfkarte nach. Und jetzt gehe ich zu einem. Achso, ich kann ja gar nichts machen. Doch, du kommst da, ziehst du einen beliebigen Ort. Achso, das ist gerade die Antwort. Aber du darfst ihn auch nicht aktivieren, oder? Doch. In dem Fertigkeitsschritt. Eine Dings ziehen, okay. Aber da oder darf man ja auch noch würfeln. Noch was machen? Nee. Also, sie dürfen einen Fertigkeitsschritt ziehen und danach zu einem beliebigen Ort ziehen. Dann darfst du was machen, denke ich, definitiv. Ja. Würde ich sagen. Da steht nicht Aktion. Nee. Das ist halt wirklich, du kriegst halt einfach wenig Nachschub. Ja. Aber du kannst noch was machen. Okay, da bin ich jetzt hier hin, jetzt springe ich halt. Weil ich so schön repariert habe, darfst du jetzt springen. Wir sind nicht mehr hier im roten Bereich, das heißt, wir müssen springen. Ich muss jetzt würfeln. Und bei Bevölkerungsverlust tritt in Kraft. Genau, also bei 6 oder niedriger verlieren wir und minus 3 haben wir eh schon. Also das heißt, du musst wirklich gut würfeln. 7. 6 oder niedriger, das ist niedriger. Minus 3 haben wir. Wir haben hier minus 3, das heißt... Nein, das ist die Bevölkerung, die wir verlieren. Ach so. Jetzt haben wir es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich glaub's nicht. Ich darf jetzt 3 Karten ziehen. Das heißt, halt sofort, erstmal geht's hier auf Start. Alles kommt weg hier. Ja, alles kommt weg. Die Vipern kommen wieder in die Reserve.
Ja, wir haben nur noch drei in der Reserve. Die haben wir gleich wieder. Die Schiffe kommen alles weg, ja. Die beschädigen, die musst du halt wieder reparieren. Wir haben sie eigentlich zurückgelassen. Oh mein Gott, das war echt, aber... Und nicht vergessen, du bist der Missionsspezialist, ich habe dich ernannt. Genau, ich ziehe jetzt die drei Karten hier. Hast du schon drei rausgenommen? Ja, hier. Also wenn jetzt nur eine 1 kommt, dann wissen wir, wer der Zilo... Also den falschen ernannt. Dann hast du den falschen ernannt. Dann nehme ich das nächste Mal übereinander. Ja, ich nehme einfach... Schon hart, aber ich nehme das einfach. Oh. Weil dann schaffen wir es auf jeden Fall in 2 Sprüngen. Die Dreier. Wir kriegen einen Zylonenhinterhalt. Wir verlieren einen Treibstoff. Aber 3, das ist schon 3. Gut. Ja. Dann kommt ein Basisstern und 3 Jäger vor den Bug der Galaktika und 3 Zivilschiffe hinter die Galaktika. Aber es ist, wie gesagt, eine 3. Dreierkarte. Sehr gut. Das ist schon hart. Das heißt, wir werden auf jeden Fall beim nächsten Sprung die anderen beiden darf ich euch in der Schläferphase zeigen. Ja. Und das ist auch eine gute Sache, weil jetzt bin nämlich ich dran. Euer Admiral, der euch jetzt zeigt, dass er euch voll hinter euch steht. Erstmal darf ich irgendwie... Und zur Erinnerung, sobald wir 4 gesprungen sind, dann ist die Halbzeit, dann haben wir die Schläferphase erreicht, dann werden wir nochmal Loyalitätskarten ziehen. Das bedeutet, es kann eigentlich hier nicht schief gehen. Hier ist was falsch reingemischt gewesen, das war eine rote Karte. Nullerkarten. So. Gibt's nicht, das bedeutet, der nächste Sprung... Wenn wir es dann soweit schaffen, sollte uns auf jeden Fall sozusagen auf den halben Weg nach Kobol bringen. Vielleicht schon ein bisschen weiter. So, genau. Bei mir ist jetzt völlig klar, was jetzt los ist. Nochmal eine 13, sind wir bei 6, ist mehr als 4. Und fast 8. Atomkrieg. I won. Ja, haut mal. Ja, das hier eine Nuklearwaffe. Was Gute ist nämlich, wenn ich jetzt richtig gut würfel, bei einer 7 und bei einer 8 werden nämlich auch noch 3 Jäger im gleichen Feld zerstört. Genau. Das wäre perfekt. Okay. Aber gut, es steht auch hier, doppelte Beschädigung bei 1 und 2. Es wird auf jeden Fall, also der kann 3 Damage nehmen, also mindestens 2 Beschädigungen kriegt er. Bei 3 und 6 bis 6 ist er zerstört. Und bei 7 und 8, wie gesagt, auch alle Jäger. Das wäre natürlich das ideale Ergebnis. Komm, einmal. Eine 3! Aber das ist trotzdem zerstört, 3 bis 6. Aber halt nicht die 6, Jäger. Ja, okay. Ich kann jetzt auch nicht erwarten, dass 7 oder 8 sind. Ja. Alles gut. Die Jäger da vorne. Alles im grünen Bereich. Hast du Karten gezogen? Ja, habe ich Karten gezogen. Das war meine Aktion. Mehr kann ich jetzt nicht tun. Ich hätte mich bewegen können, aber eigentlich bin ich hier ganz gut untergebracht, würde ich sagen. Ich habe ein Sicherheitsleck entdeckt. Ich lese nochmal den Flavortext ganz nett. Es gab eine Serie von Sicherheitsproblemen an Bord, Sir. Die Explosion des Wassertanks, die Entdeckung einer Sprengladung an Bord eines Raptors. Und jetzt das. Okay, also Erfolg. Ich schäme mich. Keine Auswirkung. Misserfolg, minus 1 Moral und alle Charaktere im Kommandostand. Oh, das bin ich. Kommen in die Krankenstation. Aber es ist relativ einfach. Es ist ein 6er-Test. Mit Grün und Violett, das sind auch meine Farben, also den könnte ich eigentlich im Alleingang machen. Da brauche ich nur ganz bisschen Unterstützung. Leider kein Sprung. Und der Basisstern, wenn es einen gibt, guck mal hier, das ist perfekt. Weil nämlich das Symbol ist... Ich glaube, das alleine, dann würde ich mal gerne Karten sparen, sonst bin ich immer verarmt. Das ist das ideale Symbol für uns, weil bedeutet nämlich... Wenn ein Basisstern da ist, startet der 3 Jäger. Aber der Basisstern ist ja schon von mir ins Nirvana gebombt worden, deswegen passiert nichts. Ja. Also das heißt, ich würde einfach sagen, versuchen wir das zu schaffen, damit wir die Moral nicht verlieren. Bei dir geht's los. Ja, ich kann das ziemlich gut schon fast... Zwei vom Schicksal kommen halt auch dazu, nicht vergessen. Ja, ich guck mal kurz, was ich da mache. Vielleicht ist noch gar keiner da. Dann müssen wir das echt ausnutzen und gleich nochmal 3 springen. Genau. Hier auftaucht. Ja, vielleicht ist alles noch gut und wir mögen uns alle. Das kann ja auch mal sein. Ah, ich weiß nicht. Ich überlege gerade, was ich da nehme. Also. Okay, dann wähl mal was aus. Ja, also ich wähle mal. Aber ich kann es eigentlich wirklich praktisch alleine machen. Dann Schicksalsstapel dazu, zack. Vielleicht noch ein ganz bisschen. Willst du noch was dazu steuern? Also je nachdem, ich kann natürlich Pech haben mit dem Schicksal. Ne? Aber können auch, das Ding ist, wir müssen auch ein bisschen muss man hier auch zocken. Das ist das Ding. Man kann nicht hier voll auf Sicherheit gehen. Nee. Dann lass es. Also, vielleicht kannst du ein bisschen was. Kann ich da schon dazu
Weiß Brie noch? Nee. Also gut, dann guck mal. Mischen. Damit ich nachher sagen kann, ja, ich war daran beteiligt als eine politische Führerin. Ich habe mit immer was hier rauskommt, nichts zu tun, möchte ich betonen. Außer es ist erfolgreich. Ich bin definitiv nichts und hier ist schon mal der harte erste Misserfolg. Boah, minus, also wir minus 4. Jetzt sind wir bei minus 2, weil das waren 2 in die richtige Richtung. Jetzt sind wir bei plus 2, weil das waren 4 in die richtige Richtung. Jetzt sind wir bei plus 4. Jetzt sind wir bei plus 6 und hier werden nochmal 4 abgezogen. Okay. Das Schicksal, aber es sind natürlich auch 2 Karten, die hart dagegen waren. Misserfolg, minus eine Moral. Ja, also minus eine Moral. Und alle Charaktere im Kommandostand kommen in die Krankenstation. Ja gut, es war einfach zwei. Da hätte ich doch ein bisschen mehr spielen sollen als ein bisschen. Wenn du ein Roboter gewesen bist, dann hast du ja gar keine Chance. Es war einfach Schicksal. So. Oder auch nicht. Das haben wir ja quasi erzählt. Das schaffe ich alleine. Genau. Ja, ich hätte es auch geschafft, wenn das Schicksal mir nicht extrem in den Rücken gefallen wäre. Das Schicksal. Gut, das war's. Ja, leider nicht kein Sprung, du bist dran. Hm. Ich greife mir mal den Spielermarker. Wir sind 3 weit. Ja, es läuft. Also bisher sieht es ganz gut aus. Ich bewege mich. Vielleicht könnte man mal hier... Stimmt, ja, du machst das Hangar. Ich gehe in den Hangar. Ich repariere den Hangar. Dann werden wir das Ding bester los. Bester Mann, bester Mann. So. Instandhaltungsmechaniker. Ich darf direkt nochmal reparieren. Ja. So ein Schiff, bitte. Befinden Sie sich im Hangardeck, dürfen Sie bis zu 2 beschädigte Viper reparieren. Jawohl. Eieiei, wir sind wieder voll da. Auf jeden Fall. Voll einsatzfähig. So, jetzt gibt es eine Krise. Jetzt gibt es eine Krise. Ich habe keine Ahnung. Das sieht voll gut aus, voll leer im Weltraum. Ja. Also im Gegensatz zu vorher. Ja, können wir unsere mal kleinen Zivilschiffchen schwimmen hinterher. Wir haben halt nur noch 6 Treibstoff, das ist ein Problem. Ja, okay, Treibstoff stimmt. Es ist der Virus, Sir. Ich glaube, dass er Kopien von sich in unsere Computersysteme geschleust hat. Er hat die Hauptenergie und die Hilfsaggregate ausgeschaltet. 13 auf Taktik. Was, 13? Auf Taktik und Technik. Was? Ja, und was passiert? Also Erfolg, keine Auswirkung. Misserfolg, alle Charaktere in der FTL-Kontrolle. Oh, das ist der. Kommen in die Krankenstation. Nein. Danach kommt ein Centurion-Marker auf den Start der Enter-Kommandoleiste. Der ist sofort ein Centurion. Sofort sind wir gebordet. Ja. Nee, der war falsch. Das ist 12. Ja, aber. Das sollten aber, wir wirklich schaffen. Wir aber Taktik und Technik. Und bei, Technik kann ich einiges beisteuern. Taktik, aber nicht mehr viel. Ich habe echt vorhin ganz schön viel rausgehauen. Also allzu viel kann ich auch nicht. Ich kann hier was machen. Du kannst ich kann gar hier nichts. Gar nichts machen, Leute. Ich kann ein bisschen was machen. Schaffen wir nicht. Und du? Ich Chief? Kann leider echt du auch nichts, nur ganz wenig. Ganz bis ganz wenig. Und du? Ich kann wenig. Ich hab jetzt repariert. Alleine schaffe ich nicht. Ich kann was machen, aber ich brauche auf jeden Fall also, Hilfe. Also, sagen wir es mal so. Ich glaube, schaffen wir nicht. Von den Farben her kann ich ein bisschen was tun. Und nachdem dann da alles liegt, könnte nur ich Taktik vielleicht... Und Technik. Also das ist schon echt doof, wenn wir das... Was glauben wir denn, wie viel wir schaffen würden, wenn wir glauben, dass wir die 13 nicht schaffen? Das ist schwer zu sagen. Also ja, ich könnte vielleicht noch, hilft uns das Schicksal ja auch. Ich könnte das noch ein bisschen senken, aber das ist auch nicht... Dann müsste ich nochmal eine Karte opfern. Das könnte ich machen. Hm. Ja, sollen wir es probieren oder willst du einfach gleich den Misserfolg in Kauf nehmen und das sparen und die Karte? Also wenn ihr gar nichts... Wenn ihr da steht ja jetzt nicht, dass da steht ja nicht, der Spieler entscheidet. Nee, aber wir können so. Einfach sagen, wir machen, wir müssen das machen. Das wär aber dann nicht meine Entscheidung, das wäre eine Gruppenentscheidung. Wir legen einfach nichts, ja? Ja, aber habt ihr wirklich nichts, gar nichts aus der Hände? Also das wäre schon echt jeder gut zu schaffen. Jeder wäre schon gut. Dieses Enter-Kommando also, kann uns auch echt zerstören. Wir müssen halt dann, ja, wir müssen dann das Enter-Kommando... das Problem ist halt, wir müssen hier, das ist schon hart, weil wir müssen eine 7 oder eine 8, eine 8. Das lasst uns halt probieren, oder? Vielleicht ja, hilft das Geschick. Das Problem ist halt, es ist halt blau, ne? Also Taktik habe ich gar nicht. Blau, wenn ich, blau ist halt immer reparieren. Ja. Und wenn ich nicht mehr reparieren kann, sind wir halt auch. Aber gerade wenn du wieder drankommst, ziehst du ja wieder weg. Gerade ist nichts los. Deswegen, wenn wir das jetzt. Also gerade ist nicht so, dass wir ganz viele andere möglich Sachen machen ist, müssen. Zu schaffen. Ich glaube nicht. Ich glaube auch wir können es gerne versuchen, aber. Ich glaube nicht, dass es schaffbar ist.
Die sind lustig. Können wir schon zwei Zyklonen haben? Was sieht so aus? Ist nicht schaffbar, glaube ich. Also ich würde es versuchen, aber wenn ihr, ich möchte natürlich meine einzig coole Karte, die ich habe, auch nicht verschwenden für euch lahme Zylonen, wenn ihr sagt, ihr könnt nichts tun. Ja, dann gut, dann also ich kann so, los, ich kann halt so ein bisschen was tun, ja? Ja. Nicht ganz bisschen, aber ein bisschen mehr als bisschen, aber das ist nicht der Rede wert. Ja? Nicht der Rede wert. Ja, doch, also so schon, ja, aber. Gut. Dann ja, so fast die Hälfte habe ich auf der Hand, so fast. Ach, das ist ja schon eine Menge, dann lass uns das probieren. Also gut, probieren es, ja. Soll's, also dann macht es. Mach, was geht. Aber jetzt müssen wir all in machen. Ich kann nicht, ich leider. Ich bin keine gute. Und jetzt noch zwei vom Schicksals, leider. Wir müssen gleich einen neuen Schicksalsstab zusammenstellen wieder. Ja, da muss man wieder zwei von jedem. Kann man schon mal machen hier, zwei von jedem. Ja. Und die aber auch mischen dann natürlich. Ja, ja, der Zylonenvirus. Die kommt noch auf den Ablagestapel von Politik. Wahrscheinlich haben wir jetzt echt unsere Karten verschwendet. Naja. Nee. Zylonenvirus. Oh, da ist schon mal ein Schicksal, minus 2. Ja, gut, ausgeglichen auf 0. Hochgejagt auf plus 4. Hochgejagt auf plus 6. Hochgejagt auf plus 9. Mhm. Plus 9? Plus 10. Und ich könnte es um 2 senken. 4. Kann es noch irgendjemand 10. noch irgendwas senken? Irgendwas ja, ich kann es auch senken. Ich auch machen. 4. 7, 8, 9, 10, 12. Wenn da steht nur einmal pro Fertigkeit. Ja, das geht. Du kannst halt nur diese Fähigkeit nur einmal pro. Ja, diese. Ja. Nur ich oder auch andere. So, das, aber das, ja, das ist eben die Frage. Das geht halt nur einmal. Nur einmal. Ja, das könnte ich halt auch nur einmal. Ja, ein Mensch oder darf was nur ein Mensch? Nur einmal. Ich glaube, du kannst halt nur einmal den Notstand ausrufen. Ja. Und wir sind halt genau bei. Ja. 12 minus 2, 10. Das heißt, ihr kriegt es auf 12, aber nicht auf 13. Ja, kriegen wir nicht. Das geht nicht. Wir haben es nicht geschafft. Das macht ja keinen Sinn. Aber der Punkt ist echt, wir hätten es schaffen können. Hätten wir ein bisschen mehr Glück im Schicksal, ja, Schicksal gehabt. Hat uns ja, es hat schon geholfen. Hat schon geholfen, ja. Also ich finde ja... Ja, oder das ist eine rote Karte von ihm. Mensch, Jan, also ich, ja, er redet von sich in also ich bin derjenige, Schicksal. Der behauptet hat, die Hälfte hier alleine stemmen zu können. Das war ja marginal, oder? Ja, gut, so ist es. Wie auch immer, wir haben es nicht geschafft. Es ist ein Misserfolg. Und das heißt, du bist auch in der Krankenstation. Wir können uns da gemeinsam streiten. Und wir kriegen den Centurio-Marker auf das Enter-Kommando. Das war dein Zug. Herzlichen Glückwunsch, Chief. Also blau war da jetzt tatsächlich. Dreimal Politik. Und zweimal. Ja, genau, weil das hat nichts. Also das, die Aktion, das ist zum Glück nicht. Wieder drei Sachen werden gestartet, aber es gibt keinen Stern. Deswegen passiert nichts. Muss mir das ist immer ein Stern, startet drei. Aber. Aber das Ding ist, ich habe jetzt auch eine Karte. Ich hatte ja auch mal eine Karte, wo ich einen Würfelwurf verbessern konnte. Das wäre hier halt auch gut. Die habe ich jetzt aber auch schon weggeschmissen. Habt ihr gerade die negativen. Was war da gerade negativ auf der Karte? Das, ja, das haben wir nicht gemacht, ja. Weil wir keinen Stern haben. Keinen Zylonenstern. Deswegen, der startet, wenn es einen Stern gibt, starten drei, aber passiert nicht. Das ist die einzige positive Nachricht, die wir gerade verkünden können. Wir sind beide krank. Weltall leer, Stimmung schlecht. Wir müssen halt irgendwie Sprungvorbereitung. Wir müssen jetzt hier ein paar Züge machen, Krisenkarten abhandeln und dann Sprungvorbereitung. Ja, und dann einfach, egal, nicht irgendwie Karten springen. Verschwenden, sondern... Jetzt haben wir echt Karten sowieso, jetzt echt haben wir Karten verschwendet. Ja. Ah, warte mal, wo sind denn die Karten? Die hätte ich ja auch theoretisch einsammeln können. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist zu spät, verdammt. Also ich würde sagen... Du hast ja viele Karten. Ja, ja, ich spiele da jetzt auch eine, sonst müssten wir... Kannst du nicht einfach gesund machen? Das kannst du ja auch sogar einen Ort benutzen. So in etwa. Jetzt hast du ja genug. Ich kann halt einmal alle Karten nehmen. Kannst du alle Karten eines Fertigkeits... Aber es war jetzt auch nicht so viel, also es gab schon mehr. Das Problem ist halt, ich meine, ich habe ja auch, das muss ich eigentlich machen, wenn, kurz bevor ich dran bin, damit ich dann, sonst muss ich ja wieder abschmeißen. Und zwar, ich weiß nicht warum, aber irgendwie vertraue ich dir plötzlich wieder, Herr Admiral. Ja, danke, nachdem ich den Stern zerstört habe wahrscheinlich. Nee, komischerweise, nachdem das hier so vermurkst wurde, aber, Das war ja nur eine Karte. Ja... Was ist jetzt los? Hier. Hier, ich gebe dir eine Anweisung von oben. Oh, und ich darf was machen? Als Präsidentin sage ich dir, du darfst dich deinen Charakter bewegen und hat eine Aktion.
Oder er bleibt stehen und hat zwei Aktionen. Das heißt, auch wenn das ich hier, heißt, ich bin jetzt einfach dran und deshalb darf ich eine Fertigkeitskarte ziehen. Ich mache jetzt einfach. Nee. Ach so. Obwohl ich in der Krankenstation. Du darfst dich bewegen und eine Aktion machen. Ja. Deswegen, ich hole dich jetzt raus, dann kriegst du nachher alle Karten, weil sonst würdest du ja nur eine kriegen. Das ist sehr gut, ja. Das heißt, ich bewege mich und mache eine Aktion. Das heißt, ich werde einfach Karten ziehen, würde ich sagen. Weil, Fertigkeit. Technik oder Taktik? Oder soll ich Vipern starten? Viper starten ist super, weil da komme ich raus, auch umsonst. Weil wenn eine Viper aus der Reserve gestartet wird, kann ich sie bemannen. Also ich bewege mich und mache das. Und das steht außer der Prick, steht extra drauf. Steht nichts von Krankenstadt. Dann gehe ich hier hin. Ja. Mach doch. Ja. Und damit sind beide aus der Krankenstation. Geistesgegenwärtige, also das haben wir ziemlich geschickt gemacht. Viper aus der Reserve. Und habe mich quasi auch aus der Krankenstation geschmissen. Wieso hast du nochmal eine Reserve? Nee. Zwei, ich habe zwei gestartet und er ist dann, er kann die da gleich rein. Die kommen nicht zusätzlich. Alles klar. Das haben wir geschickt gemacht. Also, nicht ein bisschen und ich habe eine Aktion. Bam. Genau. Das heißt, ich. Wenn du das machst, oder wem? Ich würde gerne erst Weltraumkarten ziehen, bevor ich da reinfliege, um ehrlich zu sein. Aber, wenn du jetzt reinfliegst, aber die werden ja vielleicht nicht aktiviert. Soll ich? Ja, stimmt. Achso, dann. Aber nee, dann kannst du nichts machen, die schießen einfach auf dich. Das ist nicht so gut. Nee. Lass die mal. Aber sie gehen dann halt auch nicht in die Richtung. Stimmt, die werden festgehalten. Weil ich. Verbindet die halt, ne? Ja, auf der anderen Seite, guck mal, auf der anderen Seite, du bist trotzdem schneller da. Du kannst auch, du musst jetzt da nicht reinfliegen und dich wieder killen lassen. Außer du kannst gut ausweichen. Nee, momentan halt nicht. Deswegen dann macht es nicht. Dann würde ich das nicht machen. Ich würde in die andere Richtung fliegen. Dann fliege ich lieber auf die Schiffe zu. Ja. Aber guck mal, dann kann ich eigentlich auch, guck mal, wir können ja ein bisschen dann, so, dann starte ich hier, einen hier und einen da. Nee, dann starte ich nämlich hier, weil die fliegen ja eh da rum. Genau. So rum. Hier startet genau. Sie. Ja, so rum. Zack, sehr gut. Alles klar. Super. Das ist ein richtiger Präsidentenzug. Das war ein sehr guter Präsidentenzug. Ich mache selber nüchtern. Genau. Allerdings muss ich euch leider verkünden, dass hier was auf uns zukommt. Aber natürlich versuche ich das mal abzuschicken. Und zwar. Guck noch Symbol an, Sprung nehme ich. Lustigerweise habe ich trotzdem wieder zwei zur Auswahl. Sehr gut, aber beide Sprung. Ja. Wir haben keine Karte. Oder du hast keine Karte. Ich hab fest nichts. Wir hätten das echt nicht. Ja. Oh, das war bitter. Wir haben zwei Fertigkeitsprüfungen schon richtig verhauen. Und ach so, das Enterkommando ist immer noch da, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Wann bewegt sich das denn? Aktivierung. Ja, ja, erst bei der Aktivierung. Ich glaube, das wandert auch bei den Aktivierungen von dem hier. Aber das muss man noch mal gucken. Das ist ja geil. Tatsächlich. Also geil klingt schon mal besser als O. Das ist wahr. Ich grüße ihn ja nochmal wegen dem Zinturio. Ich muss sagen, die sind beide schön. Und schwere Jäger aktiviert werden. Wenn schwere Jäger aktiviert werden, dann bewegen sie auch die Zinturios. Mhm. Also das ist quasi das Symbol von denen, die sie auch dabei haben. Ja. Tja, das kann aber echt bitter sein. Nicht Leute, viele. Darf man sehen so ein bisschen. Zwei Karten. Ich hab natürlich. Na gut, ich werde es nachher machen. Ich werde da hingehen. Okay. Ja. Ich mach das, weil. Ja, komm. Oh, schaffen wir das? Was du, das schaffen wir. Wir schaffen alles. Leute, okay, wir machen das. Und zwar. Immer diese schweren politischen Entscheidungen. Hier, wenn wir Erfolg haben, geht die Sprungvorbereitungsleiste noch eins weiter vor. Aber 11. Also Netzwerkcomputer, 11 müssen wir schaffen. Sei mal, Netzwerkcomputer, der alte Mann würde das niemals erlauben. Keine Netzwerke auf seinem Schiff, sagt Kelly. Wir müssen es natürlich probieren. Ich kann gar nichts machen. Kann ich jetzt schon. Doch, ich kann noch ein bisschen versuchen. Ich kann höchstens wieder den Notstand ausrufen. Ja, das kann ich auch. Ja, aber wir müssen es probieren. Also das Gelbe. Was Notstand ist denn bei Misserfolg? Minus eine Bevölkerung und ein Centurio-Marker auf den Start der Misserfolg Enterkommando. Darf nicht passieren. Der Misserfolg darf hier nicht passieren. Aber minus. Oder wir sagen einfach minus eine Bevölkerung und der Sprungvorbereitung minus eins. Dann passiert halt gar nichts, ne? Wir kriegen wie, ja dann. Du könntest auch direkt sagen, wir versuchen es wieder nicht. Nein, wir versuchen es halt auf jeden Fall. Das schaffen wir auch. Gut, und dann kommen wir hier weiter vor. Das wollen wir doch. Sagt, du hast es gesagt. Ich sag das und ich kann da auch ein bisschen was reinbuttern. Gut, dann du darfst auch an. Ja, ihr müsst jetzt alles rein. Ich kann nachher, ich kann nichts machen. Ich kann nachher nur. Halt die Reihe nach, machen wir jetzt schon mal. Mhm, schön. Mhm. Aber ja, eigentlich. Wir können auch schon mal Schicksal stapeln. Also. Das Schicksal war nicht nett zu uns. Jetzt sind wir mal wieder dran mit Glück. Also rein mit dem Zeug. Mit Farben kann ich nicht wirklich viel beitragen. Ich kann es halt nur mit dem Notstand. Senken hinterher. Mhm. Knappe Kiste wird das, okay? Frau Präsidentin. Ja.
Irgendwie Tabletten nicht. Also ihr sagt, das ist, wird knapp, ja? Das wird knapp, glaube ich. Hau rein, was du hast, auf jeden Fall. Hau rein, was du hast. Das muss jetzt mal klappen. Sonst bist du doch bei der Ecke. Also ich muss sagen, das ist ein harter Test. Du hast ein harter Test. Weil es kann was extrem Gutes passieren, aber auch was extrem Schlechtes. Und deswegen putter ich da alles schon rein. Ordentlich was rein. Schon die Zeit, aber Leute, ich trage auch was. Du hast auch schon, oder? Nee, ich kann nichts. Ja, ich kann nichts machen. Du kannst gar nichts machen. Kann ich nicht. Ich kann nachher höchstens den Notstand ausrufen. Also wenn die zwei Schicksalskarten nicht total doof sind. Reicht das immer allein, ja. Und nicht jemand anders. Ich verstehe gar nicht, wieso ich auf einmal. Dann noch definitiv. Reiß ich das auch. Ich habe mich mit meinem Sohn versöhnt in der Krankenstation. Hatten wir mal Zeit, miteinander zu reden. Über die alten Zeiten und so. Also, bevor ich hier erwähnt wurde, habe ich mich mit Netzwerken beschäftigt. Und eine 3 auf der habenden Seite. Da sind wir schon bei 5, 7, 10, 9. Das geht ja noch. Aber hier eine 5, was ist das? 14. Wow. 15. Gut. Wow. Minus 1. 14. Wir haben es geschafft. Unfassbar. Es geht um zwei Felder vor. Es geht um zwei Felder vor. Richtig. Und dann werden noch die. Die werden aktiviert, die fliegen einfach Richtung. So erarbeitet das, man sich das Vertrauen. Ja. Das war ein großartiger Zufall hier. Bravo. Euch alle aus der Krankenstation, alles klatschen. Ich ziehe mal meine Karten nach. Super eine gut. Taktik, zweimal Raumkampf. So gehört sich das. Wo habt ihr jetzt immer gesagt, ihr habt nichts? Ja, ich habe hier bei Grün und. Also Grün und Gelb. Also ich kann. Gelb ist eher so ein bisschen schwach, oder? Du hast 3 Gelb. Du hast ein Gelb. Also Grün habe ich recht viel. So. Und jetzt bin ich in einem Schiff. Ja, du kannst jetzt zum Beispiel einfach mal hier hin. Ja, kann ich ja hier hinfliegen. Mit der. Jetzt darf ich ja, das war jetzt diese Gratisbewegung. Mhm. Jetzt kommt meine normale Bewegung. Mhm. Und dann hast du eine Aktion. Jetzt kommt meine Aktion und als Aktion spiele ich. Dann stehst du da mit zwei. Aber du hast die Gratisbewegung, ja? Ja, ich darf mit der Viper noch einmal umsonst. Ah, okay. Und dann kommt meine eigentliche zu. Mhm. Maximale Feuerkraft. Ich darf jetzt 4-mal angreifen. Okay. Mit meiner Viper. Ich versuche die jetzt einfach alle vom Himmel zu blasen. Ab 3 treffe ich. Das war es nun mal nicht. Das war der Übungsschuss. Aber du hast noch 3. Ja, eine weg. Nein. Aber du hast noch 2. Nee, jetzt kommt schon der letzte schon. Ab 3 triffst du? Ab 3 treffe ich. Ja, ich glaube schon. Ja. Hoffentlich. 3 bis 8, ja, okay, immerhin. Das ist blöd, dass das nicht auf der. Das muss man immer wieder nachgucken. Okay, ja, gut. Aber trotzdem nicht schlecht. War schon noch gut. Ja, aber jetzt kann ich das nicht mehr machen. Trotzdem gut. Okay, aber das muss ich trotzdem heutzutage würde man das auf das Brett drauf. Ja, das ist klar. Auf jeden Fall. Kriegsrecht ausrufen. Unter den gegebenen Umständen ist die Regierung nicht handlungsfähig. Das hat sich entschieden, den Zwölferrat aufzulösen. Ab sofort gilt das Kriegsrecht. Nein! Der Admiral entscheidet. Ja. Entweder minus eine Moral und der Admiral erhält den Präsidententitel. Oder minus eine Bevölkerung und der Admiral wirft 2 Fertigkeitskarten ab. Also, okay, ich bin der Meinung, wir haben ja auch noch mehr Bevölkerung als Moral. Und ich vertraue der Politik, der Präsidentin. Das heißt, noch eine Bevölkerung. Eine Bevölkerung und ich muss 2 Fertigkeitswarten abwerfen. Das ist eine Belohnung. Aber wir springen nicht. Ja, wir springen leider nicht. Wenn wir einen Stern hätten, würde er schießen, richtig? Ja. Keine Schiffe freisetzen, sondern direkt die Galaktika angreifen. Das passiert zum Glück nicht. Und so, es spawnt dann auch keinen neuen Stern. Nein, nichts. Nee. So, ich komme. Die Sterne können nur mit diesen Dingern spawnen. So, ich krieg meine Karten. Es war jetzt nicht so schlimm, weil ich jetzt auch gleich neue Karten kriege. Dadurch bin ich jetzt wieder handlungsfähig. Aber wir müssen jetzt tatsächlich, Leute, nicht vergessen, wir müssen uns um diese blöden. Den da müssen wir uns. Ja, Centurion. Aber ich habe leider nicht die Karte gezogen. Ich dachte, einfach da hingehen und würfeln. Aber 7 oder 8. In der Waffenkammer. Musst du schon probieren. Du hast es die ganze Zeit angekündigt, dass du tun wirst. Wenn jetzt nicht ich könnte kann. Jetzt auch dich aktivieren, dass du den platt machst, aber es ist vielleicht nicht so der wichtig. Ist wirklich nicht so schlimm. Der würde mich töten. Gut, also komm, ich mach das. Probier's halt, ganz simpel, geht auch schnell. 7 oder 8, 7 oder 8. Nee. Das ist keine 7 oder 8.
Damit werfen wir. Ja, aber wir müssen es probieren. Ja. Das ist klar, das ist mühselig, aber... Sagenhafte Entdeckung. Diese Karte ist eine Entfernung wert. Was? Ja. Damit können wir jetzt fliegen, oder? Damit fliegen wir automatisch. Damit kommen wir zur Schläferphase. Die Luftaufklärung hat Beweise für das Vorhandensein von mindestens einer Stadt auf der Oberfläche erbracht. Erfolg. Ah, nee. Entschuldigung. Nur bei Erfolg. Oh nein. Okay, jetzt. Dachte gerade so. Die Spreu vom Weizen, okay? Ja, und es ist 14 und rot und Erfolg. Diese 14. Karte wird neben die Kobold-Zielkarte gelegt. Sie gilt als eine Entfernung. Misserfolg. Minus eine Nahrung und eine Raptor zerstören. What? So Nahrung haben wir noch relativ viel, aber ich meine, das wäre, wenn wir das schaffen, und rot. Jetzt haut raus. Sind wir in der Schläferphase. Und rot, oder kann ich mal wieder gar nicht helfen? Kann ich auch nicht helfen. Kann ich halt auch fast nichts machen. Schaffen wir nicht. Es wäre schön, aber zu schön, um wahr zu sein. Ich würde sagen, jetzt, das vergeuden wir nicht. Das ist eine Karte, die können wir mit unserer Charakterauswahl so viel jetzt nicht. Können wir nicht schaffen. Das heißt also minus eine Nahrung, leider. Was sollen wir machen? Und ein Raptor ist leider im Nirvana. Tja, und diese eine schöne Entfernung ist leider... Hey Kinder, in 3 Tagen ist Weihnachten. Kurz gemeint, aber wir haben geschlossen, dieses Jahr gibt es keine Geschenke. Keine werden gestartet, weil wir keinen Stern haben, mal wieder. Eine Politikkarte, damit muss man wieder... Nur ein Zerbeulter zu Lohnenhelm. Ach, ein Zerbeulter. Ich brauche noch eine... Trotzdem sind wir bald beim Sprung. Wenn jetzt mal ein paar Leute ordentlich was... Ich drehe Moral um eins runter. Sag mal Technik. Und ich krieg noch eine... Führerschaft. Das zieht mich noch weiter runter, da muss ich noch mal... Ein Endloskreis. Oh Mann. Es ist nicht zum Aushalten. Oh nein, ja. Entschuldigung. Die hätten wir mal eben gebraucht. Also es gibt Karten, wo du Würfelswürfe besser machen kannst. Ne? Also was hier jetzt zum Beispiel gut Marker, wäre, damit man da nicht wenn man dich immer noch Technik, weiter anweist, zu sagen, Würfel. Ja, oder dass man halt einen Würfelwurf verbessern kann. Aber Anweisungen, wie ich die gerade gemacht habe zu dir, von denen du kannst auf diesen Ort das zwei geht auch, Aktionen ja, ja. machen. Zwei Aktionen, ja, zweimal würfeln. Zweimal ja, ja. würfeln zum Beispiel. Ja, warte mal. Es gibt nichts zu reparieren. Es gibt nichts zu reparieren. Dann werde ich auch nichts reparieren und mache stattdessen eine Anweisung von oben. Ja. Und zweimal ich könnte was Cooles machen. Nein, ich muss zweimal würfeln. Nein, er ist in der Waffenkammer, er darf zweimal in der Waffenkammer. Tubio. Komm, einmal, 7 oder 8. Cool. Und jetzt das Gegenteil davon. Eins. Schon wieder eine 1, ist einfach absurd. Eine 2. Immerhin doppelt so viel wie vorher. Überarbeiten, nicht so. Ich hab's versucht. Also wirklich. Komm, wir wollen jetzt springen. Jetzt. Heute Morgen hat der Mob einen Mann in die Enge getrieben, den man für einen Zylon gehalten hat und ihn buchstäblich in Stücke gerissen. So was passiert. Recht. Das führt zu einer Hexenjagd. Gelb und grün. Übrigens das hier, ne? der SN-Kommando. Ja. Das Enter-Kommando bewegt sich, aber wir springen immerhin. Ja, das ist gut. 10 auf Politik und Führerschaft. Das schaffen wir. Bei Erfolg passiert nichts. 6 plus minus eine Moral, Misserfolg minus eine Moral. Aktiver Spieler wählt eine und geht in die Konfrontation. Komm, aber das schaffen wir. 10. Ja, ich kann ordentlich buttern. Ja, ich auch. Butter bei die Fische. So. Ihr könnt ordentlich. Also ein bisschen Hilfe sollte ich schon haben. Ja. Kriegst du. Kann noch jemand ein bisschen helfen? Ja, ein bisschen helfen. Damit das Schicksal nicht irgendwie dazwischen funkt. Ich tue schon mal das Schicksal drauf. Also, bisschen? Ja. Also, ich habe ein bisschen mehr als ein bisschen getan. Ja, das passt schon. Wir dürfen auch wieder nicht überbezahlen. Ja, machst du was? Ich kann ein bisschen. Ja, okay. Jeder ein bisschen und einer ein bisschen mehr. Ja. Und vom Schicksal habt ihr? Ja, haben wir auch schon. Aber Schicksal ist das reingetan. So, dann gucken wir schnell. 10. Das wird doch wohl zu schaffen sein. Mhm. Plus 2. 6. 10. 15. Ich sag mal 17. Wir sind wieder viel zu viel. Es war 20. 21. 22. Ich glaube, wir sind alles Menschen. Ja, es ist halt einfach. Ja, bis jetzt. Bis jetzt ist hier alles im grünen Bereich. Ist okay, wir springen eins weiter. Oder springen nicht, sondern wir gehen da eins weiter.
Enter-Kommando. Wenn das Enter-Kommando hier ist, haben wir verloren. Ja. Wir müssen gucken, dass wir den loswerden. Es bleibt mir nur eine Sache übrig, die ich da noch tun kann. Hast du schon Karten? Ja, ich hätte wieder. Aber das ist typisch, finde ich, für Battlestar, dass du manchmal bist, du denkst so, okay, das schaffen wir und dann schaffst du es nicht. Und dann denkst du so, komm. Dankeschön. Und dann bist du so meilenweit drüber. Das ist halt, noch mehr drüber als eben. Naja, das ist manchmal echt. Aber das ist auch eine Sache, da würde ich sagen, das macht es natürlich leichter, wenn du eine eingespielte, wenn du eine eingespielte Gruppe bist, aber selbst das ist. Alles nicht so ganz abstimmbar ist. Nee, das stimmt. Aber jetzt können wir springen. Also, hast du deine Karten schon gezogen? Ja. Und ich gebe dir eine Anweisung von oben. Ach so, nochmal würfeln. Draufhauen. Nochmal vergeblich Einsen und Zweien würfeln. Nein, ich gebe dir die Anweisung jetzt eine 8. Also oder eine 7. Wie viele Anweisungen von oben? Kann mal jemand anders diese Waffen bedienen? Ich sage euch, das Enter-Kommando, das wird uns noch, umbringen. Aber okay, gucken wir mal. Springen wir jetzt, oder nicht? Nee. Ja, das Enter-Kommando kriegt er übrigens nicht weg, weil das springt das ja mit. Quasi ich meine trotzdem, aber einfach um halt mal die Hälfte zu haben. Ja. Leute, ich glaube, das ist ganz. Also wenn es geht, wir wählen nicht sowas hier aus. Ja, ja, nee, also das geht schon mal, ich muss doch legen. Es sei denn. Es sei denn, springen Sie nach Kobol, gehen Sie nicht über los. Ja. Och du, da lache ich ja. Wenn ich das Symbol richtig interpretiere, lache ich. Und wenn nicht, dann werden wir alle sterben. Wenn nicht, dann sterben wir auch nicht. Also übrigens nochmal so, es wäre gar nicht so blöd, wir müssen fast schon ein bisschen taktisch spielen. Wir haben ja einen Sympathisanten unter uns, das wissen wir ja schon. Mhm. Ja? Das heißt, wenn wir springen, aber das Problem ist, wenn der Sympathisant wird auch zum Zylon, wenn nicht eins im roten Bereich ist, ne, wenn wir in die Schläferphase kommen. Ich wollte es euch nur sagen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich taktisch springen, dass wir eins auf rot kriegen, damit der Sympathisant eins vorschlagen, zum springen. Menschen wird. Das würde ich eben noch nicht machen, weil wenn wir jetzt springen und nach Kobol kommen. Verlieren wir doch Bevölkerung. Ach stimmt, da verlieren wir. Meinst du, dann würden wir Bevölkerung nach rot? In den meisten Fällen verlieren wir Bevölkerung. Aber wir müssten Bevölkerung um 3 verlieren. Also komm, mit einem offenen Zylon kommen wir doch besser klar, als wenn wir uns jetzt schon ans Rande der Katastrophe boxieren. Aber das Problem ist, haben wir vielleicht 2 von 4. Ja, aber so, also wir müssen... Scheiße. Was hast du denn ausgewählt? Ich habe ausgewählt, leider, aber es ist voll in Ordnung. Wir haben etwas Schlafentzug. 5 Tage schon. Es gibt Grenzen für den menschlichen Körper. Den menschlichen Verstand. Toleranzen, die man nicht überschreiten kann. Den menschlichen Verstand. Gilt nicht für Toast. Genau. Der Admiral entscheidet, weil ich ihm ja wieder vertraue, nachdem er mir auch das Vertrauen ausgesprochen hat. Volles Vertrauen. Ja, aber es steht hier nun mal. Ich wollte nur sagen. Okay, was soll ich entscheiden? Also okay, ich muss sagen, er hat sich echt schlecht angestellt in der Waffenkammer. Aber Admiral entscheidet, alle unbeschädigten Viper auf dem Spielplan kommen zurück in die Reserve. Der aktive Spieler geht in die Krankenstation. Das bist du? Ja. Oder minus 1 Moral. Dann nehmen wir das an. Ist gar nicht schlecht, wenn die nach Hause kommen, weil ich wollte eh eigentlich zur Bevölkerung. Nein, nein, wir machen minus 1 Moral, guck, weil wir können da vielleicht in Rot kommen. Ich finde, wir spielen taktisch. Glaube ich nicht. Nein, ich entscheide das jetzt. Ja, aber das mal entscheide ich das und dann springen wir einfach. Springen tun wir sowieso. Aber haben wir das jetzt schon gemacht? Nee, das haben wir eben und jetzt springen wir auf jeden Fall gleich. Jetzt komme ich nämlich dran. Ich ziehe eine Taktikkarte und ziehe 2 Raumkampfkarten und ziehe wieder einmal grün und einmal Ding, damit ich einen bunten Mix habe. Du musst einfach springen, ja gut. Ja, einfach. Ja. Viel besser wird's nicht. Das stimmt und natürlich. Ich gehe jetzt ich steige jetzt aus, das muss ich zwar eine Karte. Das ist deine Bewegung, ne? Deine Bewegung steigst du aus. Aber bleibt die Viper denn hier? Ja, ich habe davon Dutzende. Oder geht die wieder selber? Ist noch nicht mehr bemannt. Okay. Ich steige aus und habe ich jetzt eine Fertigkeitskarte abgeworfen, gehe in die FTL-Kontrolle. Wie war da der Würfelwurf? Du musst halt 6 oder weniger, dann verlieren wir. Ja, nichts, weil minus 1. Ah, nee, blöd. 6 oder weniger? 6 oder weniger, dann. Bei 6 oder weniger verlieren wir nichts. Ja. Das heißt, wir verlieren jetzt eine. Scheiße, ja. Hast du nochmal nachgeguckt? Nee, das war so. Das war so, ja. Okay, alles klar. Gefährlicher als ungefährlicher. Aber dafür springen wir jetzt. Und jetzt darf der Admiral doch 2 ziehen und einer davon aussuchen. Aber springst du bitte trotzdem so weit du kannst, wenn du ein Mensch bist. Ja. Und auch als Zylon kannst du einfach mal weit springen.
Und dann geht's ab. Ja. Und egal wie der Effekt ist, es geht wirklich darum, wir springen einfach in wenigen Jumps das Ding nach Tyliumplanet, minus ein Treibstoff. Kein Problem. Der Admiral darf eine Raptor zum Würfel riskieren, das mache ich natürlich. Mhm. Bei drei oder mehr plus zwei, riskieren, das heißt, sie ist noch nicht zerstört, ich kann sie nur riskieren. Bei drei oder mehr plus zwei Treibstoff, sonst ist der Raptor zerstört. Ja, klar, Raptor ist zerstört, kein Treibstoff. Aber das ist jetzt eins, das bedeutet... Wir sind bei vier. Wir sind bei vier, das bedeutet... Was wäre da sonst passiert? Na, also sonst hätten wir zwei Treibstoff bekommen. Wenn ich jetzt mehr als... Jetzt sind wir in der Schläferphase, gute Leute. Das bedeutet... Es gibt kein Rot. Hier sind diese es gibt kein Rot. Vier Karten. Der, mein Sohn wollte es so. Er ist, wie soll man sagen, dickköpfig. Ja. Ja, von wem er das wohl hat. Das bedeutet, wir kriegen zwei Zylone. Was immer, also einer wird jetzt Sympathisant sein und der kann seine Karte einfach aufdecken. Die anderen decken ihre zweite Karte natürlich nicht auf. Der ist Zylon, der stirbt und ist Zylon, weil wir jetzt nicht im roten Bereich sind. Ja, aber das ist halt auch ist nicht so schlimm. Authentisch. Wir haben uns halt Mühe gegeben. Scheiße, zwei Zylone. Wir sind ja auch fast da. Aber der thematisch ist das richtig. Mechanisch ist das ja ein bisschen. Den musst du aufdecken. Ja. Und jetzt werden wir auch gleich ein Interview-Break machen. Ich will nicht. Genau. Der Sympathisant deckt auf. Ich bin ja, mindestens eine Ressource rot. Nein. Das ist nicht der Fall. Würde ich jetzt in die Brick gehen und dann würde nichts passieren. Andernfalls werde ich jetzt zum enttarnten Zylon-Spieler dafür kommen. Ich wusste es. Ja, nicht hier, ich wusste es. Das ist die Karte, die ich gerade bekommen habe. Er war schon innerlich, war er schon Zylon. Die habe ich am meisten vertraut. Ich erhalte keine Superkrisenkarte und darf den Ort Zylonenflotte nicht aktivieren. Du bist nur so ein halbschlimmer Zylon. Das heißt, die Aktion darfst du nicht machen. Genau, aber du darfst die anderen drei machen. Ich darf jetzt einen davon aber machen dann nachher, oder erst wenn ich dran bin. Wenn du dran bist, ja. Oh Mann. Oder wie ist das? Ja. Oh Mann. Also ich stelle mich jetzt einfach irgendwo hin, das ist ja unverschämt. Nein, unser Jäger hier. Unser einziger Raumkampfpilot ist weg. Oh, krass. Das ist allerhand, das ist echt allerhand. Na gut. Wenn ich weg wäre als politische Führerin. Also von diesem Schock, wer ist jetzt eigentlich dran? Ich bin dran, nachdem du, das war ja... Außerdem hast du ja noch gar keine Krisenkarte gezogen, aber ich glaube, das war jetzt dadurch jetzt... Ich habe jetzt direkt den Sprung ausgeführt. Ja, genau. Eigentlich, das war ja deine Aktion, aber jetzt dadurch zum Zylon, da du jetzt Zylon geworden bist, müssten wir, glaube ich, nochmal lesen. Ich glaube, wir machen jetzt den Break. Wir müssen uns davon alle mal erholen. Wir lesen gleich mal, ob er jetzt noch eine Krisenkarte ziehen muss oder nicht. Und dann geht's weiter. Oh mein Gott. Boah. Ja, jetzt ist es ja kein Geheimnis mehr. Ich meine, ich war tatsächlich kein Zylon, wisst ihr ja alle. Also das ist, ich bin immer noch ziemlich geschockt. Ich bin immer noch ein Mensch und ich habe so langsam das Gefühl, ich bin da eine der wenigen auf diesem Schiff. Ich bin nicht mehr alleine, aber er weiß natürlich nicht, wer ich bin. Ich habe ihn jetzt im Verdacht, dass er schon immer der Zylon war. Rückwirkend betrachtet habe ich das Gefühl, dass wir tatsächlich vier Menschen waren in dieser ersten Phase. Wenn überhaupt, würde ich inzwischen Richtung Chief tendieren. Ein bisschen still, ein bisschen zurückhaltend, hat ein bisschen rumrepariert und so. Sich aber sonst nicht so viel an Diskussionen beteiligt. Vielleicht ist meine Einschätzung auch falsch. Dann würde ich sagen, waren wir auf jeden Fall vier Menschen. Jan ist zum Sympathisanten geworden. Das ist der Einzige, den ich noch vertraut habe. Also den ich eigentlich von Anfang an total vertraut habe. Und der wird jetzt einfach so tschüpp. Tada, du bist übrigens Zylon. Ja, er ist ja jetzt enttarnt und offen und kann halt schon die starken Aktionen machen. Ich noch nicht. Ich versuche, mich noch bedeckt zu halten. Jetzt könnte natürlich Sebastian und Johannes Zylon sein und ich weiß wirklich nicht, wer da jetzt verdächtiger war bisher. Also es waren beide verdächtig. Also wenn Sebastian oder Sophia in Zylon sind, dann haben wir echt Probleme. Dann ist es 2 gegen 2. Was ich definitiv weiß, ich war es vorhin nicht. Also es muss jemand anderes die Zylonenkarte haben. Wenn ich enttarnt werde, dann als der ursprüngliche Zylon kriege ich dann natürlich die mächtigen Aktionen. Wir sind auch nur noch 4 entfernt und müssen dann nochmal springen. Also ich meine, wenn wir richtig gut sind, brauchen wir noch 3 Sprünge. Die anderen beiden sind sowas von verdächtig. 50-50 Chance. Oh je. Wir haben immer noch das blöde Enter-Kommando. Das ist auch noch da. Also
Ich weiß nicht. Also ob wir das schaffen, ich würde sagen 50-50 maximal ist unsere Chance jetzt. Aber wir versuchen es natürlich. Nach dieser dramatischen Wendung haben wir erstmal gemerkt, dass wir einen Fehler gemacht haben. Du bist ja, natürlich beim Auferstehungsschiff, bist du natürlich wieder auferstanden. Ich kriege aber, wie gesagt, ja keine Superkrisenkarte, bin jetzt auf dem Auferstehungsschiff. Außerdem musst du an den ganzen Fertigkeitskarten übrigens auch abwerfen. Das habe ich auch vergessen. Ja. Wenn du bist du sicher? Ja. Du musst... alle? Nee, warte mal. Du bist auf drei Fertigkeiten, musst du alle abwerfen. Außerdem würdest du deinen Titel verlieren, wenn du jetzt Präsident wärst oder sowas. Und du kriegst halt keine Superkrisenkarte. Und was hattest du? Du durftest Menschenflotte nicht benutzen, ne? Nee, Zylonenflotte darfst du nicht aktivieren. Das darfst du halt nicht aktivieren. Aber du könntest theoretisch das Auferstehungsschiff aktivieren. Da darfst du eine Superkrisenkarte abwerfen und eine neue ziehen. Die Frage, dass du keine hast, aber darf dann trotzdem eine neue ziehen? So ein bisschen. Wahrscheinlich nicht. So ein bisschen, wahrscheinlich nicht, ne? Das klingt nach... Okay, die drei behalte ich. Genau, weil du darfst ja eigentlich nur einmal eine Superkrise spielen. Du kannst einfach eine andere dann nehmen. So, zack, zack, jetzt bist du dran. Ja, ich bin dran, oh mein Gott. Ui, 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 bei mir fallen, ich darf immer noch, aber eine darf ich bei jedem Check, wie gesagt. Ja. Eine darfst du, okay. Gut. Ja. Das Schlimme ist, dass einer dieser beiden hier... Nicht unbedingt. Es könnte sein, dass Kron richtig schief gespielt hat, von Anfang an Zylon war. Aber... Auch dann gibt es ja eine Aktion, wie ich meine Karten hier. Ja, aber erst wenn wir. Karte könnte ich einem von euch. Aber erst wenn wir sieben oder näher dran sind. Das nee, geht nur ganz am Schluss. Oder weniger. Ja, genau, aber wir sind erst bei vier. Wenn die Entfernung. Oder weniger. Also mal. Bis zur Entfernung sieben. Ich kann das jetzt jederzeit machen. Falls die Entfernung sieben oder weniger. Naja, vertraue dem Zylon. Ich könnte diese Aktion machen und einem von euch meine Karte geben. Ab sieben macht es ja keinen Sinn mehr. Sondern eben. Deine erste Karte. Aber ab 7, da sind wir doch gleich. Aber ich glaube, das geht halt nur ganz am Schluss. Aber nee, ja. Dann, falls ihr dann 7 oder weniger beträgt. Ach, 7 ja, oder weniger. Nee, stimmt. Nicht ganz am Schluss. Ah. Ich dachte, das wäre einfacher für uns. Was? Aber das ist ja auch nur für den Fall, dass du Zylon bist. Dass die Zylonenkarte ist. Oder um Verwirrung zu stiften. In jedem Fall könnte ich sie mit einer Aktion jemandem geben. Ah. Aber ist es nicht so, dass man dann sozusagen alle zum Zylon machen könnte? So 0, nichts. Das ist mir nicht so ganz klar. Naja. Ich habe eine verdeckte Karte. Ja, aber dann könnte derjenige, wenn der dann Zylon ist, wenn du jetzt Zylon wärst. Ja, aber es gibt doch dann auch nur maximal zwei. Naja, stimmt, ja. Naja, aber der könnte es ja auch das benutzen, auch wieder weiter. Ah, nee, stimmt, der ist ja verdeckt. Nee, richtig, nee, es geht ja nicht. Richtig, kann richtig. Einmal naja. Meine verdeckte richtig, Loyalitätskarte. Das gilt eigentlich nur wirklich für den Zylon. Ja, du hast recht, du hast recht. Lass uns nicht darüber diskutieren, was ist richtig. Es ist richtig und ich mache jetzt was. Und ich meine, ich muss. Einfach nur dafür, dass es auf jeden Fall zwei gibt. Weil, wenn ich jetzt der Zylon bin, dann bin ich ja ganz alleine. Ja, ist ja richtig, ist ja richtig. Okay, was machen wir denn jetzt? Wir müssen die blödes Enter-Kommando loswerden. Ach ja, warte mal, habe ich irgendwas gezogen? Was? Ja, ich habe was gezogen, was sehr gut ist. Ja. Du kannst jetzt einfach zweimal so. Hier noch würfeln. Ich würfel jetzt. Wieso zweimal? Weil du da bist, ohne zu laufen, dann darfst du nee, zweimal. Nee, laufen ist extra. Das war nee, ja. So, komm, also, ein bisschen Glück, stimmt. Ein bisschen Glück, komm. Nein, das war fast auf der Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir sind hier nicht bei Gugong, wo die 1 wie die 9 oh, ist. Nein. Ja, das kann ich, da kann ich nichts tun. Dann, ach ja, übrigens hier, wir sind natürlich wieder auf 0. Ne? Ach ja, aber das ist, wir sind ja gesprungen. Ja, wir sind gesprungen. Das heißt, das ganze Zeug kommt weg. Gut. Wir sind ja gesprungen. Ja. Boah, Leute. Ah, Leute, Leute. Gefangenenrevolte, jetzt kommt's dick. Bevor ihr meine Gefangenen freilasse, fordere ich sofort den Rücktritt von Laura Rossli und ihren Ministern. Nein! Erfolg, keine Auswirkung. Ja, wenn wir 6 plus haben, also müssen es 11 schaffen bei 6 oder mehr minus 1 Bevölkerung. Bei Misserfolg, minus 1 Bevölkerung, der Präsident wählt einen anderen Spieler zum Präsidenten. Und vor allem kriegen wir einen Centurio-Schritt, der uns, aber wir kriegen immerhin auch Ein Zinturio? Ja, das ist alles das ganz schrecklich. Das wäre richtig, richtig scheiße. Das dürfen wir ja, nicht das passiert auch. Nee, das kriegen wir auf jeden Fall. Das ist ein Zinturio-Shit ja, ja. Hier? Ja, es ist noch nicht das Ende. So, aber was müssen wir überhaupt machen? Ich weiß, er kann nichts dafür, aber ich werfe es ihm trotzdem vor. Ja, bei Erfolg keine Auswirkungen. Ja? Keine Misserfolg minus eine Bevölkerung der Präsidentin. Also an der Bevölkerung. Aber hier gibt es ja noch dieses 6 plus. Ja, dann also. Das ist einfach, wenn wir mehr als 6 haben immerhin. Wir haben es zwar nicht geschafft, aber haben... zwischen 6 und 11.
Da gibt's nur minus eine Bevölkerung und sonst ist halt hier auch noch diese Präsidentengeschichte. Also eine 6, also 6 sollten wir ja. Ja, das schaffen wir. Ja, komm. Aber 11 sollten wir. Ich bin dran, schaffen. Ich werde das jetzt schaffen. Ja, ich kann es schaffen. Aber na gut, du kannst ganz wenig beisteuern. Was ist mit dir? Ich kann da ein bisschen was beisteuern. Ja, ich kann da schon beisteuern. Ich kann da ganz wenig beisteuern. Okay. Ich hab ja auch schon. 11. Na gut. Okay, los geht's bei dir. Ja. Also hier, komm. Jetzt legst du alles dahin. Ja. Wenn ihr alles nichts könnt und er macht ja nichts mehr, er macht nur noch negative Sachen. Wir haben einen Mann weniger. Wir müssen es ins Auge blicken, aber wir kriegen auch noch Schicksal. Und du? Ja, ich kann da auch was. Aber das Ding ist, dass du spielst gegen uns. Einer von euch spielt ja, oder wahrscheinlich du. Auch gegen mich. Du bist vielleicht jetzt in Ordnung. Gut gespielt, Frau Präsidentin. Also ich glaube, ich gebe mal lieber. Oh Gott. Nee, den will ich nicht loswerden. Scheiße, ich gebe mal lieber. Aber wenn. Oh, hey, wir brauchen ja auch später welche, wenn der hier irgendwelche. Ja, komm mal. Aber ich kann mich auf euch nicht mehr verlassen, Leute. Auf ich niemand, muss hier jetzt ordentlich. Auf niemand kann man sich verlassen. Was ist mit dir? Zylon. Wenn ich es nicht schon immer gewusst hätte. Nee, so, ich hätte ihn einfach provisorisch in die Brick stecken sollen. Ich habe es euch gesagt. 2 plus, 5 plus, 7 plus, 8 plus, 11 plus, 3 minus sind 8, 7, 9. 5. Na komm, da kommt noch. Nee, nein. Achso, 9, 7, Entschuldigung, 7. 9. Die letzte Karte. 7. Und halt, ich spiele noch was. Ja, warte mal. Das ist nur minus eine Bevölkerung. Okay. Aber du kannst du was spielen? Ja, nee, trotzdem. So, das ist noch nicht mal der Erfolg. Das ist Misserfolg. Nee, aber es ist mehr als 6. Deswegen hätten wir minus eine Erfolg. Das ist, ne, also es ist entweder Misserfolg oder wir haben mindestens mehr als 6 erreicht. Okay, alles klar. Ja? Mhm. Das wäre minus eine Bevölkerung. Bevölkerung haben wir zwar noch ein bisschen, aber. Also du bleibst Präsidentin. Das schon. Willst du es machen oder nicht? Wir sparen halt die Bevölkerung. Wie viel? Haben wir noch 8? Noch 8. Locker. Noch 8. Ja, du bist zu Lohn. Das traue ich nicht. Ja. 3, 2, 1. Hier würdest du es... Ach. Nee, ich will meine Bevölkerung schützen. Die haben mich gewählt. Dann haben wir es jetzt geschafft. Es kommt alles weg. Ja. Und ihr kriegt aber auch eine Sprungvorbereitung. Und wir kriegen hier so ein komisches Enter-Kommando. Ja, Enter-Kommando. Noch 2 Enter-Kommandos, wir sind tot. Fantastisch. Ganz toll. Ganz toll. Und also ich kann mal irgendwie was beim Würfelwurf machen, nur nicht, wenn man so schlecht würfelt wie ich. Ja. Das heißt, also entweder werdet ihr mich anweisen. Eine Politikkarte, 2 Führerschaft, 2 Technik, bitte. Ich werde versuchen, gebt mir eine Anweisung oder macht es selber. Aber so geht es nicht weiter. So, wer ist hier dran? Die sind ja irgendwie so ganz komisch. Ganz, er ist dran. Dann kriegt der immer den Supermarker. Ich vergesse immer den zu nehmen. Okay. Ah, warte mal. Ach, ich habe schon wieder vergessen, mir die Karte zu nehmen. Tja. Aber das nächste Mal muss ich das unbedingt machen. Bitte erinnert mich dran, bei der nächsten Fertigkeit, genau, vor allem bevor ich dran komme, einmal darf ich das machen. Ja. Das darfst du nicht einmal machen. Ach. Bedingungslose Hingabe. Einmal pro Spiel, nachdem alle Karten für einen Fertigkeitscheck ausgespielt wurden. Also eines für null. Aber vor dem Aufdecken dürfen Sie einen Fertigkeitstyp wählen, die Karten dieses Typs ziehen. Aber das ist schon was wir machen, kurz bevor wir sterben. Mhm. Das ist ja schon richtig. Meins ist eher so, dass wir halt was machen können. Okay, gut. Ja. Was machst du, Chief? Es gibt nichts zu reparieren, sehe ich. Nein, es gibt nichts. Du kannst mich ermächtigen oder selber in die Waffenkammer gehen. Wir müssen das jetzt hier einfach machen. Dann gehe ich in die Waffenkammer. Nee, geh in den Forschungslabor. Ja. Was da denn? Ziehen Sie. Der kann einfach eine Karte ziehen, kann er da. Die hilft. Ja, nächster hier. Hör nicht auf den. Niemals auf die Zwischen. Hör nicht auf den. Und jetzt bitte die 8 oder die 7. Nee, jetzt gar nicht. Jawohl!
Das ist doch nicht zu fassen. Ein Traum. Und damit ist die Krise am Zug. Bitte sehr. Enter-Kommando, 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 Enter-Kommando. Und? Enter-Kommando. Wir sind gleich tot. Leute, wir müssen es schaffen. Aber komm, hast du eine Anweisung von oben? Ich werde dir versuchen zu helfen, wie es in meiner Macht steht. Ich glaube, alle Leute hinter den Kameras sind auch auf der Zylonenseite. Früherer Feierabend. Tod den Menschen. Rufen Sie mich an, wenn Commander Adamas Test abgeschlossen ist. Mhm. Werden Sie das tun? Wir machen einen obligatorischen Test. Mhm. Also wir müssen den Test machen. Ja, wir müssen den machen. Okay, das heißt. Es geht um Gelb und Grün. Warum habe ich gerade was ab? Gelb und Grün? Und wir brauchen 13. Ja. Was? 13! Und was passiert, wenn wir es nicht schaffen? Erfolg. Der Präsident schaut sich eine zufällige Loyalitätskarte des aktiven Spielers an. Das ist er. Du ja, vielleicht gucken. Ist ja er der Zylon. Wer weiß, der Chief. Langsam kommt Miss er mir Erfolg. Verdächtig vor. Misserfolg. Minus eine so. Moral. Okay. Und wenn der Misserfolg 9 oder mehr ist, aber weniger als 13, also zwischen 9 und 13, dann gibt es keine Auswirkung. Okay. Also plus 9, also zwischen 9 und 13 gibt es keine Auswirkung. Erfolg, ja. Das heißt also, das ist halt, ja. Bei Erfolg darfst du eine darfst Karte. Du halt seine Karte angucken. Eine ja. seiner. Eine. Oh Gott, ja, aber das schaffen wir nicht mehr. Gelb und das ist das Gleiche, was wir hatten. Und du hast kein Gelb und wir haben es alles da reingebuttert. Ich habe ein Gelb, ne? Ja. Ja, die Frage ist, ob wir dieses minus ein Moral in Kauf nehmen ja. oder einfach gar nichts rein. Ich würde sagen, forget it. Ich kann es nicht. Ich kann nichts tun hier. Dann nimm die Moral. Ja. Nimm dir einfach sagen, die Moral, ja? Ja, ja. Ich und das hier, also guck mal hier, wir sind hier noch eins entfernt. Aber wir kriegen einen Schritt, ja. Ein Schritt auf der Sprungvorbereitung, ein Schritt ja. auf der Enter-Kommando. Wenn wir das ändern, es ist hier sieht man es nochmal, ein schönes Symbolchen hier. So, Frau Präsidentin, Sie müssen jetzt was tun. Das Enter-Kommando. Ja, Karten, ja, zweimal grün ja. kannst du haben, dreimal gelb kannst du haben. Ich kann wirklich was, du kannst, du musst mich jetzt einfach ermächtigen. Ich habe einmal eine Karte, wo ich... Lady, ich muss, hatte keine Ermächtigung. Lady Rosalind. Du musst mich einfach einmal ermächtigen und dann kann ich... Also wenn ich nur einmal halbwegs würfel, dann schaffen wir es. Nee. Wenn ich der... Mach's nicht. Das ist eine 8. Ein achtseitiger Würfel. Wenn ich der Zylon wäre, würde ich jetzt sagen, ich habe leider keine Ermächtigungskarte. Aber ich will das sogar schaffen und deswegen sage ich dir als deine Präsidentin. Mann, ja, ja. Ziel diesmal, ganz ruhig. Richtig zielen. Und mach sie platt. Komm. Ja, doch. Ja, doch. Was? Zwei? Jetzt musst du aber vor einem Würfelwurf ausspielen. Nein. Doch. Was? Vor einem Würfelwurf? Ja, das habe ich falsch gelesen. Ist der erste schon mal. Ich glaub dir kein Wort mehr. Dann spiele ich es jetzt aus. Aber das Problem ist, ich hätte das schon längst ausgespielt. Das ist gut für uns, weil ich hätte das nämlich dann schon längst ausgespielt und da habe ich einzeln gewürfelt. Das stimmt. Und jetzt nochmal. Ja, oder gleich die 8. Danke. Gleich die 8. Danke, dass du mich darauf aufmachst. Hopp, hopp, jetzt die 8. 6, 7? 7, ja, ja, ja. 7 ist geschafft. Ja, 7. 7. Ja, 7. Ja, geil. Okay. Boah, ich dachte, ey, ich weiß ja nicht, habe ich falsch gelesen. Sehr gut, sehr gut. Danke, Frau Präsidentin, das haben Sie gut gemacht, aber jetzt müssen Sie leider die Krise beantworten. Ja. Aber da kann ich ja auch natürlich, wie man, Gott, wie man das weiß von mir. Ach, schade. Ich bin, jetzt Zylon. Oh, okay. Weil jetzt gibt es ja gar keine Hoffnung gerade für mich. Das war also, dann sind wieder... Hä, noch, du musst jetzt halt hier, du kannst ja hier irgendwas... Da hätte ich, das wäre spannend, wenn ich da ein Enter-Dings hätte ziehen können. Ja, jetzt. Du hättest gerade gesagt, hier die Krise auslösen halt. Da hättest du ja ein Enter-Dings einfach machen können, ohne dass wir was machen können. Schon hart. Du kriegst einfach, wenn du dran bist, kriegen wir einfach nur eine Krise reingehauen, ohne dass wir vorher was machen können. Ja. Das ist heftig. Aber es ist nichts da. Gerade sieht es ruhig aus, ja. Wir müssen noch... 4. Na, nochmal. Springen. Wir müssen mindestens dreimal. Dreimal müssen wir noch springen. Oh, dann kann man hier jetzt nicht so. Oh, das ist. Hm. Also, wenn jetzt dieses Symbol da ist, dann startet da irgendwo so. Passiert gar nichts? Passiert jetzt nichts. Also, da brauchst du jetzt nichts machen. Es passiert gar nichts. Gerade kann nichts passieren, es sei denn, ein neuer Stern kommt. Es ist ja alles leer. Es ist ja alles leer. Ganz egal. Und was war das eben voll? Ganz egal. Das ist gut.
Ich glaube, wir schaffen eh keinen Test. Also höchstens, dass wir nicht zu viel verlieren. Aber wir haben, jetzt sieht es noch okay aus. Obwohl wir jetzt nur noch zu dritt sind, sieht es wirklich okay aus. Wir können es schaffen. Okay, dann nehmen wir doch einfach mal. Aber es war jetzt an der Messerschneide. Das war ein Würfelwurf, der uns... Dann nehmen wir das. Da könnte nämlich bei... Da kann ich sagen, oder... Okay. Also Erfolg. Aktiver Spieler zieht eine zufällige Loyalitätskarte eines anderen Mitspielers an. Sonst Misserfolg minus 2 Moral. Ich würde, glaube, würfeln. Das ist mein Plan in diesem Fall. Dann würfelst du bei 4 oder weniger minus 1 Moral. Und Bevölkerung. Und minus 1 Bevölkerung, aber nur bei 4 oder weniger. Genau. Das schaffst du. Bei den anderen war es sicher. 4 oder weniger. Ja. So, und eine 2. Ja! Nein, bei 4 oder weniger minus 1. Was? Warum ist es immer andersrum? Ja, das ist bei 4 oder weniger minus 1 Moral minus 1 Bevölkerung. Ich dachte, das würde ich würfeln, 4 oder weniger. Wir kriegen einen Sprungding und jetzt ist der Herzilon dran. Ich darf nur 2 Karten ziehen. Raumfahrt und Technik. Du darfst dich bewegen und irgendwas machen. Scheiße. Wenn ich mich hier hin, dann darf ich halt 2 Krisenkarten ziehen, aber das ist nicht mehr so geil wie gerade eben. Ja, dann hättest du. Jetzt wärt ihr tot nämlich. Verloren. Jetzt hättet ihr einfach verloren. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Ja. Das ist ja das Schöne an Battlestar, dass man immer so von der Klippe springt. So gerade noch so. Ja, also das hier war gerade echt. Ja. Boah, wenn das an der Karte gelegen hätte, die du da. Ups. Ich dachte echt so, das ist da. Aber natürlich ist rechts der. Schwierig, die Präsidentschaftswahl. Schwierigkeitsgrad 8. Und ihr könnt mit Politik oder Führerschaft könnt ihr versuchen, es abzuwenden. Und ihr verliert Moral, wenn es nicht klappt. Plus 5. Ja. Ich kann fast nichts tun. Hat irgendwer noch gelb oder was, grün? Was heißt denn das mit Präsident? Ich bin doch Präsident. Ja, warum sollten wir denn da noch mal eine Wahl machen? Du kriegst dann auch noch 4 Fertigkeitskarten. Du kannst alles tun. Du musst halt im Amt bestätigt werden. Wenn wir wenigstens plus 5 starten, dann musst du nicht Fertigkeitskarten abwerfen. Mhm. Das sollte vielleicht schon. Machst das wie die Briten. Du wählst so lange, bis dir das Ergebnis gefällt. Dazu. Minus 1 Moral und der Präsident mit 4. Ja, 4 abwerfen ist aber nicht so das Problem. Also wir müssten wenigstens 5 schaffen. Also wollt ihr lieber eure Karten sparen? Oder? Nee, versuchen wir mal lieber drüber zu kommen. Warte. Ich muss hier welche. Aber wir kriegen einen Sprung, das ist gar nicht so schlecht. Vielen Dank. Das ist doch gar nicht so schlecht. Eine Luft, das ist gut. Ich habe schon 2 vom Schicksal genommen. Okay, dann mach mal. Lass mich mal. Ich werfe hier auch noch was drauf. Bitte, ich bitte darum. Her damit. Ja. Gucken wir mal, ob ihr mir vertraut. Präsidentschaftswahl, Schwierigkeitsgrad 8. Bei Menschen. Mir wird natürlich kein Sprung ausgeführt. Ja, nicht, dass ihr euch freut. Hier steht sogar nochmal auf dem Feld selber. Okay, Aber es würden auch keine Zylonschiffe aktiviert werden. Ja. Ach so, da wird es jetzt so kommen. Ihr könnt ja gar nicht sterben, guck. Oder ist das nur das ist doch auch Zylonschiff? Ja, aber schau mal, wir kriegen keine Sprungvorbereitung. Das heißt, wir kriegen das gar nicht. Ja, das ist doch auch für meine Karte. Ja, genau. Ja, klar, die kriegt ihr nicht. Ich dachte, du hättest nicht. Nee, das gibt's nicht. Ich dachte, du bist nett so. Bei 5 plus. Ja, nur noch bei 3 plus. Bei 4 plus. Bei 1 plus. Bei 3 plus. Nichts passiert. Sehr gut. Haut eure Karten raus. Ja. Ich bin die Präsidentin der Herzen, ich merke schon. Ja, die Präsidentin, aber ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl bei dieser ganzen Sache. Sorry, ihr habt was? Aber doch nicht bei dieser Wahl, oder? Keine Raumschiffe. Ja. Centaur. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, ich kann eigentlich nicht wirklich was machen. Wir können doch, pass auf, also ich werde einfach 2 Vipern, falls irgendwie ein bisschen Vorbereitung hier, falls irgendwas passiert. Krise. Wir hatten noch gerade erst eine. Ja, es geht jetzt. Ja, erfüllte Prophezeiung. Kommandostart. Die Schriftrollen offenbaren, ein sterbender Führer wird uns den Weg weisen. Erfolg, der aktive Spieler zieht eine Fertigkeitskarte Politik. Misserfolg minus 1 Bevölkerung. Oder... Ich werfe eine Fertigkeitskarte ab, nach dem Schritt Zylonschiffe aktivieren, beginnt ein neuer Krisenschritt. Neue Krisenkarte ziehen und befolgen. Ich überlege, ob ich das nicht fast machen soll, weil damit das nämlich hier ist, weil wir haben momentan nichts, kann nicht so viel passieren. Das stimmt. Komm, das machen wir. Ich werfe eine Fertigkeitskarte ab und ich kriege einfach eine neue Krise. Krass. Wasserknappheit. Präsident entscheidet. Minus 1 Nahrung oder der Präsident wirft 2 Fertigkeitskarten.
Fertigkeitskarten ab, dann wirft der aktive Spieler 3 Fertigkeitskarten ab. Oh, das sind gerade wir 2. Ja, uns, den ich vertraue. Guck mal, ja. Am Anfang hatte ich dich in Verdacht. Vielleicht sollten wir ihn mal in die Brick schicken, einfach nur so prophylaktisch. Daran habe ich gar nicht gedacht. nein, wir vertrauen dir blind. Blind. Aber der Stern schießt. Also Nahrung, was ist denn mit Nahrung? Aber welcher Stern soll denn schießen? Ja, hier, ist er genau. Da passiert nichts. Nahrung und... Also du musst entscheiden. Minus eine Nahrung oder es gibt keinen Test oder sowas. Also ich würde sagen, die Nahrung können wir uns gerade noch leisten. Gut, also dann machen wir das. Nahrung. Dann ist Kollege Chief dran. Was kriegst du? Du kriegst wieder ein Dings. Eine Politik, 2 Führerschaft, 2 Technik. Ich würde sagen, es gibt nichts zu reparieren. Nee. Es gibt aber viel zum kaputt machen. Ich würde sagen, also ich möchte aber nichts kaputt machen. Das ist wieder meiner Natur. Ja. Vielleicht bist doch du das hier von wegen die Karte. Oh, ich habe sie gleich nicht gelesen. Ups, der Zenturier hat uns gleich, wenn er noch einen Schritt macht. Ich als Admiral bin moralisch über jeden Zweifel. Das Militär immer. So. Springen. Nee. Minus 3 ist ein bisschen riskant und so viel Bevölkerung haben wir auch nicht mehr. Ich würde springen. Natürlich springen. So, also das ist raus. 2 Viper, ja. Die Galaktika kann auch schießen. Du könntest tatsächlich einfach Karten ziehen, hast du welche? Ja, ich gehe ins Forschungslabor und ziehe mal Karten. Nein, fertige Technik oder Taktik. Wir brauchen hier ein bisschen. Ich nehme mal was ich sonst nicht kriege, ne? Taktik. Finde ich auch gut, ja. So, Krise! Warte mal. Du bist noch dran. Nee, warte mal. Muss ich jetzt schon unter die Handkartenlimits? Nach der Krise. Achso, das heißt, ich darf die alle auf der Hand behalten und habe dann ganz viel Auswahl für die Krise. Wenn dein Zug vorbei ist, würde ich sagen. Müssten wir aber nochmal nachgucken. Okay, aber gut. Ich sag mal, wir spielen es so. Naja, immer auf Erkundungsteam! Immer auf Erkundungsteam. Aktiver Spieler entscheidet. Ein Test mit 15, Erfolg, keine Auswirkung, Misserfolg. Aktiver Spieler in die Krankenstation und eine Raptor zerstören. Würfeln! Oder einfach du würfelst bei 5 oder weniger minus 1 Treibstoff. Treibstoff haben wir noch 5. Das Problem ist, wir brauchen auch Treibstoff, um zu fliegen. Lieber nicht machen. Aber 15, das ist natürlich 15 auch hart. 15. Und es ist violett, da könnte ich schon, aber ich könnte schon was machen, aber... Scheiße. Also wir haben... Also rot haben wir nicht mehr, ne? Rot haben wir nicht. Wir haben nur, also nur wir, du kannst gar nichts machen. Ich kann gar nichts machen. Nicht. Na, du hast ja gerade rot und blau gezogen eigentlich. Du musst entscheiden, aber ich sage, wir schaffen das nicht. Also ich habe... Was wäre bei Misserfolg? Ich habe diese Karte, diese blaue Karte, dass die blauen doppelt zählen. Ja, aber das, also da muss schon, ich kann was machen. Aber wir kommen, also er macht was Negatives, das Schicksal kommt noch zu, sie kann gar nichts. Also du musst da schon, Ganz ehrlich, wenn du das hast mit diesen blauer Zählen doppelt und viele blaue hast, dann wäre das eigentlich ein guter Ausspielen, Zug. Bevor Karten zu einem Fertigkeitscheck hinzugefügt werden. Alle Technikkarten bei diesem Fertigkeitscheck gelten als... Achso, das verdoppelt nicht, die zählen positiv. Das heißt, das würde man spielen, wenn blau nicht gefordert ist. Schon habe ich falsch gelesen. Schade, das wäre schön gewesen. Eben hatte ich da, glaube ich, irgendwas mit doppelt. Komisch. Ja, aber sonst müsst ihr halt würfeln, ihr verliert halt einen Treibstoff. Mein Gott, ist halt noch nicht mal im roten Bereich. Ja, wann gibt es irgendwie das, du hast eben gesagt, wir können ohne Treibstoff nicht fliegen, wenn wir... Ja, aber wir können auch welche wieder finden, das geht schon. Ja, aber können wir irgendwann nicht mehr springen, wenn wir im roten Bereich sind oder so? Nee. Ja, wir verlieren halt Treibstoff beim Sprung, wenn Treibstoff 0 ist, haben wir verloren, so rum ist es. Ah, okay. Ja. Das heißt, wir würden dann versuchen, das Springen hinauszuziehen. Ja, genau, wir versuchen dann Treibstoff zu finden irgendwie. Mhm. Ja, dann würfeln wir, ne? Ja, würfeln mal. Mhm. Ja, komm, das schaffst du. 7? Ja. Ja, alles gut. Nichts das passiert. Ist immer so formuliert, dass ich denke, man muss genau das andere. Spurschritt. Sehr gut. Manche sind so formuliert, manche sind anders formuliert. Ja, das ist ein altes Spiel, das sind manchmal Sachen. Bei Lady. Ja. Oh, ja. 3 1, Politik, 2 Führerschaft. Vielen, vielen Dank. So, jetzt muss ich aber abwerfen. Lieber Zylon. Danach muss ich auch das mal gucken. Ja, das Ding ist... Das ist Oh.
Komm, jetzt noch ein gerade, oder wir springen jetzt schon. Völkerung 7, komm, wir könnten auch jetzt schon springen. Aber nee, es bringt nichts, wir haben ja gerade keine Bedrohung. Würde ich sagen, versuchen wir automatisch zu springen. Ja. Kann uns halt auch noch hier was kosten. Aber das kostet vielleicht eine Bevölkerung. Ja. Tja, Leute. Ich würde mal sagen. Hast du schon gezogen, die Sachen? Ja, ja, jetzt habe ich so viele Karten. Tja, es ist. Ich muss einfach sagen. Muss dann nachher welche abwerfen, falls hier kein Test drin ist. Aber ich mache hier jetzt mal meine erfahrene Politiker-Aktion. Und was kannst du da machen? Und zwar, einmal pro Spiel dürfen Sie 4 Zwölferratskarten ziehen. Wählen Sie eine zur Ausführung, legen Sie die übrigen unter dem Stapel. Ja, okay. Hier. Ja. Ich armer Zelon. Oh. Ja, das schön, ist wie die zwei sich jetzt ärgern. Ich weiß ja. Armer Toaster. Ja, ja. Frau Hilfe! Einer von euch muss ja noch mit mir befreundet sein. Vielleicht bist du auch mit dir selber befreundet. Na, was sagt die? Ich dachte, die sollen alle voll toll sein. Sind sie alle scheiße. Vielleicht helfen sie uns einfach nur jetzt nicht. Nein, Moral. Du musst aber jetzt noch eine ausführen. Ja. Naja, Moral sieht gerade ja schlecht aus. Ja, ja. Dann machen wir doch. Moral heben, genau. Das Einzige, was im roten Bereich ist. Ja, aber alles andere ist auf Anschlag am roten Bereich. Ja, sieht nicht mehr so gut aus. Aber wir haben auch wirklich am Anfang halt extrem Pech gehabt, dass so viele Angriffskarten kamen. Es kam eine Zeit lang keine mehr, ne? Also Leute. Was war das am Anfang alles voll? Ja, ja. Ich halte eine mitreißende Rede. Ich bin mir sicher, dass ich im Namen von jedermann innerhalb der Flotte spreche, wenn ich sage, danke. Ohne ihre Hingabe, rastlose Anstrengungen und ihre Opfer wäre niemand von uns heute hier. Alle außer und du nicht da drüben. Okay, danke. Fing ein Moral, nehme ich mal an. Ja. Danke, Frau Präsidentin. Aber Sie müssen trotzdem jetzt die Krise auslösen. Ja, warte, kommen die alle weg eigentlich? So, und? Die anderen kamen runter wieder. Ja gut, egal. Die sind einfach weg. Okay. Ablagestapel. Ja, guck ich gleich. Ja. Aber ich darf jetzt eine aussuchen, ich hoffe. Was ist das Also wenn denn? Ein Sprungsymbol dabei ist, dann springen wir automatisch. Das wäre eine schöne Sache. Ja, aber. Wir könnten auch ins Verderben springen. Nee. Ist gar nicht so schlimm. Ihr wisst ja, was ihr wisst hier. Schon ein bisschen doof, aber... Ja, wir müssen jetzt. Das geht noch. Nee, wir müssen jetzt schon springen. Ja, ich bitte darum. Der Admiral befiehlt. Gut, dass ich gerade diese wunderbare Rede gehalten habe, denn leider folgt eine schlechte Nachricht. Erpresse Minenarbeit, ja, 17, das können wir gleich vergessen. Nee, das vergessen wir, aber ich wähle oder. Ach so. Dafür kriegen wir eine Nahrung. Eine Nahrung minus ein Moral und jeder wirft eine zufällige Fertigkeitskarte ab. Ja, das ist gut. Das ist nicht so schlimm und wir spielen. Eine Nahrung ist sehr gut. Dazu aber gewonnen, aber wir verlieren eine Moral, aber gut. Aber wir springen und jeder wirft eine Fertigkeitskarte ab. Ja, eine zufällige. Eine zufällige? Oder? Stand es dann? Ja. Ja, zufällig. Ja, zufällig. Da darf jetzt mal der Zylon auch was zu tun haben. Nicht die. Aber wir springen. Boah, wir springen. Wir springen automatisch. Ich hab eine 5 geklaut. Das heißt, ich darf wieder ran. Ja. Und jetzt kannst du mal gucken, ob du dich jetzt verrätst oder nicht. Okay. Aha, sehr gut. Hier, Zylonenraffinerie. Wir sind 2 weitergeflogen, das heißt, wir sind jetzt schon bei 5. Bei 6. Wir brauchen nochmal eine Zweierkarte und dann müssen wir noch einmal springen, haben wir gewonnen. Minus ein Treibstoff, aber ich darf 2 Vipern zum Würfeln riskieren, der Admiral. Bei 6 oder mehr plus 2 Treibstoff, andernfalls 2 Viper beschädigt. Also das heißt, ich riskiere. Darf was reparieren?
Ja, genau. Das ist ja geil. Jetzt wollen wir mehr als so gut gewürfelt. Sechs oder mehr. Boah, ich glaub's nicht. Du darfst keine Probe mehr ausführen. Also sind ganz die jetzt ehrlich, beschädigt oder zerstört? Beschädigt. Ich darf was reparieren. Yay. Ja. Wunderbar, das war's, oder? Das war's, ja. Also als Präsidentin. Das war jetzt dein Zug, jetzt kommt mein Zug. Kurz davor. Jetzt kommt mein Zug. Achso, Entschuldigung. Ja. Ich bleib hier stehen und ziehe zwei Riesenkarten und wähle alle davon aus. Ah. Ich finde euch gerade beide nicht so ganz... Gar nicht so zylonisch. Liegt vielleicht daran, dass du ein Zylon bist. Nein, ich finde euch beide gar nicht so... Vielleicht ist er sich selber der Nächste. Merkwürdig. Also vorhin fand ich euch beide noch schlimmer. Ich kann das dazu nicht sagen. Aha. Zwar aufgebracht. Ich meine, du würfelst echt. Die Wahl darf entscheiden, entweder minus, es ist Rettung der Flotte, entweder minus zwei Bevölkerung oder minus eine Moral und Basisstern und drei Jäger kommen vor den Bug und drei Schiffe ans Heck. Drei Schiffe ans Heck. Darfst du dir aussuchen. What? Nehmen die zwei Bevölkerung. Minus zwei Bevölkerung. Das sind die Minenarbeiter, die eben so ungeduldig waren. Mhm. So, jetzt komme ich dran. Okay, ich bin dran und tja, was macht... Du halt mal Hilfe hier von meinem Zylonen-Kollegen, wo immer er ist. Der muss halt jetzt auch mal irgendwie was beitragen zum Schicksal der Zylonen. Oh, ich musste noch zwei abwerfen. Ist ja noch nichts passiert, aber ich mach das mal. Ich bin dran. Ein paar fiese Abstimmungsergebnisse und dann sich outen und so weiter. Ja, mein Herr, hast du schon Karten gezogen? Dann darfst du was machen. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, irgendwie, also es ist verrückt, aber ich vertraue dir, Sophia. Ich glaube... Das ist diesmal gar nicht so verrückt. Ich habe nur tolle Sachen gemacht. So wie er sagt, das Problem ist, also wenn jetzt der Zylon uns... Ich bin nicht der Zylon, ja? Also ich würde ja sagen... Guck mir nochmal in die Augen und sag es nochmal. Ich bin nicht der Zylon. Aber ich habe langsam Angst, dass er der Zylon sein könnte. Wenn es er nicht war. Bist du der Zylon? Nein. Er sagt nein. Was soll ich denn sonst sagen? Ja, okay. Lucy war es, Admiral. So ja, okay. Entscheiden. Ja, ja, ich weiß nicht. Immer diese Ja-Nein-Fragen. Ja, ja, ich kann nicht wirklich was tun. Aber das sieht gerade eigentlich ganz gut aus. Kann ja, ist egal. Irgendwo Treibstoff herstellen? Einfach die zwei. Nee, ist schon alles richtig. Ich gehe hier, zack, und... Eine Krise. Hangarunglück. Nein. Erfolg, keine Auswirkungen. Zehn Misserfolg minus eine Bevölkerung. Minus eine Bevölkerung und zwei Vipern aus der Reserve werden beschädigt. Wir haben nur noch eine. Ja, da kommen wir gleich wieder. Aber wir kriegen einen Sprung und das da, das ist gerade egal. Und 10, das können wir schaffen. Komm, wir schaffen mal wieder was. 10 in Taktik, Raumkampf und Technik. Wir müssen mal wieder was schaffen. Leute, ihr wisst, dass ich da nichts zu beisteuern kann. Ich werde es jetzt schaffen. Im Alleingang. Ja, bei dir geht's auch los, du musst Fertigkeitskarten gleich mal hinnehmen. Ja, ja, ich werde es praktisch immer schaffen. Du hast ja vorhin auch Raumkampf und Technik. Ich muss ganz viele Karten aus, weil ich sonst eher... Ich werde es praktisch im Alleingang schaffen. Schicksal kommt auch noch dazu. Was ist mit dir, Sebastian? Was ist mit dir? Willst du sabotieren? Ah, du musst deine Karten wissen. Oder? Wir haben Viper zu reparieren. Ja, stimmt. Du musst eine blaue Karte musst du behalten. Das stimmt. Das ist wahr. Was ist das Schlimme, was passiert? Minus Bevölkerung. Ist schon nicht geil. Aber entscheide dich, willst du auch Fertigkeitskarten spielen, ja oder nein? Wenn du jetzt nichts reinspielst, dann wissen wir besser, was hier abgeht. Chief? Ja, ja. Eine, ich nicht. Laura. Okay, war schon, ja. Ich kann schon mal einen neuen machen. Okay, 10 sind gefordert. Hier haben wir schon mal 2 auf der Menschenseite. 3 plus auf der Menschenseite, 4 plus auf der Menschenseite, jetzt nur noch 1 plus, jetzt sind es wieder 2 plus, jetzt sind es 4, 9, sehr schön, 11, 12. Jawoll! Geschafft. Wir sind gut. Halt, das muss ich mal sehen. Es gab nur eine negative Karte. Ja. Hä, wo ist noch? Achso, das sind ja auch. Es gab nur eine negative Karte. Das Schicksal ist auch noch auf eurer Seite. Das Schicksal, es läuft, Leute, es läuft. Das heißt, nichts passiert und wir kriegen einen Schritt. Ist ja geil. Nee, wir kriegen noch eine Bevölkerung, oder? Nee, Erfolg, keine Ausbildung. Aber wir haben keinen verloren. Ja,
Gut. Damit ist der Chief dran. Mhm. Eine Politik. Eine Politik, zwei Führerschaft, zwei Technik. Kriegst noch mal eine. Also ich fühle mich richtig wohl auf unserem Schiff mit euch, Jungs. Ja, gerade ist echt ruhig, ne? Ja. Wo ist der Zylon? Ich brauche Hilfe, wie gesagt. Der Zylon muss für anfangen, für die Zylonen zu spielen. Dieser Zylon, hier, pst, Ruhe. Ja. Nicht die Moral untergraben. Doch, auf jeden Fall. Welcher Zylon? Zylonische Moral. Okay, wer dran? Ich. Du. Ich habe Karten bekommen. Ich gehe natürlich ins Hangardeck. Ja, bitte. Und repariere. Ja. Reparierst beschädigte Viper. Ja, schon. Ah, nee. Achso, nee, das ist falsch, ja. Die sehen alle so gleich aus. Ja, Reparatur. Das ist zwei Viper reparieren. Zwei ja. Viper reparieren, da könntest du noch was machen. Ja, aber es gibt nicht mehr so viel zu machen. Nee. Ich soll dafür zwei sagen. Oder? Ja, weil das ist ein Spezialfähigkeit. Das ist meine Spezialfähigkeit, bedingungslose, nee, ja. Instandhaltungsmechanik. Ich habe vergessen immer meine Gespannzeit. Also willst du noch was machen? Scheiße. Ja. Nee, ich kann nichts machen. Dann gibt's eine Krise. Weil, ja, nicht ich bin ja kein Pilot, ich kann nicht ins All gehen. Nee. Ja. Deswegen kann ich da nichts machen. So etwas. Das schon, aus, hat nur keine Raumkampf. Doch, das kann jeder kann fliegen. Jeder kann fliegen. Aber es bringt nichts. Ja, du sollst ja das meinte ich damit. Ja, so etwas wirkt ansteckend, Commander. Die Leute rebellieren schon wegen der Wasserkrise. Wasser? Ja, das war gerade schon mal. So, ja. Wir können es uns jetzt nicht leisten, die Regierung zu destabilisieren. Nee, das können wir uns nicht leisten. Nee. Können wir uns nicht leisten. Ich bin eine von euch. Ja, aber du entscheidest es nicht. Der Admiral entscheidet. Ja, ich entscheide. Minus eine Nahrung und minus eine Moral oder minus eine Bevölkerung oder minus und minus ein Treibstoff. Nee, das können wir auf gar keinen Fall machen. Wir müssen, ja, das ist ja was klar. Was war das erste? Minus eine Moral und minus eine Nahrung nehmen wir. Okay. Ja, ist klar. Und wir kriegen einen Schritt. Dann. Wir kommen der Sache näher, Leute. Ja, Madame. Aber wir sind nicht so gewinnen. Zwei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Moral. Du musst noch mal ein paar aufmunternde Worte sagen, die Moral wieder zu heben. Ja, darüber denke ich auf jeden Fall nach. Das Ding ist. Ablagestaffel, da, grün. Oh Gott. Ich bin ja im Büro des Präsidenten. Wir müssen ja. So viel bedroht uns nicht, außer hier die Knappheit an Moral, ja. Treibstoff. Dann halt mal eine Rede. Komm, wir müssen noch zweimal springen. Im Prinzip können wir echt, aber wir können jetzt nicht, hier können wir nicht springen. Das geht nicht, das ist zu gefährlich. Hier können wir springen. Das Büro des Präsidenten. Ja, da bist zwei du. Abgeben, dann kannst du eine Zwölferkarte ziehen. Mhm. Ich gebe zwei ab. Und, ja. Und? Da darfst du eine ziehen. Eine ziehe 10 und dann entweder überlege, ob ich die spielen gleich... oder noch eine 10. Komm, jetzt eine aufmunternde Rede. Moral ist echt das Schlimmste, was wir haben. Treibstoff auch. Wenn was du Treibstoff für ein besorgen Scheiß. Kann, ja, dann zieh noch eine, wenn sie schlecht ist. Ich muss erst mal kapieren. Aha. Nee, den will ich nicht, aber ich spiele hier eine. Und zwar halte ich eine mitreißende Rede. Und diese wir sind nicht alleine. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Halt, so schnell geht's nicht. Die hast du schon hochgeschoben? Ja. Nee, erstmal zuhören, ob diese Rede überhaupt mitreißend ist. Also, meine lieben Mitmenschen. Ich bin mir sicher, dass ich im Namen von jedermann innerhalb der Flotte spreche, wenn ich sage, danke. Ja, ich wusste nicht, dass sie genau ist, aber das geht jetzt die Moral, ja. Hervorragend. Exakt dieselbe Rede. Ja. Wir halten dagegen, gegen diesen Zylon, der da oben. Du musst aber trotzdem eine Krise jetzt spielen. Ja, stimmt, eine Krise. Ja, stimmt. Krise. Ja, alles richtig. Okay, du halt eine okay. Und dann kannst du entweder nochmal eine ziehen oder eine spielen. Ja, und ja, jetzt sehen richtig. Wir... Jetzt sind wir, kommen der Sache näher. Also keine Leute hier, das wäre ärgerlich so. Das spielt ihm nur in die Hände. Leute? Ja, keine Sachen hier entscheiden lassen. Es geht. Tja, das ist. Manometer. Ja, das wäre nicht so geheim.
Nein, das will ich auch nicht. Oh, scheiße. Treibstoff können wir, das können wir nicht machen. Oh, Leute. Jörg, was kommt hier alles? Was ist denn das weniger Schlimme? Ja, keine Ahnung. Wir schaffen beides. Wir schaffen beides. Aber die Präsidentin, ich weiß auch nicht, sie ist so ein bisschen entscheidungsschwach in manchen Momenten. Hallo, das sind schwerwiegend. Das könnte das Ende für uns oder... Was ist Ende? Und keine sinnvolle Rede, also dieselbe Rede wiederholen. Genau. Ja, danke. Stimmt. Danke. Danke. Okay. Also... Ja, komm. Ich wähle eine Rettungsmission. Es ist verstanden, Boomer. Suchteams sind unterwegs für Starbucks. Starbucks? Bringt Hotdog rein. Der alte Mann will mit ihm reden. Frag mich nicht irgendjemand. Er ist der alte Mann. Ich bin mir nicht sicher, ob diese... Admiral entscheidet. Minus eine Moral. Und der aktive Spieler wird in die Krankenstation geschickt. Das wärst du. Oder minus ein Treibstoff und ein Raptor wird zerstört. Nee, Treibstoff können wir... Es tut mir leid. Du bist minus ein Moral. Bei und? Dieser Karte mit in Erwägung gezogen, anstatt und uns hier alles voll zu stehen. Das können wir schon noch hin. Oder? Jetzt bin ich dran. Naja. Ich darf ja auch zwei Karten ziehen. Das hier sollte eigentlich nichts mehr runtergehen, aber da die Auswahl war halt es wird nicht immer so noch. Das ist ein Wettlauf. Wir haben jetzt noch, wir können es schaffen mit den Ressourcen, die wir haben. Wir können es schaffen. Ja. Ich muss schon wieder welche abwerfen, weil hier wieder kein Test war. Das einzige Gute ist, dass du jetzt einfach ohne was zu zahlen hier rüber gekommen bist. Ich zwei Dinger. Aber was soll ich... Ich weiß, die anderen 10 Wohnen auf die Dinge, die einen darf ich ja gar nicht benutzen, tatsächlich. Ja. Ich muss noch eine abwerfen. So wenig schlecht können die Krisen gar nicht sein. Wie du behauptest. So. Ja gut, dann müsst ihr halt das hier wenigstens probieren, weil wenn es nicht schafft, ist das Verlust eines Freundes, ja. Neuner Schwierigkeitsgrad, und es geht nur Führerschaft und Politik. Mhm. Und bei einem Misserfolg verliert ihr eine Moral. Alles andere betrifft euch nicht, weil das würde nur der aktive Spieler. Wir dürfen keine Moral verlieren und das geht ja bei mir nicht. Ja, das heißt, ja, aber Moral sollten wir nicht verlieren. Wir sollten die Moral. Das mache ich. Ich bin ja gleich dran und krieg wieder Sachen. Das heißt, wir müssen über 7 gehen. Ja, da kann ich aber auch ein bisschen gehen. Da werde ich definitiv was machen. Du wolltest doch einen Stapel machen. Auch. Ach ja, 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 das habe ich noch nicht. Oh, Entschuldigung. Oder habe ich und habe dann wieder, glaube ich, wieder zurückgegeben. Ich halt. Aber jetzt machen einfach nochmal neu. Ja, wir haben bislang seitdem noch nicht. Hast du den am Stück irgendwo draufgelegt? Nee. Den habe ich wieder. Ja, ja, ich war kurz verwirrt. Was hatte ich da für einen Stapel? Dann habe ich den wieder zurücksortiert. Alles gut. Also ich habe die Sache schon ziemlich gut, es sei denn, naja, hier. Naja, zwei Leute können damit reinspielen, deswegen. Ja. Du hast ja was mit dir? Du hast es gar nicht, oder? Doch. Du hast ein bisschen was, hast du ja. Du hast ja grün. Ja. So. Das kann ja nicht so schlimm sein. Ich spiele hier. Ich darf auch noch. Ja, ja, das war Schicksal noch. Ach so. So. Du hast auch schon dein Ja, ich darf ja noch einen. Ich helfe da mal Salz lieber. Salz in der Suppe. Bevor wir hier eine Moral verlieren, helfe ich doch mal lieber ordentlich. Wir haben nur noch 4 Moral. Wir brauchen schon Moral. Wir haben auch weniger Bevölkerung. So viel reden kann ich nicht halten. Jetzt bin ich in der Krankenstation, Halsweh und alles. 0, 5, 9. 0 war das gerade. 9 minus 5. Sind wir schon wieder bei 8. Sind wir schon wieder bei 11. Jawohl. Ja. Jetzt sind wir bei 9. Jetzt sind wir bei 10. Nee, eins weniger war das. Die 1. 9, 8. 8. Sind wir 8. Aber jetzt sind wir bei 10. Juhu! Aber weißt du was? Hier ist was faul. Ja. Ab in die Brick! Würde ich sagen. Immer diese Verdächtigung nehmen. Da ist was faul! Außer er darf nur eine Karte reinlegen. Ne? Ja, er hat eine reingelegt. Frau Präsidentin, wir müssen reden. Geheim, im Geheimen. Wieso, es waren vier negativ. Vier blaue Karten. Das bedeutet aber, euch passiert nichts. Ich habe eine Karte reingelegt, die können nicht alle von mir sein. Stimmt, nee. Ja. Eine hier und zwei am Schicksalsstapel. Ja, das kann sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer ist denn dran überhaupt? Oh, na, du bist es! Ich bin es. So. Du bist dran? Nee.
Wer ist dann dran? Ich weiß nicht. Also, hier, ich bin dran. Achso, ich darf erstmal ziehen. Also, ich bin echt, ich bin jetzt ganz schön. Ich weiß nicht, wer. Okay, lass mal überlegen. So, ja, also, was ich jetzt mache, ist klar. Das Problem ist, ich darf das Admiralsquartier nicht benutzen. Hä? Weil ich nämlich, bin mich moralisch befangen, meine Frau. Präsidentin. Das können wir nicht machen, wir können jetzt nicht hüpfen. Und jetzt, nicht hüpfen. Ach so. Ach, ich ermächtige dich, dass du was machst. Ja. Tu was, bevor wir in den Abgrund sehen. Ich bin mir nicht so sicher, dass du in den Abgrund von dieser Seite kommst. Du glaubst doch nicht, dass ich der Zylon bin. Ich weiß es nicht. Du bist ermächtigt. Ich dachte von Anfang an, dass du es bist eigentlich, aber jetzt hast du so viele gute Sachen auch gemacht. Gute Sachen gemacht, ja. Du bist ermächtigt jetzt, du hast zwei Aktionen, oder? Ich mache. Das heißt, du kannst jetzt sofort zu einem... Oder dich outen, oder... Wobei man natürlich drin sagen kann, es ist nicht... Es ist nicht in der... Ob das wirklich gilt, weil jemand in der Krankenstation ist, ob man das trotzdem machen kann, aber das ist ja eigentlich, man ist nicht komplett... Ne? Ja... Da steht nicht, dass man es nicht darf. Ne? Ja. Nur hier darf man nicht. Wäre ja, also wir haben es ja eben so gespielt, dass man den rausziehen kann. Ja. Und es geht ja wir eigentlich. Spielen so. Es geht ja eigentlich also darum, dass man. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr es denkt. Ich misstraue dir tatsächlich mehr als ihm. Nur so ein bisschen. Das Ding ist aber, das heißt ja nicht, dass. Das ist auch nur ein Check. Das ist ein Check mit 7er Check. Lila und grün. Und du, was sagst du? Du willst wirklich in die Brücke schicken? Ich meine, das heißt ja nichts. Vielleicht, willst du uns vielleicht nur Karten außer Hand ziehen, weißt du? Das ist auch eben nicht. Aber sie muss schon dazu. Kann ich nicht beide in die Brick schicken? Vor dem Check muss sie sagen. Ja. Ich will euch beide in die Brick. Dann muss dieser Fertigkeitscheck bestanden werden. Also? Also den willst du in die Brick schicken? Vertrauen. Könnt ihr nochmal so ein bisschen sagen, warum ich euch vertrauen soll? Also mir vertraust du einfach, weil ich der Admiral bin. Komm, Frau Präsidentin, wir sind hier alleine. Der Admiral, der Präsident, nur noch zwei Häuptlinge, keine Indianer mehr, wir müssen es jetzt schaffen. Häuptlinge, Indianer, sind wir hier im richtigen Spiel? Also. Okay. Ich hab... Ah. Aber wenn er jetzt drankommt, sich enttarnt... Dann sind wir erledigt. Deshalb ist es das ist der Move jetzt, der uns vielleicht, der vielleicht... Je mehr du redest, desto mehr ist traurig. Das kann doch gar nicht sein. Was sage ich denn? Irgendwie Falsches. Das ist immer so, die wir reden, die werden verdächtig. Aber ich mache es jetzt trotzdem, weil ich hatte dich vorhin irgendwie mal auserkoren. Dass ich dachte, also du bist jetzt plötzlich er so viel ruhiger. Blick, ja? Das heißt, also, naja, gut, wir müssen einen Check bestehen. Verdammt. Ja. Also, wir müssen einen Check bestehen. Du darfst trotzdem auch mitmachen, ne? Du kannst trotzdem mitmachen und sagen, natürlich, das machen wir nicht. Außerdem könntest du natürlich dann auch sagen, wir sollen dich wieder rausholen. Aber. So, okay. Kann ich einfach mitmachen? Mit diesem kleinen Schiff wegfliegen? Verdammt nochmal, er kann ja auch mitmachen. Und das Schicksal kann auch mitmachen. Kannst du überhaupt dazu was bei? Doch, kannst auch was dabei. Komm, wir müssen es ja auch schaffen. Ne? Ja, das ist ja jetzt. Also hier, was ist mit dir? Was ist mit dir? Du darfst auch was dabei machen. Darfst auch was legen? Haben alle schon was gelegt? Ja, nein. Ich habe bisher gelegt. Okay, du musst aber jetzt. Wir müssen hier. Zwei vom Schicksal habt ihr schon? Das war scheiße. Nein. Jetzt spielen wir hier tausende Karten. Nein. Boah, okay. Ey. Also, wer will es überhaupt schaffen? Sieben in grün und lila. Sieben in grün und lila. Ja, grün und lila sind deine Farben. Also. Ja, drei, fünf, vier. 5, 2, what? Minus 1, Frau Präsidentin. Minus 2, 5, minus 5, minus 1, Scheiße. Was waren wir gerade bei minus 1 oder 1? Minus 1. Dann sind wir jetzt bei 0. Bei 3 oder bei 5?
Bedeutet, der Charakter kommt nicht in die Brick. Aktueller Stand nicht in, in die Brick, wenn jetzt jemand das um zwei verringern will, aber muss sich jetzt entscheiden. Kann es nicht. Er kommt nicht in die Brick, außer es spielt jetzt jemand einen Minus Zweier, dann würde er in die Brick kommen. Jetzt gucken wir mal hier, wir haben hier eins. Ja, Frau Präsidentin, wir brauchen, also schick ihn in die Brick, wenn du ihn in die Brick schicken kannst, dann kann ich nur sagen, schick ihn jetzt in die Brick, weil wenn du ihn jetzt nicht in die Brick schickst, dann wird er sich enttarnen und wir sind erledigt. So. Erstens, ich glaube dir noch weniger als vorher. Zweitens, ich kann ihn nicht in die Brick schicken. Erledigt. So. Ja gut, okay. Gut, ich kann noch meine Krise abhandeln. Ach, wach, schön. Hinterhalt. Als wenn ich nicht schon in guter Laune wäre. Endlich tut sich wieder was. Das war alles so leer. Warum? Ja, warum? Das frage ich mich auch. Warum? So, dann schießt der Basisstern einmal. Was macht der? Da muss noch mal gucken, was der macht, aber ich glaube, das hat gar nichts. Spezialregel, Ausbildung, neue Piloten. Diese Karte bleibt im Spiel, bis die Flotte springt. Jede unbemannte Viper erleidet bis dahin minus 2 auf alle Angriffswürfe. Na, gerade 4 hätte jeder. Ja, also kein, noch nicht getroffen, ja. Nee, leider nicht. Gut, das heißt, es geht jetzt weiter dir. Bitte beweise, dass du es wert bist, nicht in die Brick zu kommen. Gibst du mir mal bitte den Dings da? Danke. Ja. Damit wir nicht durcheinander kommen. So, hier bitte. Zu vorgerückter Stunde. Vielleicht bist du ja auch einfach ein loyaler Chief. Wir trauen ja. Bedingungslose Hingabe heißt das. Ich traue dir ja jetzt voll. Auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, sich zu outen. Weil er kann ja dann seine Pfefferkarte spielen und so. Ja, aber ich glaube, er ist es gar nicht, weil vorhin 4 Karten falsch waren und dann. Aber. Und er hat dazu nur eine beigesteuert und du hast mich da reingeredet! Nein, vertrau mir, vertrau mir! Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, er ist es. Er ist es. Wir kriegen ihn jetzt nicht mehr in die Brick? Das ist das Problem. Durch den hier kriegen wir ihn einfach nicht mehr in die Brick rein. Tja. Wieso? Nee, was ist hier los? Tja. Was ist hier los? Es gibt nichts zu reparieren. Ja, es gibt nichts zu reparieren, das stimmt, ja. Dieser Techniker. Ja, aber dann... Tja. Gut, also, einfach mit dem Vipern dahin fahren. Ja, du weißt ja, also dann würde ich sagen, also tut mir leid, dass wir dich fast in die Brick geschmissen haben, aber ich würde jetzt sagen, hier, tu mal was. Nee. Was heißt nee? Ich liebe die Maschinen. Ach komm, ich hab's dir gesagt. Wie konntest du mir nur misstrauen? Und vor allem... Was heißt, ich hab dir doch nicht misstrauen. Ich hab's machen wollen, aber ich hatte leider keine. Du liebst die Maschinen, das heißt also, du willst, soll das heißen, dass du jetzt... Aber das musst du ja auch ausspielen dann. Das glauben wir dir erst, wenn du das zeigst. Das glaubt ihr erst, wenn ich es ausspiele. Ja, das ich bin ein Zylon. Ich hab's dir gesagt. Ja, und deswegen hab ich ja den verdammten Test auch machen wollen. Ich senke die Moral um 1. Nur um 1. Ja, leider. Und das heißt, du wirst... Ich wollte es eigentlich rauszögern, bis die Moral auf der einen... Aber er gab ja jetzt eine super... Ja. Super. Du wirfst auch alles ab, bis auf 3 Fertigkeitskarten, kriegst eine super Krise. Ist natürlich hohe. Warum haben wir nicht in die Krise? Genau, bis 3 musst du abwerfen. Ja. Und da ziehst du, wie gesagt, eine. Genau, da ziehst du eine, aber sonst passiert erstmal nichts, dann sind wir... Jetzt bist du schon wieder dran. Wir waren kurz davor. Wir hätten aber es geschafft. Wir hätten ihn in die Brick geschafft. Ja. Oh ja. Und ja, das Ding ist... Immerhin wollten wir es. Ich bin halt nicht all in, ja. Ich hatte noch 2 Karten. Und so, was darf ich jetzt für Karten ziehen? Ja. Eine auch noch linke, dann hätte ich gesagt. Wir hätten schaffen, aber dass sie so hammerhart dagegen, aber ist klar, die haben das natürlich, hätten wir müssen, natürlich. Alles darf ich die auch direkt spielen? Nee, wenn ich dran bin. Dann gehst du auch nach Caprica und dann kannst du sie spielen. Statt so einer Krise. Das ist quasi Stadt. Okay, also wenn ich das nächste Mal dran bin, darf ich die spielen. Oh Gott, Frau Präsidentin, aber man muss es positiv sehen. Ja? Wir können es noch schaffen. Wir können es noch schaffen. Wenn wir jetzt hüpfen. Nee, also warte mal. Wenn ich nochmal versuche, hier tolle Präsidentenkarten zu finden, nur leider. Du, das Ding ist egal, wir müssen jetzt einfach die nächste Krise. Wir können nicht jetzt springen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir über die Krisen einfach schnell. Ja, aber das Problem ist, guck mal, guck mal, was hier los ist. Und die haben wir noch minus 2. Wir müssen einfach jetzt schnell 2 Krisenkarten überstehen und dann haben wir eine Chance.
Glaubst du? Ja. Ich hab's gewusst, ey. Verdammt nochmal. Ich war mir auch Also, aber dann, als du so viel angefangen hast zu reden. Was soll ich denn sonst machen? Schweigen? Einfach nur so gucken? Ja, also ich muss einfach... Die Menschheit zu retten. Wir müssen jetzt einfach die Moral so schnell wie möglich... Ich glaub, ja, ja. Moral und Treibstoff. Mach dir mal um die Moral keine Sorgen. Wunderbar. Ich glaube, das Einzige, was ich machen kann, ist hier wirklich... Das versuche ich jetzt auch gleich nochmal. Einmal haben wir es ganz knapp geschafft. Aber einmal springen wir noch. Wir springen jetzt. Pass auf. Ich gebe hier jetzt zwei ab. Jetzt springen, und ziehe nochmal ja. Eine hiervon und gucke, ob ich noch eine rede. Jetzt springt. Danke. Du bist überhaupt gar nicht, du kannst es nicht ziehen, du bist kannst da nicht. Du bist da gerade gar nicht. Da muss ich eine weiter mehr ausgeben. Ja, um da hinzulaufen, richtig. Ja, sorry. Richtig. Dann, genau. Ich war bisher noch nie woanders. Ich fühle mich allein auf der Galaktika. Ja, das habe ich schon gemacht. Entschuldigung. Okay. Ja. Das ist aber totaler Mist. Ja, der alte Mann und das Schiff. Ja. Bin alleine. Das ist man noch mehr Moral verlieren. Also wenn ich und dann musst du niederschmettern. Dann musst du eine Krise machen. Siehst du jetzt noch, die kannst du jetzt eh nicht mehr spielen. Ja, aber ich hätte auch nicht so richtig zwei gezogen. Und jetzt geht's direkt zur Krise über. Das ist ja niederschmetternd. Ich kann ja zwei ziehen. Ja. Das ist ja mein letztes Gute. Das ist tatsächlich sehr gut. Visionen hat das. Das Gute ist jetzt, wir haben so wenig Karten, dass wir bei den Krisen sowieso nicht mehr so wahnsinnig viel nachdenken müssen. Ja. Weil es ist eh unklar. Das also eine hohe Krisen können wir zu zweit eh nicht mehr schaffen. Ja, können nur noch klein. Ich hätte einen riskanten Sprung machen müssen. Ich würde auch als Mensch, ich würde jetzt springen. Nee, aber guck mal, wenn du drei verlierst, du bläst uns da irgendwas ein, was uns noch schneller in den Abgrund stürzt. Alle Werte im Geist. Essen können wir noch. Madame. Essen weiß, haben wir noch, oder? Wir können noch so einen letzten Last Supper können wir uns noch genehmigen. Okay, Leute. Das wird lustig. Nicht. Scheiße. Wenn sich die aktiviert werden, kommen die dahin. Ja, das heißt dann, die machen erstmal bei nix. Ihm machen sie das platt und das verstört. Nee, verstört die machen erstmal nichts. Erstmal das fliegen sie einfach nicht, nur. Da kann alles drin sein. Ja. Muss keine Bevölkerung muss sein, glaube ich. Ja. Also nur eine Aktivierung ist noch okay. Besser als der Basisstern. Der Basisstern macht hier was kaputt. Oh, das hätte ich auch im Kopf. Und ihr habt keinen mehr, der reparieren kann. Ja, ich würde nicht den Basisstern, bitte. Das können wir nicht machen. Nee. Ich muss hier das spielen. Steuerloser Jäger. Das bedeutet, das ist ein Test. So wie es aussieht. Ja, 10. Aktiver Spieler entscheidet oder würfeln. Also müssen wir gleich würfeln? Ja, nächster Erfolg minus ein Bevölkerung. Nur bei 4 oder weniger kommt 3 Jäger vor den Bug und ein Zivilschiff ans Heck. Nochmal ja. Jäger. Ja, wir schaffen es aber gleich. Ja, also ich dachte, kommen Würfel. Ja, ja. Mit den Würfeln ist weil wir ja auch gleich so. Springen. Ja, genau, also wenn ich schaffe, bei 4 oder wie. Nee, ich will jetzt 5 oder mehr. Genau. Ja, 5 oder mehr. Ja, 5 oder mehr passiert nichts. 5 oder mehr, 5 oder mehr. 3 Jäger vor den Bug. Und ein Zivilschiff an das Heck. Ja, aber so schlimm ist es nicht, weil wir kriegen den Spruch. Greift der auch den? Nee, ach so. Und dann, aber dann werden die Jäger aktiviert. Erst jetzt werden Jäger aktiviert. Das heißt, alle Jäger fliegen jetzt hier so rüber. Drei kommen hin, ne? Hab ich's richtig? Drei Jäger vor den Bogen. Jetzt fliegen alle runter. Ich glaube, du hast 4 dahin gezeigt. Ja, ich habe 1 zu viel gemacht. Genau. Und das ist aber von hier nach da gegangen. Genau. Kein automatischer Sprung. Jetzt bin ich dran. Ja. Ich werde wieder 2 Krisenkarten ziehen. Ich darf erstmal 2 Dingskarten ziehen. Es ist so lächerlich. Ich habe 2 Karten auf der Hand. Ich kann nichts machen. Ja. Aber es ist voll eine gute Karte, weil wir sonst nicht so viel verlieren. Ja, gut. Jetzt ziehe ich jetzt mal. Ich werde springen. Auf Caprica stehen. Ja. Klar, willst du jetzt springen? Das wäre gerade eine gute Zeit. Ja, natürlich. Wir müssen jetzt müssen wir springen. Das ist ganz klar. Vor allem er kann die Superkrise spielen, wenn er dran ist. Ja, das und kann freut uns sich in dieser Situation richtig das Genick brechen. Ja, er freut sich schon so. Ja. Kann ich auch zusätzliche Superkrisen kriegen? Nee, du kannst aber halt Krisenkarten tauschen. Kann da auch Moral da? Achso, aber es wird maximal eine Superkrise gespielt. Okay, dann pro Spiel. Nee, also besser als das kann es nicht werden. Das heißt, als erstes werden alle aktiviert. Nein! Ich fange mal an mit ihm hier. Greift ihn hier an. 1 ist nix, oder? Ja, ab wie viel zerstöre ich den? Ab 5 oder ab? Ich guck nochmal. 3. Ab 5, ja. 3 ist okay.
7 ist beschädigt. Jetzt haben wir aber noch der hier, der greift das hier an. Ja. Scheiße. Bevölkerung, na gut. Was heißt hier? Die fliegen rüber. Die fliegen hier rüber. Das war's. Nee, jetzt kommt Aufstellung. Ach so. Ein Basisstern. Noch seid ihr nicht gesprungen. Ein Basisstern. Ein schwerer Jäger. Kommt hier hin. Der vier hier Jäger, hin. Die kommen hier hin. Ey, was ist denn hier los? Es gibt aber auch zwei Viper, habt ihr noch eine? Tja. Pech gehabt. Und drei neue Zivilschiffe. Ich will nicht in dieser Viper sitzen. Und jetzt kommt der Gag. Die vier Jäger, die gerade aufgestellt wurden, werden sofort aktiviert. Nein. Ja, die ja, schwere okay. Verluste, die vier Jäger, die sind eben aufgestellt. Nein! Sofort aktiviert. Ja. Ja. Der wird ja wohl durchkommen. Nein. Unfair, komplett kaputt. Ach, wir haben eh keine Piloten mehr. Macht das hier kaputt. Nein. Was ist da meine Bevölkerung? Hier haben wir die Bevölkerung spannende 3 abgefüllt. Ich fühle mich nicht gut. Wir sind nachher wirklich die einzigen Menschen. Na gut, ich bin da, aber ich weiß ja schon, was ich mache. Ja, es ist kein Problem, was ich mache. Ich werde natürlich springen. Das Problem ist nur, dass wir jetzt wahrscheinlich vielleicht eine Bevölkerung verlieren, aber wir müssen springen, es hat keinen Wert. Ja. 6 oder halt, wollen weniger. Wir oder wollen wir nicht? Wir müssen springen, das ist kein Fall. Was bedeutet das jetzt schon? Minus 1, oh, das heißt, ja, das ist 6 oder weniger, das heißt, wir verlieren eine Bevölkerung. Ja. Aber wir sind gesprungen. Ich hoffe, wir haben es richtig gemacht. Ja, okay, wir sind gesprungen. Alter, Mist, kann hier mal weg. Oh, das wird eng. Sehr gut, noch 2 Bevölkerung und du bist dran. Und mir gefällt ich dieses, noch eine Krise machen, ja? Dieses selbstsichere Lächeln da nicht. Die sind auch weg, die Viper. Ja, alles ist weg. Alles ja. ist weg. Die Viper werden thematisch kommen zurück, bevor gesprungen wird. Und genau. Die anderen lassen hier hinter. Ach, was sollen wir machen? Finish him. Ja, was haben wir? Wir sind bei 6, ne? Ja, komm. Okay, das ist die einzige Chance, die wir haben. Okay, ich nehme tiefer Raum, auch wenn das andere vielleicht, aber... Nehmen tiefer Raum, weil dann sind wir bei 8. Das heißt, wir müssen noch einmal genau, springen. Und richtig. Was verliert ihr? Minus 1 Moral und minus 1 Treibstoff. Treibstoff und minus 1. Ja, aber das Ding ist, wir müssen jetzt noch einmal springen. Nein, ich glaube, damit macht ihr uns fertig. Wir ich habe so das Gefühl, dass er unsere Moral um 2 runter hat. Ich muss erstmal die Krise machen. Nur um 2? Präsident entscheidet, minus 2 Nahrung, das können wir machen. Oder minus 1 Nahrung, der Präsident wirft 2 Fertigkeitskarten ab, dann wirft der aktive Spieler 3 Fertigkeitskarten. Ja. Nee, das machen wir nicht, komm, die Nahrung brauchen wir. Die Nahrung, das brauchen schaffen wir. Jetzt nicht mehr so. 2 ja. Nahrung weg, 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 weg. Ja. Und wir kriegen aber ein Esst ruhig nochmal lecker. Geil, super, super Häng das mal, Zeit nennt man das. Ich würde sagen, wir brauchen noch 3 Krisenkarten. Wir müssen noch 3-mal drankommen. Ja, ja. Dann haben wir es. Hast du geschmeckt? Das lässt sich wie eine Schnitzel deines Lebens. Was soll das denn heißen? Wir sind nur Chief, noch 2 Bevölkerung. AKA Notorious. Mit 3 Nahrung machen wir locker. Noch, ja, gib mir was. Das ist egal. Jetzt pass auf. Ihr habt eine super Krise. Super Krise. Minus 2 Moral. Ich sag's. Nein, bitte nicht. Die Zeit läuft davon. Ja, ja. In 4 Minuten geht Ihre Bombe hoch. 4 Minuten? Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass der Konflikt zwischen unseren Völkern beendet ist. Er muss nicht weitergehen. Ja, das finde ich auch. Flora Roslin. Ach so. Oh. Es gibt eine Bombe auf Colonial One. Oh nein. Und das heißt? Ja, okay, das bedeutet? Erfolg, keine Auswirkung. Misserfolg. Also so viel Text hatten wir beim Misserfolg bis jetzt nicht. Ist ja auch eine super Krise, was soll man machen? Ja. Misserfolg. Minus 2 Moral. Nein! Minus 2 Moral! Das kann ich gar nicht weiterlesen. Das war aber erst die erste Zeile von 6. Lass dich richtig schmecken. Was kommt noch alle? Und alle Personen auf Colonial One. Nein. Müssen in die Krankenstation. Ja, gut, ja, ja. Du bist ja eh schon Diese krank. Karte bleibt im Spiel. Keine Person darf für den Rest des Spiels zur Colonial One wechseln. Ja, 15. 15? Und nein, das sind nicht dabei! Da fallen ja auch hinzu. Schau nochmal. Könntest du nicht drauf verzichten? Ja, ich könnte. Eine kommt hinzu. Okay, jetzt der Punkt ist einfach, wenn wir das nicht schaffen, haben wir verloren. Wie viele Karten darf ich denn legen? Ich darf nur eine legen. Leider auch nur eine legen. Ja. Also daran sieht man halt, wie krass die Superkrise ist. Einfach. Ja, ich lege alles rein, natürlich, was geht. Aber ja. Und bei dir? Willst du auch noch was? Ich glaube, ich würde gern. Ich habe genau die 2 anderen Farben. Ach, da ist ja die Farben. Ich glaube, ist das ist... Scheiße.
Wegen der einen so, Wahl. Dann schauen wir doch mal den Untergang der Menschheit in Nahaufnahme und Slow Motion. Drei Frau Präsidentin, wir gehen Hand in Hand in den Untergang. Ja, ich wollte noch eine Rede halten. Danke. Acht für die Menschen, aber jetzt minus drei, dann sind wir nur noch auf fünf für die Menschen. Jetzt sind wir wieder auf acht für die Menschen. Jetzt sind wir sogar auf neun für die Menschen. Auf elf für die Menschen. Aber da werden leider noch mal fünf abgezogen. Das sind wir nur noch. Menschen, habt ihr eine Karte, mit der das du bist leider in der Krankenstation. Verringern könnt und? Aber ich hab's versucht. Ich finde, wir haben uns eigentlich ganz gut geschlagen. Wir haben noch mal diesen Sprung gemacht. Wir sind noch mal... Haben Zylonen-Emotionen. Guck mal. Hätten wir ihn in die... Hätten wir ihn in die Brick gebracht? Diese eine Karte mehr? Die machen einfach weiter. Aber sehr gute Arbeit. Aber auch hier war es, diese eine Karte. Hier war sie, die moral aufmunternde Rede, die ich halten wollte. Danke. Wäre die erste gewesen, von der ich gezogen hätte. Ich gesagt, danke. Ich habe meine Spezialfähigkeit nicht gehabt, aber das hätte auch nichts gebracht. Fantastisch. Da will man eben noch als Mensch gewinnen, da ändert sich alles und freut man sich. Kurz war es ja für die Zylone überhaupt nicht gut aus. So leeres Weltall. Ja, ja. Und guck mal, wir hätten es geschafft. Wir hätten noch drei Krisenkarten, dann hätten wir es geschafft. Wir waren auf acht, wir hätten es einfach geschafft. Aber ihr hättet es hier kommen müssen. Wir hätten es riskieren können. Wir hätten ja würfeln können. Ja gut. Wir hätten es riskiert. Aber du nicht, du hättest nicht gewürfelt. Das war Battlestar Galactica. Mit einem Glücksspiel Club. Community-Folge. Ihr habt es euch gewünscht. Wir haben es gespielt. So knapp war es. Ja, und wir haben es beinahe geschafft. Aber wir wären ein gutes Triumphal. Es wäre auch nett gewesen, zwei Zylonen hier. Und ich habe dich am Anfang verdächtigt. Klar. Ich habe es gesagt. Jeder verdächtigt mich immer und ist völlig zu unrecht. Eigentlich nicht auch, aber jetzt zu denken. Aber eins müssen wir jetzt natürlich noch wissen. Ja. Das Allerkrasseste müssen wir ja noch wissen. War irgendjemand in der ersten Runde schon Zylon? Nee, ne? Nee. Doch. Was? Der geheime stille Chef. Unglaublich. Echt jetzt? Der total loyale Chief, der alles richtig gemacht hat. Gibt schon was zu reparieren. Was soll ich denn machen, wenn ich alleine bin? Ja, ich gebe jetzt. Man muss als Zylon am Anfang low-key machen. Das hat keinen Wert gleich irgendwie. Ja, total. Ich habe schon genau richtig, ab und zu mal so gedacht, so jetzt verschwendet er seinen Zug, indem er hier hingeht und nur einmal würfelt so. Bis zum Schneefass hatte ich null im Verdacht. Ich hatte euch beide immer, dir habe ich blind vertraut. Ja, der war ja auch nichts. Ich dachte wirklich, du wärst der Doppel-Zylon gewesen. Als Zylon das war so wertvoll, weil ich schon gesehen habe, jeden Zug könnte ich da bis eins runter machen. Sonst hätte ich das allein, um die Verwirrung zu stiften, hätte ich dir meine Karte gegeben. Hässlos kaufen. Das ist schon ein geiler Move, auch wenn es gar keine Zylonenkarte ist, einfach hier hinzugehen und zu sagen, ja, hier. Ja. Und alle am Tisch so, das passiert ja gar nichts. Das ist wirklich nur ein Bluff. Und das Ding ist, ihr wärt dann wahrscheinlich überzeugt gewesen, dass ich das bin, weil wenn ich sowas sehe und sagen will, sie sind kein Zylon, alles gut. Vertraut mir weiter. Das war Star Galactica. Wir machen natürlich noch mal kurz ein abschließendes Fazit-Interview mit jedem Teil. Niederschmetternd, würde ich sagen. Genau. Ja, was soll ich sagen? Es war ein spannendes Finish. Ich finde, zu allerersten Mal, es war wieder eine spannende Battlestar-Partie. Nicht zu fassen, die Zylonen haben doch noch gewonnen. Am Anfang war ich Mensch, dann wurde ich Zylon. Tja, leider gescheitert. Es war wirklich ganz, 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 ganz knapp. Tja, meine Mitspieler haben mich ja, also zumindest in der ersten Hälfte des Spiels, überhaupt nicht verdächtigt, wie sie gerade gesagt haben. Das finde ich super, weil meiner Meinung nach habe ich in der ersten Hälfte des Spiels ein, zwei Fehler gemacht. Das hat wirklich an dieser einen Moral gehangen und ich hätte im nächsten Zug noch eine aufmunternde Rede gehalten und wir hätten wieder eine Moral gewonnen. Beziehungsweise Sympathisant mit den Zylonen. Auch wenn ich jetzt im Nachhinein sagen muss, ich habe es glaube ich noch nie zu viert gespielt, waren immer fünf oder sechs.
Da ist sicherlich noch ein bisschen mehr Interaktion drin. Du hast noch ein bisschen mehr Figuren, noch ein bisschen mehr Verdächtigung, noch ein bisschen mehr Leute, die vielleicht in die Brick gehen und wieder rausgehen oder wo mal mehr der Präsident mal wechselt oder so. Das hat man in einer Vierspielerpartie, hat man da irgendwie zu wenig, finde ich, zu wenig Möglichkeiten. Und das macht zu wenig Sinn, da auch noch irgendwie so Spielchen zu spielen. Ja, ich war dann schon sehr froh, dass ich der Brick knapp entgangen war. Dann habe ich mich enttarnt, konnte mich endlich alliieren mit dem lieben Kron. Und dann haben wir das Spiel zu Ende gebracht mit der Superkrise, die die Menschen einfach nicht mehr bewältigen konnten. Und dann war die Moral am Boden. Also als Johannes ihn dann in die Brick schicken wollte, dachte ich, ja, das müssen wir jetzt wirklich machen, weil wenn er dran ist und irgendwas Krasses legt, dann ist das das Ende. Ich habe mindestens zu 75-80% auch gedacht, dass wir in dieser ersten Phase 4 reine Menschen waren. Ich war mir nicht zu 100% sicher, habe es aber für sehr möglich gehalten, dass wir 4 Menschen da waren. Wir hatten echt mindestens 3 richtig knappe Nummern. Also das mit dem am Anfang, ganz am Anfang, wo so unglaublich viel Gegner plötzlich auf dem Brett waren, dann mit dieser Enter-Nummer, wo wir fast geändert worden wären, wenn dann dieser eine Würfelwurf nicht gewesen wäre. Und natürlich dann das alles entscheidende Voting, ob der Chief in die Brick geht. Und dann erst ganz, ganz, ganz spät ging die Tendenz Richtung Chief. Da plötzlich Präsident und Admiral haben sie 1 und 1 zusammengezählt. Aber dann hat der Admiral noch so viel gequasselt, dass die Präsidentin dadurch wieder nervös geworden ist und war sich wirklich gar nicht mehr sicher. Und das Votum, das Brick-Votum gegen den Chief war auch absolutes Chaos. Jedenfalls am Ende war der Chief nicht in der Brick, kam direkt danach dran, hat sich geoutet. Jawohl, ich bin der Zylon. Der Chief jetzt hier wirklich uns so noch hintergangen hat und sich uns infiltriert hat, das hat auch echt gut gemacht. Am Anfang war schon ein bisschen Verdacht da, gegen alle bis auf unseren Sympathisanten. Aber dann jetzt so die zweite Hälfte vom Spiel, da habe ich plötzlich wieder Vertrauen gewonnen. Noch ein Sprung, ja, noch ein Sprung. Und wir hätten es geschafft, ich und Sophia. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich mich zu Beginn nicht ganz so damit anfreunden konnte, dass ich der Verräter bin, aber interessante Erfahrung. Tatsächlich ist die Menschheit an ihrer mickrigen Moral zugrunde gegangen. Ein bisschen mehr Rückgrat und dann hätte es schon geklappt, aber so, tja, tut mir leid, Pech gehabt. Cylon! Oh, die Menschheit! Finn kommt wieder nicht zurück zur Erde. Tja, ich habe alles versucht, ich habe alles gegeben. Ich wünsche, es gäbe noch Leute, die mich als Präsidentin wählen könnten, aber tja, ich würde sagen, das war's. Von daher muss ich wirklich sagen, ja, Battlestar, es ist und bleibt einfach eins meiner Lieblingsspiele. Noch cooler, wie gesagt, finde ich es ein bisschen zu sechs. Das ist etwas, was wir im Brettspielclub nicht so richtig machen können, weil wir einfach dafür, müssten wir mit den Kameraperspektiven, dann dauert es auch noch länger. Deswegen ist hier 4 jetzt schon erstmal so die Schallgrenze. Also nochmal vielen Dank fürs Zugucken, danke fürs Voten, danke fürs Supporten. Ohne das gäbe es hier nämlich alles nicht. Keine Community-Folgen und überhaupt auch kein Brettspielclub, kein Studio. Also vielen Dank dafür und 2019 kommen auf jeden Fall nochmal 4 Community-Folgen, wo wir jeweils einen Platz unter allen Spiele-Schmieden und Schmiedinnen verlosen. Und dann dürft ihr gerne hier auch sitzen, so wie der Sebastian, der ein langjähriger Patreon von uns ist. Und das war so unser Dankeschön dafür. Ja, das war's. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.